Okay, sehr cool, ja. Hi. Hi. Na, hi Pascal, Hallöchen. Kann man mich hören? Ja. Jo. Ich habe Hat dein vor. Backup versagt? Nee, der hat mich versagt, ich bin danach mit eingepennt. Der hatte Glück, dass ich es noch geschafft habe. Also, das ist so jetzt ein sehr intuitives Wachwerden, sage ich mal. Hammer. Ich bin eingepennt und dann aber trotzdem gleich wieder aufgewacht. Irgendwas hat mir gesagt, wach auf. Ich bin heilfroh, dass ihr gewartet habt. Ich hätte sonst gekotzt. Ich brauche auch noch mal 5 Minuten. Ich muss mal kurz aufs Klo. Und dann bin Ja, ich klar, wach. gerne. Okay. Lass dir Zeit. Und bis gleich. Ja. Jo. Ja, als ich heute Morgen losgefahren bin in die Innenstadt, wo ich halt auch wusste, es wird verdammt viel los sein, weil es halt Sonntag ist und dann besonders in Parks sind dann extrem viele Leute und oh ja, randvoll, ey, unglaublich. Also Natur genießen war da eigentlich nicht so, abgesehen davon, dass dieser Park einfach super schön war und wieder Frühling erwacht ist und da waren so viele Enten und Gänse und Vögel und die Atmosphäre war eigentlich traumhaft. Wenn das nicht so ein toller, traumhafter Frühlingstag gewesen wäre und ich war so fasziniert, weil in diesem Park, da wurden halt auch gezielt verschiedenste Arten von Bäumen gepflanzt. Da war gelb, weiß, rosa, grün und unten auf dem Boden, da war dann blau, lila und was nicht alles für Farben, also großartig. Und wenn Schön, das jetzt nicht so ein besonderer Ort gewesen wäre, also dann hätten mich die Leute wahnsinnig gemacht eigentlich, weil das so voll war. Aber ich konnte es trotzdem genießen, weil es halt super schön da war. Aber naja, irgendwas würde ich noch sagen. Ach, keine Ahnung, habe den Faden verloren. Eigentlich wollte ich da auf was ganz anderes, glaube ich, noch hinaus. okay. Ach so, genau. Ich habe es wieder. Ich habe den Faden gefunden. Hier liegt er. So. Und ich habe mir halt gedacht, ja, es wird so viel los sein, so viele Leute und so. Und da dachte ich mir, soll ich mich vielleicht nochmal umziehen? Weil ich hatte eine Hose an, mit der bin ich halt öfters mal so im Wald unterwegs und die war voll dreckig, so ein bisschen an den Knien, aber vor allem unten. Wie sagt man bei der Hose? Nicht Ärmel wie beim Arm, sondern das Endstück der Hose unten. Fällt mir das Wort gerade nicht ein. Ey. Da unten war jedenfalls alles dreckig, so richtig braun und voll auffällig und so. Und ja, hatte ich aber einfach keinen Bock. Ich hab dann auch übrigens nochmal über das Gespräch dann so nochmal grob nachgedacht, was wir auch die letzte Zeit hier zu dritt geführt haben, über diese ganzen Ego-Geschichten. Und natürlich sollte man jetzt nicht wie der letzte ungepflegte Vollidiot rumlaufen oder so. Eine gewisse Körperpflege muss ja auch sein, das ist ja auch natürlich und so. Aber wegen ein bisschen Dreck an der Hose, nur einzig und allein aus dem Grund, weil mir war es ja eigentlich egal, nur aus dem Grund, dass ich den Gedanken hatte, ja, andere könnten das irgendwie komisch finden, wenn sie sehen, dass ich da mit einer dreckigen Hose rumlaufe in der Innenstadt. Und dann habe ich extra gesagt, nein, jetzt mache ich es erst recht nicht. So, wir haben die letzten Tage genau über diese Ego-Geschichten geredet, drauf geschissen, ob das irgendjemanden interessiert, ob die Hose dreckig ist oder nicht. Und ich weiß aber auch, woher das kommt. Ich bin in der Gegend aufgewachsen, einfach, da war das wirklich so, wenn du einen Fleck an der Hose hattest, dann hieß es gleich, du bist ein Penner oder die haben dich ausgelacht, du bist uncool oder so. Und das kommt halt aus dieser Zeit und mein Unterbewusstsein ist immer noch damit gefüttert, aber. Naja, heute war ein guter Test, um mal zu gucken, dass ich das einmal ablegen kann. Was ich eigentlich auch schon zu erheblichen Teil habe, eigentlich, ja. Ja, definitiv, ja. Also, das war mir schon immer scheißegal, was die Leute draußen denken, wie ich aussehe. Was meinst du, wie ich schon rumgelaufen bin? Das ging ja leider immer so weiter, wenn wir irgendwo hingehen wollten, ich und meine Eltern, zu einer Party oder Geburtstag oder Weihnachtsfeier, Ostern, was auch immer. Man musste ja als Kind immer mit, man durfte ja nicht alleine zu Hause. Da hat meine Mutter dann ganz oft immer gesagt: Junge, wie du schon wieder aussiehst, so kann ich mit dir noch nicht rausgehen. Du ziehst dir jetzt erstmal ein paar anständige Klamotten an. War bei mir auch so, also ähnlich. Ach, Fuchs, man muss ich mir so oft anhören, ja. Und von daher scheiße ich da richtig drauf und schneide mir wirklich die Sachen so, wie ich sie brauche, ja. Und nicht wie irgendwelche Leute denken, oh, jetzt muss ich so aussehen oder so oder keine Ahnung oder ein Schlips, Kragen und was nicht alles, ja. Also alles schön, was unbequem ist, weißt du, Hauptsache ich sehe schön aus, also totaler Billeballe, ja. Also deswegen sage ich auch immer, ich kann mir einen Kartoffelsack anziehen und Hauptsache der wärmt mich irgendwie im Winter, wenn ich nichts anderes habe. Das wäre mir auch sowas von egal. Und deswegen laufe ich auch mit zerrissenen Klamotten rum oder meine Hose, die hat auch dermaßen viele Flecken, die kriege ich nicht mehr raus. Keine Ahnung, wo ich die her habe. Und ich wasche die nur ganz normal bei 30 Grad, weißt du, und eine halbe Stunde. So wie ich sonst immer meine Wäsche wasche und mache ein bisschen Essig dann in der letzten Waschung nochmal. Und ist perfekt, ja. Also, wie gesagt, ich mache mir da gar keinen Kopf. Also.
Das ist ja das, auch diese Scheiße mit dem Weichspüler, den da manche reinhauen, ja. Also es ist total katastrophal. Also wie gesagt, mein Waschmittel, was ich mir einmal kaufe, das ist so ein 5-Liter-Kanister, der reicht mir 2 Jahre. Boah, okay, heftig. Weil ich auch immer nur ganz, ganz wenig nehme. Und das reicht vollkommen aus, ja. Und dann wasche ich halt eine halbe Stunde meine Wäsche. Und dann mache ich nochmal 10 Minuten mit so einem Essig. Ganz normal Essig hole ich mir für 40 Cent, gieße ein bisschen Essig rein und dann lasse ich das nochmal nachwaschen für 10 Minuten und dann ist das clean. Das riecht nach nichts mehr, ja. Also. Das Mist. sagen ja auch viele, dass man Essig halt nehmen sollte statt Weichspüler. Mist, was habe ich verpasst? Was? Nee, nee, du hast Denn nichts wir dabei. reden gerade darüber, dass bei uns schon die ersten Atombomben eingeschlagen sind. Oh. Das ist Aber natürlich. ansonsten nichts. Gut, solange es noch nicht bei mir ist. Ja, du musst nicht negativ drüber denken, nachher ziehst du die Atombomben auch noch zu dir rüber. Gut. Liebe Atombomben sind wie Blumen im Wind. Ja, Bild gibt's gleich. Ich muss mich noch anziehen. Ich will immer noch nicht. Ja, wir haben gerade über das Ego und Dings gesprochen, weil ich war heute sehr, sehr viel unterwegs, Ja. tolles Wetter und bin halt in die Innenstadt gefahren und bevor ich losgefahren bin, da hatte ich eine Hose an, die war ziemlich dreckig und da habe ich mir so gedacht, ah, jetzt Sonntag, ich fahre ja in so einen Park in die Innenstadt, wohl wegen Naturfotos da. Und da werden extrem viele Leute sein, dachte ich mir so, ah, mit so einer dreckigen Hose. Aber dann habe ich an die Gespräche auch gedacht, die wir die letzten Tage hatten, dass wir genau über diese Dinge geredet haben. Und dann habe ich das so als Ego-Test mal genutzt. So, so einfach, ja, drauf geschissen. So, ist mir egal jetzt, ob das jemand irgendwie auffällt und meine Hose dreckig ist, wenn ich da jetzt stundenlang rumlaufe. Ja, ich bin ja an der Schule oft noch voll gemeckert worden, weil ich angeblich zu dreckig sei. Schon aus Trotz sehe ich seit 20 Jahren nur noch dreckig aus. Das heißt, Nur noch. ja, ich hab so eine hübsche Garage. Da schmiere ich immer meine Jacke weiß an dieser ekelhaften Gipswand. Gipsfarbe, das kann ich nicht beschreiben, was das für Zeug ist. Das ist Kalkfarbe oder irgend sowas. Das ist auf jeden Fall. Ja, und da habe ich es irgendwann aufgegeben, die noch sauber zu machen. Das war dann ganz anstrengend. Das ist dann immer der ultimative Test. Und auch grundprinzipiell, irgendwas muss ich immer auf der Erde kaufen. Das heißt, ich habe immer Grund, mich unterwegs hinzuknien. Entweder ich suche was, oder ich muss auch das Auto kaufen, und dann habe ich immer meistens dreckige Knie. Und irgendwann war mir das egal. Irgendwann ist mir auch nicht mehr aufgefallen. Und in meiner Umgebung auch nicht. Also, wenn es dir wirklich egal ist, dann merkt das die Umgebung auch nicht. Und ich bin das auch gewohnt von meinem Vater, der ist ja früher nur mit Baustellenklamotten durch die Gegend gelaufen. Nach der Arbeit mit Latzhose. Und da bin ich es gewohnt, dass man dreckig durch den Laden geht, ohne dass einen das jucken muss. Durch meinen Vater. Bin ich darauf nicht negativ trainiert. Und jetzt bin ich da. Ja. Ah. Okay, ah ja. Mensch, du hast aber nicht deinen Polunder an heute. Das ist aber traurig. Sonderwünsche. Ja, du kennst mich ja. Ohne den kann ich nicht leben, da hätte ich meine Energie nicht bei mir. Aha. Immer noch am Aufwachen. Und pass aber auf, dass du nicht an deine Fernbedienung kommst, ich meine an deine Tastatur. Ja, das kann passieren. Jetzt meinst du, wie viele Ja. Aufnahmen ich mir schon versaut habe? Naja, das war schon bei deinem letzten Video wieder gehört, ja. Also in den 40 Minuten war krass. Ich habe 40 Minuten gesprochen, es hat nicht aufgenommen. Das war das schlimmste Erlebnis, was ich je in meinem Leben hatte als YouTuber. Ist mir aber auch schon so oft passiert, ja. Du glaubst gar nicht, wie so oft ich schon Videos gemacht habe, wo ich dann gemerkt habe, toll, die Kamera war gar nicht an, ja, und habe dann 2 Stunden in den Wind gesprochen, ja. Also habe ich auch schon hinter mir. Du, ich, ich, Naja. ich. Hast du ja etliche Videos von dir wieder gelöscht? Warum machst du denn sowas? Da waren ein paar richtig tolle Dinge dabei. Ja, ich weiß, aber das ist egobehaftet bei mir noch. Schämst du dich für irgendwas von dir aus der Ja, Vergangenheit? vielleicht, genau. Kenne ich. Das hat mir ein gewisser Coach als erstes abgewöhnt. Ich meine, noch bevor ich mit YouTube angefangen hatte. Als er gesagt hatte, man entwickelt sich natürlich mit der Zeit, noch ändert sich natürlich und dann identifiziert man sich irgendwann nicht mehr mit seinem alten Ich. Das kenne ich auch von meinen Kumpels und von vielen anderen YouTubern und dann schämen sie sich sofort für ihr altes Ich. Und ich habe das schon abgelegt, noch bevor ich überhaupt angefangen habe mit Drehen. Da habe ich gesagt, egal wie peinlich etwas ist und selbst wenn du nur Halbwissen von dir gibst oder selbst wenn du Wissen von dir gibst, das gar nicht stimmt, dann lässt das auf jeden Fall hochgeladen. Echt, ja, krass. Und dann hat man nach ein paar Jahrzehnten, also man war das ja mal früher, warum sollte man sich für sich selbst schämen? Und dann hat man nach ein paar Jahren eine schöne Geschichtsaufzeichnung von sich, die richtig witzig anzusehen ist. Aber nee, nee. Das Interessante ist, bei mir ist das fast gar nicht vorhanden.
Aber obwohl ich meiner Kindheit, obwohl ich, wenn ich da mal was gemacht habe, was irgendwie peinlich war oder so, dann haben ja meine Freunde, meine sogenannten, die haben mir das dann jahrelang später noch an den Kopf geworfen und sich darüber lustig gemacht. Das hat mich damals schon ziemlich belastet. Umso mehr überrascht mich das, dass ich heute, ich habe vieles aus der Vergangenheit mitgenommen, so. Das irgendwie aber heute irgendwie ist mir egal. Also keine Ahnung, habe ich auch nie dran gearbeitet, ist so einfach so. Das Schön, dass ist, ich auch mal was von alleine auflöse. ja, das ist super, ne? Das ist Keine sehr Ahnung wie, aber es ist schön, ja. selten. Das ist selten. Das ist wunderschön, wenn sich was alleine auflöst. Das ist wirklich wow. Ja, jetzt noch was zu den Videos. Da war ein Video bei, ein Filmclip, wo du die Menschen mal wieder verfolgt erklärt hast. Schon eine Weile her. Und nur durch diesen Videoclip bin ich überhaupt zu dem Film gekommen und habe mir dann diesen Film angeguckt. War ein cooler Film, das wollte ich nochmal dazu sagen. Wunderbar. Das war irgendwas, frag mich jetzt, weiß ich nicht mehr was, das war irgendwas mit Weltuntergang, weil irgendwo im Unterirdischen irgendwas gebaut wurde. Okay. Aber ich Ja, wollte weil sagen, mich. Ich ja, finde es was? aber nicht so toll, wenn die Leute mal fragen, was das für ein Film war, weil das Wichtigste, das hole ich schon immer aus dem Film raus und schneide zusammen, weißt du? Da brauchen die Leute nicht den Film gucken, das erspare ich ihnen quasi. Ja, aber ich habe noch zu viel Langeweile. Ich suche immer nach den neuesten, coolsten Filmen, auch wenn es da draußen keine coolen Filme gibt. Aber das war nicht nötig. Ich habe einen Hauptschauspieler erkannt. Das meinst du, wie schnell ich den Film rausgefunden habe? Also, okay. Wenn der Schauspieler das nicht kenne, dann hat man es ratzfatz. The Peaceful Warrior hatte ich auch mal ein paar Sachen hochgeladen, ist auch schon länger her. Den kennst du ja bestimmt auch, wa? Peaceful Warrior mit Nick Nolte? Ist, weil ich fast immer nur Science-Fiction-Filme gucke. Was ist das für eine Filmart? Na, er ist quasi auch so eine Art Coach. Er coacht da jemanden, der halt Leichtathletik macht. Und der bricht sich, glaube ich, was und dann will er aufhören. Und Nick Nolte kommt dann als Lehrer zu ihm und zeigt ihm, dass er alles erreichen kann, was er werden will. Und da sind halt so eine Sachen, habe ich hier Sascha auch schon gesagt. Ich weiß nicht, Sascha, hast du den Peaceful Warrior jetzt schon gesehen mit Nick Nolte? Nee, Mensch, gut, dass du mich daran erinnerst. Ich habe nämlich den Trailer geguckt und fand das da voll interessant. Ich wollte mir den unbedingt angucken. Ja. Also da ist zum Beispiel, da sind sie auf einer Brücke und er will ihm was beibringen und da sagt halt der Lehrer Nick Nolte zu seinem Schüler, so können wir anfangen und da sagt er, ja, mach hin, weil ich muss schnell noch irgendwo hin, ich muss heute noch eine Menge erledigen und dann nimmt er ihn einfach nur und schmeißt ihn dann über die Brücke in den Floß und dann kommt er raus total wütend und was soll denn das jetzt, verdammte Scheiße, warum machst du denn sowas und dann sagt er, ja, du wolltest ja, dass das eine schnelle Lektion wird. Hast du denn jetzt irgendwas in der letzten Sekunde irgendwie im Kopf gehabt oder so? Nein, das war ja wie eine Ewigkeit, als ich gefallen bin und alles sowas war voll schrecklich. Und siehst du, du warst aber am Hier und Jetzt. Das ist doch toll, oder? Was du heute wieder gelernt hast. Also so eine Sachen kommen da andauernd in dem Film vor, ja. Das ist sehr, sehr toll. Geil. Ja, oder da sagt er irgendwie, hier, guck dir mal an, was hier los ist im Park. Und dann guckt der junge Mann sich um, ist doch ja nichts los. Alles total langweilig hier. Und dann fasst er ihn an und zeigt ihm genau, was hier alles so losgeht. Dass da eine Biene ist, da unterhalten sich ein Pärchen, da küssen sich welche, da fliegt ein Flugzeug und da sind Büsche, die rascheln irgendwie. Und das zeigt er ihm alles und dann begreift er langsam, wow, hier ist ja echt eine Menge Action. Das habe ich vorher nie wahrgenommen, ja. Und so geht es den ganzen Film immer. Ja, der ist Hammer, der Film. Oh ja, jetzt soll ich mich schon reden. Ich hasse diese Technik. Ich hab früher viele Dinge wahrgenommen, aber die Umgebung hat mir immer gesagt, das wäre nicht wichtig. Ich habe in Tümpeln und Teichen und Bienen und Grillen und Summen und Gezwitscher alles intensiv wahrgenommen und ich fand es instinktiv schön. Ja. Aber gleichzeitig war ich frustriert, weil ich da in dem Moment in der Schule war, als wir unterwegs waren zu irgendeinem Klassenausflug. Also eine Wanderung Ja. oder irgend sowas. Und da ging es mir allgemein nicht gut, obwohl ich das alles wahrnehmen konnte. Hätte ich gewusst, dass das mit zum Wichtigsten im Universum gehört, hätte ich mich auch darauf konzentriert, weil lieber schon. Ja, das ist wahr. Ich Sag weiß mal, nicht, wie wichtig. Kennt ihr diesen Frank Willi Ludwig? was? Frank Willi Ludwig, der hat so Videos in YouTube, der redet viel über Natur und Ahnen und was halt sowas. Frank Ludwig? Frank Willi Ludwig, ja. Nie gehört. Okay, Ich auch nicht. naja, der hat nämlich vorhin über so einen Vortrag über Natur und so, da hat er so gesagt, ich kann es nicht perfekt wiedergeben, aber sinngemäß sagt er so, wie verkrüppelt muss ein Mensch geistig sein, dass er so Vogelgezwitscher und so eine Sachen, der hat dann noch andere Naturbeispiele genannt, aber unter anderem Vogelgezwitscher, dass er das nicht mehr als erfreuend wahrnimmt, sondern dass das gar nicht wahrnimmt oder dass es langweilig findet. Ja.
Ja, ist traurig auf jeden Fall. Oder wenn manche noch sagen, sie stört sowas, ja, sie mögen das nicht. Habe ich auch schon erlebt, ist mir unbegreiflich. Also mich stört es nur, wenn ich schlafen will. Vogel, jetzt wird schon, sonst nicht. Ich finde es zum Schlafen auch schön. Ich mag die immer Ich auch, zu. ja. Natürlich Krass. muss, das muss jetzt nicht direkt in mein Ohr rein sein, natürlich. Aber so von draußen natürlich das Zwitschern zu hören, das finde ich immer gut. Okay, Weil interessant. wir haben ja jetzt auch hier so eine Taube immer, die gurgelt hier immer rum. Ich glaube 24 Stunden am Tag, keine Ahnung. Genau. Die Tauben sind cool, aber es gibt Tauben, wo ich sage, ganz schrillen Viecher. Also ganz hohe Töne, die richtig das Gehirn zerfressen. Echt? Nee, so kenne ich nicht. Dann nicht so angenehm, wenn man weit schlafen will. Ja. Und die haben auch einen Wecker. Also die stellen den Wecker auf, ja, so exakt 5 Uhr. Und dann fangen die an loszudrettern. Es wird tatsächlich im Sommer sogar schon eher hell, aber die fangen nicht eher an zu zwitschern. Aha, komisch. Einen echten Wecker haben die, das bin ich mir ganz sicher. Naja, wer weiß. Ich bin Aber eines richtig Tages. schön, dass er dann auf dem Was? Bauernhof. Und dann macht der Hahn Kikeriki, sowas finde ich ganz toll. Nein, nein, da musste ich auch mal schlafen. Oh, ganz krass, ich bin Nee. doch. Nein, das ist keine Sekunde, habe ich da bei den Haaren. Nein. Okay. Oh, die Hölle. Nee, ich kann ja nicht pennen, wenn auch nur eine Ameise hustet, ist so laut. Mann, Ich Mann, werde Mann. wieder auch von Lärm nicht schlafen. Unglaublich. Ja, ich bin hypersensibel. Also Ja, ich merke wenn das schon. eine Ameise in der Sahara mit der rechten Wimper schlägt, ist das so laut, wache hier in Deutschland auf. Die Ironie ist, dass eine Ameise nicht mal eine Wimper hat. Oh, war ja. Jetzt weißt du, was ich für Schlaf habe. Ja. Und habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Nein, ist ja nicht so schlimm. Doch, es ist immer schlimm. Es ist immer schlimm, wenn mein Ego vergisst, was es zu sagen hat. Egal, dann weiter im Kontext. Stell mir Fragen. Genau, du hast da auch noch in einem Video irgendwas erwähnt, deswegen habe ich jetzt hier aufgeschrieben nochmal. Wir haben damals mal noch zu fünft vor einem Fernseher gesessen und es war immer sehr lebhaft, ja. Also, und ich habe dann halt meine Eltern auch immer Löcher in den Bauch gefragt, was da so zu sehen war, wieso, weshalb, warum oder was das jetzt heißt, dieses Wort und jenes Wort. Da war ich so um die 12 und so, da waren wir dann die drei Brüder und unsere Eltern saßen vor einem Fernseher, ja. Also, das ist heute unvorstellbar, ja. Ist es ja auch, Mensch. Ja, traurigerweise, ja. Ja. Du hast jetzt nämlich in dem Zusammenhang gesagt, dass man sich lieber mal eine halbe Stunde einfach nur hinsetzen soll, ohne irgendwas anzuhaben und meditieren soll. Das wäre tausendmal gesünder, als wenn man sich irgendeine Scheiße im Fernsehen anguckt und dann auch irgendeinen Dreck frisst. Ja, also das würde auch für Geist und Körper sehr, sehr gesund sein, wenn jeder Mensch das mal machen würde. Nur eine halbe Stunde den Geist und den Körper wieder beruhigen bis zum geht nicht mehr, ja. Ja, habe auch mal meditiert, eine Stunde lang, war auch sehr angenehm. Ich muss das viel öfters machen. Ich hasse mich dafür, dass ich das so selten mache, weil ich bin so ein Workaholic. Ich arbeite immer 16 Stunden durch. Ja, das solltest du lassen, das ist nicht so cool, ja. So. Ja, und dann hast du noch erwähnt, dass wir wieder leben sollten wie vor 100 Jahren. Da habe ich aufgeschrieben, wie sollen das gehen? Wenn Studien beweisen ja, dass wenn Menschen nur ihr Handy verlieren, dann werden sie fast wahnsinnig. Keiner würde noch freiwillig heute darauf verzichten wollen, außer mir. Ja, ich habe ja noch nie ein Handy gehabt und besessen. Du hast ja jetzt leider auch ein iPhone, um damit zu filmen. Und Nein, von nein, daher nein, das bist habe ich du noch verkauft. Die Technik war ja Krücke. Ach so, hast du wieder verkauft. Ja, das habe ich sogar noch einen kleinen Gewinn gemacht. Das reißen sie mir regelrecht aus der Hand. Und das war die schlechteste Version. Das war die sogenannte 8-Gigabyte-Version, die aber Okay. real gesehen nur 4 GB Speicher zur Verfügung hat. Die anderen 4 werden von. Und mit 4 GB kannst du nicht aufnehmen in Full HD. Da kriegst du nicht mal eine halbe Stunde voll. Ach so. Und du weißt, wie lange ich rede. Und die Bildqualität war scheiße und du konntest die Pixelzahl nicht einstellen, du konntest den Akku nicht wechseln, du konntest das Gerät nicht nachrüsten mit mehreren Speicher. Das Gerät konnte nichts. Und du brauchst Spezialstecker und Spezialprogramme, um auf den Computer zu holen. Jetzt Krass. habe ich mir ein LG Nexus 5 schenken lassen von meinem Kumpel. Ein altes, zerbrochenes Handy, was allerdings noch funktioniert. Na, Das kann alles. super. Das hat 4 Einstellungen bei der Kamera. Full HD, Normal HD, SD und noch eine schwächere Auflösung. Das Ganze wie die 90er Jahre Handys, Quatsch, wie die 2001er Handys, meine ich. Dieses richtig verpixelte kannst du einstellen und das gilt für beide Kameras. Du kannst sogar die Fotopixel einstellen, 16 zu 9 oder 4 zu 3. Du hast unfassbar viele Einstellungsmöglichkeiten. Du kannst den Akku wechseln, du kannst das Ding mit Speicher nachrüsten und. Alles, was das iPhone schon aus Prinzip nicht hat. Und du kannst natürlich einen Computer stecken, Daten übertragen und Spezialprogramme und so weiter und so fort. Ja, hört sich super an, auf jeden Fall. Auch die Kunden, die lieben es.
Ich weiß nicht, welchen Hype die da immer machen. Dass ja, die campen ja vor dem Laden. Campen vor dem Laden, wenn die neue Version rauskommt. Ja, und das für die schlechteste, auf dem Markt befindlichste Technik. Die anderen Handys, die anderen Handys kommen dir vor wie in 100 Jahren. Also das sind Wahnsinnsmaschinen, was die alles können. Es ist aber ständig so, dass die Sachen nur wegen dem Namen gekauft werden und nicht, weil es irgendwie besser ist oder so. Ja. Das ist bei jeglichen Scheiß so. Da kann ich da mal kurz erzählen. Das ist, ich bin ja nur ein Bollywood-Fan, das wissen ja nur alle. Okay, jetzt weiß ich's. Ja, ach, du wusstest jetzt noch nicht. Ich dachte, das hätte ich dir schon vor einem Jahr gesagt, weil ich bin schon seit Jahren Bollywood-Fan. Ich gucke nur noch diese Filme und höre auch nur diese Musik, weil das Einzige, was noch Sinn macht, weil da geht es immer um Liebe und Ehre und so. Ich weiß, von Ehre hältst du jetzt auch nicht viel, aber da geht es halt darum, dass man Mutter und Vater ehren sollte und die Großeltern und so, und das finde ich ganz schön. Generell sollte man aber alle Menschen ehren, ich weiß ja, aber trotzdem ist das, sind tolle Geschichten, herzergreifend, dann haben die wunderschöne Landschaften, wunderschöne Farben in ihren, also die sind so bunt und so toll und so liebevoll gemacht immer, die geben sie richtig viel Mühe. Und der Shah Rukh Khan, der größte Bollywood-Star überhaupt, der hat auch mal gesagt, er gibt mehr Geld für die Werbung aus seiner Filme weltweit, als der Film eigentlich kostet. Da muss man sich mal reinziehen. Und das ist bei vielen Produkten so. Das wissen auch viele Kunden nicht, die immer Produkte kaufen, die Nikes kaufen für 300 Euro oder so, dass das meiste Geld dann zu den Stars fliegt. Angelina Jolie oder Brad Pitt, die das andingsen, die kriegen das meiste Geld eigentlich. Und nicht diese Arbeiter, die es dann herstellen für Centbeträge. Ja, und ja, natürlich, die kriegen Leute auch machen. Also die Werbung ist extremst. Die dreckigsten Produkte werden durch Werbung schön gemacht und die Leute kaufen es dann. Nur deswegen, weil der Star oder der Gott das auch hat und es anpreist. Ja. Aber das ist absoluter Wahnsinn. Das ist ein totaler kranker Scheiß. Also wie gesagt, er bezahlt für einen Film 5 Millionen und macht dann Werbung für 6 Millionen. Ja, das ist so ballerballer. Da muss er 11 Millionen oder 12 Millionen machen, damit er halt überhaupt einen Gewinn hat. Das ist übrigens bei mir schon seit Anfang der Jugend so, dass ich aus Trotzreaktion schon gar nichts aus einer Werbung kaufe. Also weil mich das schon immer so angenervt hat, dass die einen auf diese hinterhältige Art und Weise und diese unerträglich künstliche und aufdringliche Art ihren Scheiß andrehen wollen, dass ich mir dann gesagt habe, nee, jetzt erst recht nicht so. Weil ich mir auch halt immer gesagt habe, wenn die es so nötig haben, ja, extra irgendwelche Fußballstars da Millionen zu bezahlen, um ihre lächerlichen Chips zu verkaufen oder was weiß ich, da muss das Produkt ja scheiße sein, habe ich mir auch damals schon gedacht, so, weil sonst müssten sie das noch so künstlich hochpushen. Ich muss mal was Themenabweichendes sagen. Aber es passt ein bisschen zum Thema auch schon mal, bevor ich was zu der Sache an sich sage. Ich habe ja jetzt ein Video über Werbung gedreht und wie es das Unterbewusstsein einfließt. Und dass dieser Müll da hängen bleibt und dass ich scheiße finde, dass ich bisher nur Einnahmen durch Werbung generiere auf YouTube. Das ist natürlich widerlich, dass ich dass das die einzige Einnahmequelle im Moment ist. Und worauf wollte ich eigentlich hinaus? Da habe ich auch drüber gesprochen, wie gekünstelt das alles ist. Das wollte ich eigentlich nur sagen. Und das habe ich aber als Kind nicht gemerkt. Das finde ich faszinierend, dass du das gemerkt hast, Sascha. Das ist schon eine schöne Wahrnehmung. Also Anfang Jugend, Kind noch nicht. So ab 13 ging es los, was ich ihm erzählt habe. Ach so, das ist okay. Das ist normal. Ja, also, da war ich aber der Einzige. Also habe ich gemerkt wieder mal. Aber wäre schön, wenn das ganz normal wäre. Was man mich mit 13 noch überzeugen konnte, das waren dann Videospiele. Da konnte man mich mit der Werbung immer noch extrem verführen. Mein Gott, war ich gebannt da und das ist ja immer die Lust und das Verlangen in sich nicht sieht, wie es im Buddhismus beschrieben wird und das wow, du denkst, du wirst, das ist fast wie eine Droge, denkst du, wenn du das Produkt dann siehst, wie geil das ist. Das ist wie ein Rausch. Und im Grunde genommen ist das für den Verstand es ist eine Möglichkeit, dass der Verstand sich im Wert erhöht. Und er fühlt sich allein schon, wenn er das Produkt nur sieht, schon mehr. Das schüttet Glückshormone aus und allen möglichen Scheiß. Und aus der heutigen Sicht gesehen, wenn ich auf mein damaliges Ich schaue, als ich 13 war, dann wundert es mich dann nicht, dass die Leute wie bekloppt hinter nichts hinterherrennen, wie zum Beispiel ein iPhone. Was ich auch festgestellt habe mit der Zeit, das macht dich nicht glücklich, das erfüllt dich nicht. Das Videospiel hier spielt dann und irgendwie eines fernen Tages waren es dann immer wieder dieselben und immer dieselben Mechanismen und ich hatte mich nur noch gelangweilt und das, was mir wirklich gefehlt hat, das hatte ich dann im Leben nicht. Und irgendwann merkt man das. Ist überhaupt noch jemand da? Ja, ja.
Und dann kommt halt der Punkt, im Leben, spätestens nach 10 Jahren Videospielen, merkst du es ganz doll, dass dir essentielle Dinge fehlen und du dich richtig leer fühlst. Und wenn ich dann heute 16-Jährige im Stream habe, das gilt als Zuschauer, das gilt für Männer wie Frauen, oder 13- bis 16-Jährige, und die mir dann so Dinge sagen, Zocken ist das Wichtigste im Leben, Mann. da könnte ich zerfließen. Ich denke mir, ich habe die ganze Jugend durchgezockt und auch noch die 20er in meinem Leben habe ich durchgezockt. Und das macht dich so leer innerlich, da merkst du richtig, dass es überhaupt keinen Wert hat. Das spürst du deinen eigenen Leib nach 10 Jahren oder nach 20 Jahren oder schon viel eher bei manchen, die das Glück haben. Das macht dich leer. Du fühlst dich immer leerer. Und jedes Videospiel ist irgendwann gleich. Das heißt, die Mechaniken wiederholen sich immer und immer und immer und immer wieder. Und es gibt Leute, die kommen davon absolut nicht los, auch im hohen Alter. Und auch mich hat das so leer gemacht, dass Videospiele, die mich wirklich mal Spaß gemacht haben als Kind, das hat schon seine Daseinsberechtigung, aber das hat mich so leer gemacht, dass ich das heute das Unsinnigste und Unwichtigste auf der Welt empfinde. Obwohl ich auch noch spiele. Aber ich fühle, je länger ich spiele, dabei immer wieder eine gewisse Leere. Es ist nur Ablenkung, meistens, von irgendwas anderem, was einem fehlt. Und wenn dann heute 16, darauf wollte ich eigentlich hinaus, wenn dann heute 13 bis 16 kommen und sagen, ich will mein Leben lang Zocker sein, Zocker ist das Schönste überhaupt, ich will zocken, zocken macht Spaß, zocken ist das Wertvoll. Ich zerschmelze, ich weiß gar nicht, was ich denen sagen soll in dem Moment. Ich kann eigentlich nur sagen oder denken, ja, warte mal 10 Jahre, mal sehen, wie du darüber denkst. Da kann man fast nichts sagen. Weil diese Euphorie und die Endorphine und Glückshormone etc., die sind bei denen so groß, wenn es um Videospiele geht. Da muss man warten. Ne? Wir müssen selber merken, wie leer einen das macht, wenn das einzige Lebensinhalt ist. Der Krasse ist ja das Aufleveln, weißt du, was da so süchtig Ach du Scheiße! Dem bin ich auch mal verfallen. Ja. Ich habe 10 Jahre lang ein ganz widerliches Golf spielen, den ich 10 Jahre lang nur durchgelevelt habe. WoW, ja. Nicht WoW, nee, das war ein Golfspiel, das ähnlich aufgebaut war wie WoW. Achso. Mein Bruder spielt es schon seit 10 Jahren. Oh, der Arme. Ja. Und wenn du dann irgendwann mal, immer wenn du kurz davor bist, die höchste Levelgrenze zu erreichen, um dich erstmal glücklich zu fühlen und eine emotionale Pause zu machen, erhöhen die Levelgrenze nach oben. Und irgendwann hatte da ich die Schnauze voll. Am Anfang war es noch Level 100, dann sind die immer um 10 Level gestiegen, 110, 120, 130, 140, 150. Aber was du gebraucht hast, um noch einmal zu leveln, das waren so viele Punkte, dass du ein Jahr spielen musstest für 10 Level. Und jetzt sind die schon, und irgendwann kam ich dann gar nicht mehr hinterher, weil um dieses Level zu erreichen, muss man Geld in das Spiel einzahlen, sehr viel, damit du sehr viele Gegenstände hilfst, die dir sehr viele Punkte, damit du sehr viele Gegenstände kriegst, die deine Punkte erhöhen. Und jetzt sind wir schon bei Level 200. Und bis Level 120 musst du schon Jahre spielen, wenn du kein Geld einzahlst. Und ich habe dann bei Level 114 oder so das Handtuch geworfen, ein für alle Mal, nach über 10 Jahren spielen. Und auch da war natürlich die Leere. Aber als ich dieses Level-Spiel gespielt habe, da war mir das alles auf geistiger Ebene schon klar. Also ich wusste das schon längst, dass das keine Erfüllung bringt. Man hat sich zwar immer mal absichtlich reizen lassen, aber man konnte nur noch kopfschüttelnd bei den Leuten da stehen, die 10.000 Euro im Monat in das Spiel eingezahlt haben, um schneller zu leveln. Und da hingen wirklich Leute in die zig Zehntausende hinein, um da zu leveln. Das waren Leute, die hatten Arbeit, die haben ihr ganzes Geld nur in dieses Spiel geballert. Und ich habe das auch immer schön ohne Geld gespielt. Also es gab auch mal Phasen, da habe ich ein paar Cent eingezahlt, um da mein Goldmember zu werden. Aber ich habe da keine Massen reingesteckt und ich konnte nur kopfschüttelnd da sitzen für die Leute, die da richtig 10.000 € reingeballert haben. Boah. Unvorstellbar, was? Krass. Ja, und selbst ich war nicht frei. Ich habe von Anfang an, als ich denn das Spiel eingetreten war, habe ich gesagt, auf keinen Fall zahlst du da Geld ein. Und dann hat mich mein Onkel immer getriezt und gesagt, ach man, 20 € wirst du doch mal reinstecken. Das habe ich nämlich auch jahrelang mit meinem Onkel gespielt, teilweise. Also wenn man was erreichen will, da kann man schon mal was investieren. Das sei nicht schlimm, hat er mir suggerieren wollen. Und ich habe aber den lange widerstanden und sehr lange nicht gemacht, bis ich dann eines Tages auch die Sinnlosigkeit in der Geld gesehen habe und ich dachte, ach, jetzt kommt es auch nicht mehr drauf an. Da war mir das Geld nämlich nicht mehr wert genug. Ja, das ist katastrophal, ja. Wir hatten auch mal bei der Videothek einen Kunde, der hat auch andauernd diese ganzen Online-Rollenspiele und der hat auch gesagt, dass er WoW schon seit über 10 Jahren spielt.
Und der hat dann aber auch mitbekommen, dass er nicht der Wahre ist und hat dann auch aufgehört, jetzt von einem Tag auf den anderen nicht mehr zu spielen, ja, und hat dann eine Freundin und ein Kind auf einmal, ja, also das ist schon krass, ja, also so paradox, ja, 10 Jahre lang spielen und dann merkt er irgendwie, ach nee, macht doch nicht so einen Spaß, hat eine Freundin, hat dann auf einmal ein Kind, also ist Wahnsinn, ja, wie sich das also alles verändern kann bei Menschen, ja. Ja, und ich müsste, wenn ich überlege die ganze Zeit, ich feile einen Satz, was könnte man Jugendlichen erzählen, dass der nicht erst 10 Jahre warten muss, bis er die Lehre in sich fühlt. Ja. Wenn ihr eine Idee habt, sagt mir Bescheid. Ich suche da noch einen klugen Buddha setzen. Nee, danke. Ich glaube, da kannst du auch nicht gegensteuern. Wie du schon sagtest, wenn man so euphorisch ist und so Feuer und Flamme und dann hat man auch Leute im Netz, die da mitmachen und dann ist man wieder ein Team und ja, komm, wir gehen auf den Gegner los, gemeinsam wie bei WoW. Dann bist du wieder jemand, weißt du? Und dann kannst du auch mal den Anführer spielen. Morgen spielt der andere den Anführer und so weiter. Dann kannst du Taktiken entwickeln. Das ist natürlich was Cooles irgendwie, ja? Aber es ist halt nur virtuell. Wenn ich die rausstelle in der Natur, dann verhungern die, ja? Also das ist einfach nur Baller. Ich verstehe es auch nicht, ja? Hatte ich gestern wieder zwei sehr junge Leute. Die haben sich gefetzt. Die haben sich mit Hurensohn angesprochen und gesagt, hier, lass uns mal battlen hier. Ich bin in dem Spiel der King. Lass uns mal 1 gegen 1 machen. Und da habe ich... Und die wollten auch mich beleidigen, haben es dann auch sehr schnell abgelassen, weil das mich überhaupt nicht tangiert. Und dann habe ich denen irgendwann nur noch gesagt, als sie dann nicht in sich gegangen sind, wie blöd, also ganz sachte habe ich das nur so gesagt, das werden die weder gehört noch verstanden haben. Hey Leute, ihr seid auch ohne das was wert. Ihr müsst euch jetzt nicht günstig erhöhen, ihr seid auch so wunderbare Menschen. Das habe ich noch nie zu Treuen gesagt, da war ich überrascht von mir selbst, dass mir das eingefallen ist, das einfach mal so zu sagen. Normalerweise sieht man sich an der Verpflichtung, was natürlich auch Bullshit ist, die Leute einfach nur zu bannen, wenn sie es wagen, sich gegenseitig zu kriegen. Mhm. Aber ich suche immer einen Weg, wo ich die Leute zum Aufwachen bringe. Dass mir das dann eingefallen ist, das einfach mal so übertheatralisch zu sagen, was die eh nicht verstehen werden, einfach mal zu sagen, ihr seid auch was wert, habe ich noch nie zu Jugendlichen gesagt. Ich fand das witzig. Okay, zum nächsten. Genau, du hast es ja schon angesprochen. Mich würde mal interessieren, wie viel Cent du pro Monat von YouTube bekommst. Cent, Euros. Ach, sind doch schon Euros. Okay, mir hat mal jemand erzählt, der auch 20.000 Abonnenten hat irgendwie, der verdient im Jahr 45 Euro. Ja, das kann ungefähr hinkommen. Ich habe die Auszahlungsgrenze bald erreicht und habe dafür 2 Jahre gebraucht. Also sind so sehr stark schwankend 2 bis 5 Euro bei mir jedes Mal. Ja. Das ist jeden Monat. Und es gibt auch wirklich Leute, die wissen, dass Werbung scheiße ist, die wissen, dass Inhalt scheiße ist, die wissen, dass das... das Unterbewusstsein beeinflusst und die sagen trotzdem, die wollen mich unterstützen, weil die mich so sympathisch finden und die klicken die Werbung ganz bewusst an, um mir Geld zu bringen. Das fand ich sehr sympathisch. Das ist cool, ja. Und deswegen nehme ich auch kein Plattformmund. Ich gebe offen zu, dass ich es zulasse, von Werbung Geld zu verdienen, aber ich erkläre auch in dem kommenden Video, dass das auch beeinflusst und dass das jeder selbst entscheiden soll, ob er sich die Werbung antut oder nicht. Genau. Weil technische Möglichkeiten, die sich nicht anzutun, das hat jeder. Ja. Und sogar ich habe schon Leute unterstützt. Ich habe schon YouTuber mir Werbung angeguckt und nach ein, zwei Blöcken denkst du dir aber, boah, das hilft denen jetzt auch nicht groß weiter, denke ich auch immer. Aber bei mir hilft das. Also es ist unglaublich, was da zusammenkommt im Monat. Vor allem, wenn man so ein stark ziehendes Brotvideo hat, was einem fast 600 Klicks jeden Monat einbringt. Ein Brotvideo, ja. Ich bin jetzt zwar wieder in der Downphase, jetzt sind es nur wenige 100 Klicks mit meinem Brotvideo, aber generell zieht das ohne Ende. Das kann bis zu 1000 Klicks im Monat bringen. Mein Brotvideo. Allein das eine einzige Brotvideo, das wummert, nein, das bringt mir Kohle ohne Ende. Das hat nur die Hälfte meiner Auszahlungsgrenze, nur das Brotvideo ausgemacht. Krass. Ich liebe dieses Brotvideo. Ich hasse Rezepte, ich mache nicht viel Aufwendiges, aber würde ich den ganzen Tag Rezeptvideos machen, wäre ich wahrscheinlich reich. Aber ich habe nicht viel zu Rezepten. Ich sage, Leute, esst eine Banane. Da gibt es echt nicht viel an Rezepten. Ich wollte noch themenabweichend was sagen. Weil ihr habt jetzt gesagt, ihr wisst ja auch nicht, was ihr den Leuten sagen sollt. Ich und der liebe Ufo-Mann, wir haben einen, der uns schon sehr häufig verfolgt. Der ist auch noch sehr jung. Und er ist von seiner Familie und unserer Schule so Matrix-konditioniert, der ist der festen Überzeugung, dass ihn eine Schulausbildung was nützen würde. Und wir reden jetzt schon seit einem Jahr oder so auf ihn ein und erklären ihm, wie die ganzen Mechanismen sind. Und trotzdem ist er der festen Überzeugung, wahrscheinlich durch die Emotion Angst getrieben, er ist auch sehr schüchtern, er traut sich nicht mit mir zu skypen. Es ist so der festen Überzeugung, er sagt zum Beispiel, ich habe morgen eine Klassenarbeit, ich schreibe morgen eine Klassenarbeit, ich habe Angst, dass ich die verhaue und ich sage, na und? Das hat keinerlei Einfluss auf dein Leben, ob du diese Klassenarbeit verhaust oder nicht. Dann sagt er, doch, hat es. Wenn ich sage, nein, hat es nicht. Die Ironie ist, dass obwohl er extrem matrixkonditioniert ist, in der festen Überzeugung der Schule irgendeinen Nutzen für irgendjemanden hätte, hängt er trotzdem noch bei uns rum. Das finde ich faszinierend.
Normalerweise fühlt sich das Ego immer von sowas angegriffen, muss abschalten und rennt davon, damit es die Wahrheit nicht hören kann. Aber er bleibt bei uns tough dabei. Bin mal gespannt, wann er es endlich schallt. Ob das auch schon in der Ausbildung dann kommt. Und da hat mir UFO-Mann auch gesagt, ja, lass dich auch schon mal 10 Jahre warten, ob er so mit Mitte, Ende 20 noch genauso denkt. Ja. Nachdem er dann trotz guter Schulausbildung 1 Million Ablehnungen hat bei der Arbeitssuche, dass ihn auch er dann noch genauso denkt. Ja. Die nächste Frage, weil ich heute immer noch nicht so richtig verstehe. Thomas hat so mal versucht zu erklären in dem Video, aber Emotionen und Gefühle, ist das nicht ein und dasselbe? Nein. Eckhart Tolle lesen. Ich finde diese Trennung finde ich ein bisschen witzig. Weil die auch ein bisschen schwer zu erklären ist, weil es da um eine Wahrnehmungsform geht. Deswegen könnte man da andere Begriffe nennen, aber ich weiß schon, was damit gemeint ist. Mit Emotionen soll der, das wird in spirituellen Lehren generell gemacht, mit Emotionen soll der chemische Cocktail im Körper beschrieben sein, die Ausschüttung, und mit Gefühlen, das soll etwas sein, was nicht durch eine Gedankenreaktion produziert wurde und was aus dem Sein kommt. Und dann sind wir schon wieder im Metaphysischen. Das sind Gefühle, die keine Ursache brauchen. Das wird am meisten als Gefühle bezeichnet. Wenn du zum Beispiel im Seinszustand mit der universellen Liebe und dem Bewusstsein des Universums verbunden bist, dann hast du die sogenannte Seinsfreude und die hat dann keine Ursache und das wird dann als Gefühl bezeichnet. Während Emotionen meistens Reaktionen sind auf Gedanken und die dann meistens einen Chemiecocktail im Körper produzieren, wobei ich sagen muss, dass die Seinsfreude ja auch irgendwie Einfluss auf den Körper hat und eine gewisse Form von chemischen Prozessen dann stattfinden kann, damit du das überhaupt fühlen kannst. Deswegen finde ich die Trennung ein bisschen albern. Aber man kann die Trennung machen, wenn man von der Ursache ausgeht. Das eine, das hat reaktionäre Ursachen aufgrund deiner 5 Sinne, deiner festphysischen Sinne. Und das andere hat etwas mit Wahrnehmung zu tun. Das braucht keine Ursache in der physischen Welt. Und da kommen dann Gefühle. Das braucht, man kann auch das Wort Wahrnehmung nehmen für Gefühle. Ja, genau, das ist besser dann, ja. Und aber ich weiß genau, was die meinen. Und da hat sich mal einer lustig gemacht. Der hat mal ein Buch von Robert Petz, habe ich meine Kundenrezension gelesen. Da habe ich mich fast geschmissen vor Lachen, weil der hat gesagt, weil der hat noch ein drittes Wort dazu getextet. Genau, hat gesagt, genau, und da wird sich das alles aufklären. Er kümmert sich um meine Emotionen, meine Gefühle und meine Empfindungen. Er konnte nicht verstehen, dass die Leute Unterschied machen und er hat das so richtig schön persifliert in der Kundenrezension. Fand ich sau witzig. Ich fand es zwar schade, dass er den Kern der Botschaft nicht verstanden hat, aber ich fand es witzig, dass er dann noch ein Wort hinten dran getextet hat, weil spirituelle Lehren immer da so einen Unterschied machen. Aber ich bezeichne das alles, was in dem Bereich Gefühle so geht, in Wahrnehmung und höher Bewusstseinszustand und nehme da nicht den Wort Gefühl. Also für mich sind Gefühle und Emotionen eins. Und das ist dann das, was dein Körper halt dazu veranlasst, dass du es fühlen kannst. Ich persönlich mache diese Trennung nicht, aber ich verstehe sie und es ist okay, wenn die sie anwenden wollen. Ja, und Robert Betz finde ich auch ganz gut. Der bringt ja da mal auch alle sehr, sehr lustig rüber, gerade was so Beziehungen angeht. Erzählt er mal tolle Sachen. Das ist eine coole Sau. Ich finde es nur schade, dass er aktuell keine YouTube-Videos mehr dreht, sondern sich mehr um seine Seminare kümmert. Money, 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 money. Er dreht leider keine YouTube-Videos mehr, aber das ist eine coole Sache, ja. Finde ich auch, ja. Er macht da mal sehr coole Sachen. So, und was war noch? Ja, genau, du hast in deinem letzten Video ja auch gesagt, haltet alle dreimal die Fresse, also zu den Leuten, die Meinung haben zum Klimawandel. Fand ich absolut krass, weil das klingt doch überhaupt nicht nach Liebe und danach erzählst du wieder, liest mal Eckhart Tolle, ja. Da denke ich mir auch, boah, was ist denn das? Das kann ich doch keiner ernst nehmen, ja. Ja, also das fand ich sehr, sehr heftig. Das ist meine Trotzhaltung, das ist mein Anti-Matrix-Ding, das, womit das Universum ausgestattet hat. Das klingt nach Widerstand, ne? Jein. Ich habe schon den inneren Drang, Menschen bewusst zu prügeln, auch nicht nur aus Widerstand. Das Problem ist, dass mein Ego sehr groß geworden ist, aufgrund der Tatsache, dass ich mich in der Vergangenheit schützen musste. Das habe ich, glaube ich, auch schon mal gesagt. Von daher gebe ich da immer noch eine Ego-Schippe mehr mit drauf, obwohl ich es gar nicht müsste. Und das ist meine typische Trotzhaltung gegen Dummheit. Das ist schon noch Widerstand, aber ich weiß nicht, wie ich es erklären soll. Weil der Antrieb, der dahinter steckt, Menschen bewusst zu prügeln, nicht nur aus Angst und Widerstand und Kampf kommt. Der ist in mir schon seit meiner Geburt. Aber er wird verstärkt durch inneren Widerstand, durch das Leid, was ich in meinem Leben erfahren habe. Und dann kommen halt diese brutalen Trotzdinger daraus. Und ich finde das eigentlich witzig. Also ich verurteile mich nicht dafür, ich liebe mich dafür. Ich finde das genial. Ich fand es auch lustig, ja. Aber dachte mir, wenn normale Menschen hören, normal, gibt es ja in deinem Wortschatz, aber Schlafschafe sage ich immer sehr gerne. Die steigen Matrix-Roboter sage ich sehr gerne. Also, die kommen ja dann gar nicht mehr mit, die machen dann, glaube ich, den Video aus. Nee, ich habe festgestellt, dass die sogar noch schlechter reflektieren können als wir.
Die sehen den Widerstand dann ja auch nicht und sagen, jo, der hat recht. Okay. Auch. Na gut. Aber meine Freunde drehen durch, die gucken sich meine Videos ja auch nicht an, wenn die dieses Hin und Her da Spiel immer sehen. Das liegt daran, dass ich noch nicht alle Widerstände aufgelöst habe, aber es ist ja nicht schlimm. Ich kann ja trotzdem Menschen helfen. Genau. Perfekt, keiner ist perfekt, ja. Auf der anderen Seite sind wir alle so, wie wir sind, ja, und da gibt es einfach kein Perfekt. Das ist unendliche Vielfalt und die ist unendlich schön. Ja, alle Varianten, genau. Aber Perfektion kann man nicht anstreben, das funktioniert auf der physischen Welt schon mal nicht. Spätestens wenn du erleuchtet bist, dann sitzt du vor der Kamera und sagst kein Wort mehr. Du musst doch Widerstände haben, um das überhaupt auf dieser Plattform rüberbringen zu können. Ja, genau. Ich bin fast schon froh, dass ich noch Widerstände hätte, sonst hätte ich gar nicht das Bedürfnis mehr, die Leute per Video aufzuklären und per Worte. Weil Worte ist eh eine Scheißkommunikation. Das sieht privat mit Gestik und Emotionen, Empfindungen viel besser. Ja. Leuten zu helfen. Deswegen biete ich auch immer eher Coachings an, als da stundenlang rumzutexten. Ja, genauso. Da wollte ich noch was dazu sagen. Wir haben beim letzten Mal fast nur über das Abwaschen gesprochen. Du hast gesagt, wie kann ich meinen Haushalt auf 1% reduzieren? Mhm. Nie wischen. Punkt. Ich habe Teppich rausgeschmissen, weil das ist ja der Dreckfinger Nummer 1. Ich habe überall nur glatten Belag, wo man wischen kann. Und das geht A, wenn man dann bewischt, sehr schnell. Und B, man muss sich kein lärmendes, ohrenzerstörendes Monster, genannt Staubsauger, besorgen, der A, Strom frisst, B, dein Gehör zerstört und hinten mehr Dreck rauspustet, als er vorne reinsaugt. Also Staubsaugen fand ich immer die Hölle, so rum. Und dann habe ich überall glatten Belag und seitdem geht das recht gut. Bei glatten Belag verteilt sich es auch gegönnt. Also irgendwann bilden sich dann an der Rand von diversen Wänden Wollmäuse. Ja, genau. Aber der Markt, wo du lang gehst, der bleibt immer sauber, weil das schiebt sich durch die Luft weg, wenn du dich... Genau. Und dann brauchst du eigentlich nur mal einmal im Jahr mit den Lappen, mit einer feuchten Lappen an dieser Wand mit den Wollmäusen lang gehen, bum, alles sauber. Das ist die effizienteste Methode, sauber zu halten. Und Staubwischen habe ich dann reduziert, das habe ich so reduziert, dass ich es immer nur dann tue, wenn ich mein Gerät umstelle. Ja. Dann wische ich dann gleich diesen riesigen Pult mit weg und dann ist das erledigt und dann habe ich wieder ein halbes Jahr Ruhe. Also das kann man schon drastisch stimmen. Ja, Staub stört nicht. Das ist nur vom Verstand erdacht, dass das was Schlimmes sei und dass es böse sei und dass man weniger wert sei, wenn man nicht sauber hält. Das ist totaler Quatsch, das tut dir ja gar nichts. Das übersieht man dann in den Jahren, wenn man sich daran gewöhnt. Das tut dir nichts. Ich habe mich wirklich verpflichtet gefühlt früher, noch bei meinen Eltern gewohnt, da immer mein Schrank einmal die Woche da starb zwischen. Das war ja eine Katastrophe. Ja. Da kann man jetzt natürlich noch Schränke, die kann man, je nachdem, welche Schrankfarbe man hat, grau, braun oder schwarz, kann man das beeinflussen, dass man den Staub nicht mehr sieht. Ja. Falls es dich doch noch optisch stört. Aber stört mich weder optisch noch auf Hygienelevel. Staub ist ja total harmlos. Genau. Man kann Staub vermeiden, wenn man sehr viel Durchzug macht, wenn man lüftet, da geht auch Staub mit raus. Mhm. Da bin ich zwar kein Fan von, aber das habe ich auch mal festgestellt, weil mein Cousin, der hatte nie Staubprobleme und der hat jeden Tag stundenlang das Fenster auf die roten Durchzug gemacht. Okay. Das verhindert Staub. Staub entsteht ja fast nur durch eigene Hautschuppen und Staubmilben Scheiße. Mhm. So entsteht ja Staub. Das sind ja wir erzeugen das ja quasi. Genau. In der Natur gibt es keinen Staub. Ja, die hätte schon längst wieder Nährstoff umgewandelt. Und nur weil wir es hier so trocken und abgeschottet haben, ich sage immer wieder, der Mensch hat sich eine Wohnung geschafft und damit die Hölle. Da hast du einen Betonklotz geschafft, wo du von der Natur abgeschottet bist und da kann das alles nicht hinter die Kreisläufe rein. Und deswegen musst du sauber halten, kannst dich einfach in der Ecke kacken. In der Natur kannst du in der Ecke kacken. Und das finde ich ganz schlimm, weil da hat man sich so 10, 15 verschiedene Elemente geschaffen, wo man sauber machen muss. Und ich mache nur noch die wenigsten mit, um nicht zu stinken. So sieht das genauso, ja. Einfach nur nicht zu krass stinken, das reicht. Und alles andere ignoriere. Ja. Was ist los? Mich hat es verwundert, deine Tipps, dass du das wirklich alles so machst wie ich auch, ja. Also ich mach auch, ja, wirklich krass. Also ich mache auch nur eine Lappenwaschung. Und noch nicht irgendwie Eimer und Scheuerlappen und richtig wischen und so, sondern einfach nur Lappen kurz anfeuchten, lang wischen. Ja, genau. Und beim Abwaschen ist es genauso. Mein Glas, deswegen sieht es auch nicht mehr so schön aus. Ich lasse nur Wasser kurz in dem Glas, mache ein bisschen so und dann ist es wieder raus. Und deswegen, selbst wenn man nur Wasser nimmt, setzt sich ein Belag am Glas ab. Ja, weiß ich. Und deswegen wird es immer dreckiger mit der Zeit, aber das macht mir auch nichts. Ja, ich trinke dann trotzdem da meine Sachen draus. Ja. Ja, das sieht genauso. Abwaschen tue ich auch nicht. Wenn ich Teller habe, wenn ich mir einen Apfel klein schneide, dann mache ich auch kurz unter Wasser und dann stelle ich den irgendwo hin und dann trocknet der ab. Genau. Genauso wie du, ich hasse sowas, ja, diese Abwaschen ständig und was nicht alles, also Geschirrspüler am besten noch kaufen, also katastrophal, ja, ich mache da auch nicht mit.
Jetzt mal eine allgemeine Frage. Hast du denn Tipps für Leute, die gemobbt werden, die magersüchtig sind oder die sich ritzen und viele Depressionen haben? Oder sagst du, das ist alles so spezifisch, dass man da quasi auch Einzelcoachings machen müsste? Oder gibt es da irgendeinen Tipp, wo du auch sagst, einfach den Schmerzkörper ausschalten, Selbstliebe machen irgendwie, also ja. Selbstwert erfinden, entdecken in sich selbst. Wer sich noch nie mit tiefen Psychologie befasst hat, wird nicht verstehen, was ich sage. Deswegen ist ein einfacher, oberflächlicher Tipp nicht so leicht. Ich werde jetzt versuchen, mal mich reinzuhorchen, ob mir ein spontaner, richtig guter Tipp einfällt. Aber ansonsten ist es meistens so, wie du es gesagt hast, dass spezifisch muss man das lernen. Was war nochmal die erste Gruppe? Ich habe jetzt nur noch Maras auf dem Kopf. Leute, die Mobbing. gemobbt werden im Internet oder in der Schule halt, ja, oder bei der Arbeit. Ich sage immer, im Internet kann man nicht gemobbt werden. Schalte einfach aus. Ich verstehe nicht. Treib dich nicht auf Seiten rum, wo Leute sind, die du kennst, die dir sowas antun. Von daher ist Cybermobbing halt eine Illusion. Aber natürlich, wenn man am falschen Selbst anhaftet, da hält man es für real und hält dann daran fest. Und dann lässt man sich davon beeinflussen, das ist natürlich auch klar. Von daher kann ich diese ganzen Matrix-Rufe, schützt die Kinder vor Cybermobbing, schon durchaus nachvollziehen. Aber ich in meiner Welt, der immer die Physik betrachtet, wie die Dinge physisch sind und nicht wie sie in meinem Kopf sind, da ist da kein, das empfinde ich nicht als Mobbing, wenn man das über Text tut im Internet oder so. Oder wenn man beleidigt wird durch irgendjemand anderen ein Video oder wenn irgendwelche Bilder präsentiert sind, das juckt mich alles nicht, aber generell, was soll man da machen? Ich kann immer sagen, rennt weg. Magersüchtige? Nee, jetzt ist nur Mobbing, jetzt ist auch mal nur Mobbing dran. Magersüchtig kommt gleich, jetzt kommt Mobbing Achso. dran. Jetzt kommt Cybermobbing dran und normales Mobbing. Rennt weg. Geht Achso, weg. ja. Geht weg. Aber ja, auf Arbeit ist es schwer, wenn du mit den Leuten zusammenarbeiten musst an einer Maschine, weißt Stopp, 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 stopp. Arbeit und müssen? Ich kenne keine Sätze, die zur Arbeit verpflichtet. Komisch. Kann man aus dem Job rausgehen, hast du auch wieder recht, ist richtig, ja. Genau, in der Schule zwingt man dich dann. Ach so, ja, klar. Ich hab ja auch so einen Fall. Ich darf nicht zu so viel erzählen, weil ist privat und so, Coaching und so. Aber ich kenne das. Ich kenne das schon durch meine Coachings, dass es so ist, dass man seinen Job liebt, aber mit den Arbeitskollegen nicht klarkommt. Solche Fälle hatte ich schon. Ja. Und da wird auch lieber darum gebeten, den Job nicht unbedingt mal, weil man Geld braucht, sondern weil man den Job wirklich liebt und den Job machen möchte. Dann sowas gibt es auch. Und dann wird man halt mit Vollidioten, die ein ganz falsches Selbstnähern gequält. Und auch wenn man nicht direkt gemobbt wird, ist es trotzdem schwer, mit so Menschen umzugehen. Und da wurde ich halt schon um Tipps gebeten. Und da kann ich dasselbe empfehlen. Das Problem ist, wenn man Angst hat, weil man gemobbt wurde, dann funktioniert das nicht. Also das ist auch generell bei schwierigen Menschen, da muss man die Grundursache kennen, das ist Angst. Das kann sich jetzt jeder leicht merken, wenn das jemand hört. Und wenn man weiß, dass alle Menschen diese ganzen schadhaften Dinge dir nur aus Angst antun, dann denk nicht darüber nach, wie wehre ich mich dagegen oder wie schütze ich mich dagegen, sondern denke du den ganzen Tag darüber nach, wie kannst du den Gegenüber von seiner Angst befreien. Wenn du weißt, dass derjenige aus Angst handelt, hört man da meistens aus Gesprächen heraus, worauf die Angst fußt. Zum Beispiel der und der wertet sich mit der und der Sache auf. Da könnte man fragen, was ist bei denen los? Und wenn er dann später zum Beispiel über seine Mutter schimpft oder über seine Geschwister oder über seinen Partner oder über seine Kinder, dann weißt du, aha, in seiner Familie liegt das und das und das schief. Und dann hast du zum ersten Mal den Ansatz, wo du sagen kannst, aha, den geht schlecht deswegen oder der hat Angst deswegen, dann beruhige ihn auf diese Art und Weise. Man wird nicht gemobbt, wenn man keinen Widerstand mehr in sich hat. Und mit den Menschen sanft umgeht und weiß, dass sie aus Angst handeln. Im Grunde genommen sind die ganzen Menschen auf emotionaler Basis alles kleine Kinder, durch die Bank weg. Also musst du mit den Menschen umgehen, wie mit kleinen Kindern, die Angst haben und schüchtern sind. Und wenn du das weißt, dann wirst du für dich in deinem privaten Umfeld eventuell auch Methoden finden, wo du dann weißt, aha, ich kann den so und so die Angst mitnehmen oder ich kann ihn an der und der Stelle trösten und dann tut er dann am meisten kein Leid mehr an. Das ist so meine Kurzmethode, aber wie schon gesagt, das auf spezifische Fälle zu projizieren, ist nicht möglich. Vor allem, wenn man selber Mobbing-Opfer ist und Angst hat. Ja. Dann wird man so nicht handeln können, wie ich es gerade empfohlen habe. Glaube Aber ich das ist auch. das Beste für Leute, die mit aller Macht in ihrem Beruf bleiben wollen. Auch wenn es um Schule geht, würde ich empfehlen, halt weg. Das geht gar nicht. Und das Problem sind die Eltern, nicht der Staat. Die Eltern könnten das Kind aus der Schule nehmen. Sie könnten es in alternative Schulen stecken oder sogar das Land verlassen. Die Eltern sind das Problem. Das Problem ist, dass kein Mensch weiß, wie er überlebt in seiner Jugend. Ich mit meinem heutigen Wissen und meinem 12-jährigen Lebensjahr, ich wäre aus der Schule gegangen, ich wäre ins nächste Land gelaufen. Nur um diesem Wahn zu entkommen. Das hätte ich gemacht aus heutiger Sicht mit meinem heutigen Wissen. Das Problem ist, dass die Jugendlichen alle nicht dieses Wissen haben und noch eine starke emotionale Abhängigkeit
von den Eltern. Also sind die Eltern das Problem, weil die könnten dafür sorgen, dass das Kind nicht mehr in die Schule muss. Ja. Und da könnte ich den Eltern nur raten, sorge ich dafür, dass das Kind nicht mehr in die Schule muss. Raus aus der Situation. Die Situation selber ist das Problem, dass Leute an einem Ort gehalten werden, wo sie nicht sein wollen. Das ist die Schule. Deswegen ist da Hass, Aggression und Zorn, und das wird an manchen Menschen auslassen. Die Medien wird ja gehypt ohne Ende. Ach Mensch, die Kriminalität und die Aggressivität an Schulen wird immer größer und größer und größer. Ja, weil die Kern nicht angeht. Die Schule selbst ist das Problem. Sie existiert. Und da kann man nichts dagegen tun, man kann es nur nicht mitmachen. Das ist wieder meine Standardlösung. Gehen, gehen, gehen. Und ja, das war jetzt fürs Mobbing. Jetzt kommt noch Magersucht, ne? Und was war das Dritte? Depression allgemein. Depression allgemein. Sich von allen Menschen, wenn überhaupt möglich, distanzieren, die Depression und die negativen Emotionen in dir verstärken. Das ist, Anfänger kann ich anders. Da muss ich erstmal allein abschotten und einschließen, bis er mit sich selber wieder im Reinen ist. Weil es sind meistens die Menschen im Umfeld, die überhaupt für die negativen Emotionen, die dann für Depressionen sorgen. Es sind selten die Situationen, es sind tatsächlich Menschen, die ganze Zeit auf einen einhacken und immer wieder Widerstände in dir auslösen, weil sie immer irgendetwas von dir verlangen und dein Behandeln immer, dich immer zu irgendetwas zwingen wollen. Dadurch entstehen Depressionen. Depressionen entstehen fast nur dadurch, dass dich jemand zu was zwingen will, was du nicht instinktiv nicht willst. Du musst wieder deiner Emotion handeln. Das erzeugt Depression und deswegen hält man sich von Menschen fern. Auch da wieder gehen, 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 gehen. Davon rennen. Der Ort schaffen, wo du allein sein kannst, und dann das erste Buch von Eckhart Tolle lesen und dann wirst du verstehen, warum Menschen so handeln. Wenn du verstehst, warum Menschen so handeln, wirst du auch ratzfatz Lösungen finden. Gegenteilig zu handeln. Magersucht ist was Spezifisches. Das lässt sich mit den ersten beiden Fällen nicht so gut vergleichen. Wie wird man magersüchtig? Das kann ich nicht nachvollziehen, weil ich bin fettsüchtig. Aber ich kann auch nur das sagen, was Magersüchtige, ich habe die ja beobachtet jahrelang, ich habe mich ja damit selber befasst schon mit dem Thema, ich kann auch nur das wiedergeben, was Magersüchtige sagen. Okay. Und das hängt erstmal mit einem Schönheitsideal an. Definitiv, ja. Was? Definitiv, Germany's Next Topmodel zum Beispiel. Ja. Und ich muss dazu sagen, man kann auch gesund so dünn sein. Das geht tatsächlich, es ist sau schwer, aber es geht. Aber wer keine Ahnung von Ernährung hat, der wird natürlich, der kennt nur diesen Dreckfraß, wo du so ein kleines Stück Brötchen isst und dann gleich 1000 Kalorien drauf hast. Und der isst dann natürlich gar nichts. Und dann wird es so ungesund. Wenn du den ganzen Tag nur Säfte trinken würdest und Wildkräuter essen, wärst du genauso dünn, aber jetzt alle Nährstoffe, die du brauchst. Aber das wissen die ja nicht. Also essen sie gar nichts. Und dann entsteht ein Kreislauf. Als allererstes tust du es, weil du denkst, du bist nur was wert oder kannst nur Geld verdienen, wenn du so aussiehst. Das heißt, du kriegst, als Frau denkst du vielleicht, du kriegst nur einen Freund, wenn du dünn aussiehst oder so. Oder du kannst nur den Contest gewinnen, wenn du dünn aussiehst oder wirst nur von der Gesellschaft anerkannt, wenn du so dünn aussiehst. Und dann fängt das natürlich an, dass man wenig isst. Magersucht ist dann der Zustand, wo dein Körper sich so an diesen wenigen an das wenig Essen gewöhnt hat, dass wenn du dann was isst, es nicht mehr in dir behalten kannst. Und dann ist es dann zu einer physikalischen Krankheit geworden. Wie man da rauskommen kann. Das ist bockenschwer, weil der Körper ja nicht mehr mitmacht. Ich kann nur Empfehlungen aussprechen, wie man psychologisch wieder aus diesem Kreislauf rauskommt, dass man glaubt, dünn sein zu müssen. Aber ich kann schlechte Tipps geben, wie man den Körper wieder dazu bringt, dass er wieder Nahrung verkraftet. Das Einzige, was mir dazu wieder einfällt, ist das, was wir gerade besprochen haben. Fang mit Säften und Wildkräutern an. Da musst du nicht viel zu dir nehmen und hast auch die Nährstoffe ohne Ende in dir. So kann man anfangen. Mit am besten selbst frisch gepresst, nicht dieses abgekochte Zeug aus dem Laden, sondern selbst frisch gepresste Säfte aus Apfelsinen und Zitronen und Äpfeln. Und dann ein paar Wildkräuter und dann hat man schon sehr viele Stoffe. Und wenn sich der Körper dann langsam wieder nach gewöhnt, immer wieder mehr nehmen. Das ist der physikalische Aspekt, wo mir die Krückenmethode jetzt einfällt. Aber psychologisch gesehen, Eckhart Tolle lesen. Wissen, dass die Freude und die Fülle niemals im Außen kommt. Das ist der ganz generell. Da fällt mir jetzt nichts Spezifisches ein zur Magersucht, weil Magersucht ist nur ein Symptom des falschen Selbst. Und das falsche Selbst hat 100.000 Symptome, wo es sich selbst zerstört. Und deswegen kann ich da fast immer nur dasselbe empfehlen, weil der eine Grundursache immer nur ein dasselbe ist. Das falsche fucking Selbst. Genau. Der Schmerzkörper, so sieht's aus, ja. Ja, der Schmerzkörper entsteht natürlich durchs Ego, natürlich. Das ist dann der emotionale Anteil des Egos, das ist der Schmerzkörper, ja. So, das nächste ist, wäre die Welt nicht langweilig, wenn wir alle in dieser Buddha-Natur leben würden? Nein. Gar nicht. Du würdest nur noch, wir haben ja den Trieb zu erfahren und der Trieb zur Kreativität würde erhalten bleiben. Das heißt, wir würden jeden Tag was machen und immer was Neues uns ausdenken
was zur Fülle, die wir schon leben, wie soll ich das auslöten, noch ein kleiner Bonus ist obendrauf oder die Fülle sogar noch verstärkt. Diese Seinschaffenkraft, die würde dann, mein Gott, wenn du wüsstest, wie die Welt aussehen würde, was da für Beute und für Fahrzeuge rumfahren würden, die würden ein Aussehen haben, dass deine kühnsten Träume nicht vorstellen könnten, wenn es wirklich nur um die Schaffenskraft an sich geht. Und wenn dann das Schaffen, das Kreative, etwas erschaffen, etwas bauen vielleicht, wenn das dann nicht auf Muss und auf Zwang basiert, dann hat jeder Spaß dran und dann wird es auch jeden zuteil haben lassen und dann haben alle noch mehr Spaß. Also es würde eigentlich sich nur noch potenzieren. Es wäre gar nicht langweilig, im Gegenteil. Man hätte, ich habe ja auch, ich lebe das ja selbst. Ich habe ja, mein Bluescreen da hinten ist ja mein Spielzeug. Das ist, ist ja mein Spielzeug für meinen Verstand. Ich hätte auch noch dann meinen Spaß, ja. Weil mich hat das ja keiner gezwungen. Also man würde schon noch Dinge tun und es wäre dann auch nicht langweilig. Langeweile, oh, da hatte ich auch wieder ein privates Gespräch die Tage. Langeweile, wer sein Ego fast keinen Raum gibt, der hat keine Langeweile. Da gibt es auch kein Warten. Und immer wenn du gerade körperlich das Gefühl hast, nichts tun zu müssen, fühlst du dich trotzdem im Sein wohl. Vor allen Dingen dann, wenn du noch mit anderen Menschen zusammen bist und gemeinsam das Sein erleben kannst, dann gibt es kein Warten. Du kannst dann bereits die Zeitlosigkeit im physischen Körper wahrnehmen und bist trotzdem glücklich, selbst wenn du nichts tust. Es gibt keine Langeweile. Langeweile kann nur entstehen, wenn du irgendetwas erwartest, was in der Zukunft noch passieren muss. Genau. Trenn dich von Zeit, schmeiß mal deine Uhr weg. Du sowieso, oh, das rate ich jetzt jedem, der das sieht, schmeiß die Uhr weg. Das ist ganz schrecklich. Da gibt es kein Warten mehr. Du machst das, worauf du gerade Lust hast. Und es wäre definitiv nicht langweilig. Es wäre friedlich. Okay, würde ich eigentlich logisch. Weil der Forscherdrang und die Kreativität, die bleibt. Wir wollen uns erfahren in der festphysischen Manifestation. Wir wollen erleben. Und dann bauen wir Raumschiffe und das dauert dann wieder eine Weile. Dann hat man ewig was dran zu knaubeln. Und ich habe Spaß ohne Ende. Ich kann das Leben lang machen, weil ich es nicht muss. Ich muss das nie zum Ende bringen. Und das Machen selber ist ja der Spaß daran. Das erklärt Eckhart Tolle übrigens auch. Das Machen selber ist ja Spaß. Deswegen trecke ich das 3 Wochen, um da so ein Häppchen Bluescreen anzubringen. Ich kann das ewig machen und es wird nie langweilig. Na cool. So sollte es sein bei allem, was man macht, genau. Ja, du machst es des Machens wegen. Punkt. Und nicht des Ergebnisses wegen. Genau. Das Ergebnis ist unwichtig. Da ist ja wieder der Spruch sehr gut, der Weg ist das Ziel. Genau. Den habe ich nie verstanden. Den habe ich seltsam empfunden. Ja. Früher. Hat mich richtig getriggert. Ja, aber es ist total simpel zu verstehen eigentlich, ja. Ja, aber nicht für den Verstand. Der will immer was erreichen in der Zukunft, damit er mehr wird. Und ja. Der Verstand kann das nicht verstehen. Nur wenn du das Sein schon wahrgenommen hast, dann kannst du es verstehen. Nicht wenn du es dir erdenkst. Erdenkst, kannst du den Satz nicht verstehen. Und deswegen wirkt für den Verstand diese ganzen aufbauenden Sprüche von irgendwelchen Heiligen. Das wirkt immer nur wie Phrasen für den Verstand. Genau, das Thema Labern, ja. Für den Verstand ist das Gelabere, ja. Ja. So war es für mich früher eben auch. Genau. So, und wie ich bei dir rausgehört habe, siehst du die Nomaden als perfekt an. Also ich sehe das ja so, dass wir jetzt hier unser Häuschen haben, dann haben wir unseren Garten, wir haben unsere netten Nachbarn und wir würden am liebsten ewig so bleiben. Aber du sagst, wir sollten lieber einmal hin und her ziehen. Das wäre das Gesündeste für uns. Natürlich, damit sich die Natur wieder erholen kann. Stimmt, auf dem Aspekt, genau. Selbst sesshafte Tiere, die zum Beispiel ein Nest bauen, selbst die sind nur zeitweilig, wenn sie Kinder großziehen. Und danach ziehen sie wieder weiter. Und das ist doch natürlich ein Kreislauf. Alles ist Bewegung und Wandel. Und wenn du dich nicht bewegst und wandelst, handelst du gegen die Natur und es werden schadhafte Dinge entstehen. Und deswegen ist es auch für Menschen sinnvoll, relativ rumzuziehen. Oder sich zumindest mehr zu streuen. Wenn man schon fest irgendwo in einer Hütte oder in einer Jurte haust, dann sollte man sich wenigstens streuen und verteilen und nicht ballen an einem Ort, weil es nur da Arbeit gibt und all so ein Bullshit. Ja. Alle müssen in die Großstadt, weil da gibt es das große Geld, da kannst du dich dann ernähren, da wird das Komfort besser, dann hast du dann Wohlstand. Wohlstand ist wichtig, Wohlstand ist gut. Ja. Siehst du, hast einen YouTuber, der lauert die ganze Zeit was von Wohlstand ist gut. Das ist deswegen auch diese Traurige, dass jetzt immer mehr Leute, ich sag mal Farmer oder Bauern aus Indien und China alle schön in die Städte wollen, weil kurz mal der Sohn oder die Tochter in der Stadt waren, da einen guten Job haben, das coole Auto wird gesehen, die tolle Uhr, der tolle Anzug und die wollen das natürlich auch haben und wollen auch mit in die Stadt, ja, also und geben dann alles auf, verkaufen das für einen Apfel und ein Ei und können dann halt nicht mehr zurück, ja, also glauben sie jedenfalls. Auto, eine Sache im Außen, die dich 7 Sekunden glücklich machen wird. Es sei denn, du fährst Auto so wie ich jetzt, dann bist du richtig im Sein beim Autofahren, dann ist das deine Schaffenskraft.
Die sehen natürlich nur, wow, Auto ist wichtig, Auto ist cool, Auto bringt mir was, das Ego wertet sich halt durch das Auto auf und dadurch ist das dann wichtig als Design. Das, wenn man von der Natur ab, wenn man nicht instinktiv von Natur aus spirituell ist, wie es zum Beispiel Schamanenvölker im Amazonas sind oder irgendwelche Indianer, wenn man nicht von Natur aus spirituell ist, wird man es nicht verstehen. Und das sind die Chinesen kurioserweise nicht mehr. Vielleicht waren es vor 2000 Jahren, aber jetzt sind die Chinesen überhaupt nicht mehr spirituell drauf. Und wenn du heute Naturvölker triffst, wenn du heute Indianer triffst, Indianer waren ja auch nicht egofrei. Aber die haben gemerkt, dass das nicht richtig ist, was wir hier tun. Die haben nicht so sehr am Außen angehaftet, die haben es instinktiv. Die haben die Natur als Teil von sich gesehen und haben auch von Naturgeistern gesprochen und die wussten, dass man Land nicht besitzen kann. Und deswegen hat sich deren Ego nicht an sowas aufgewertet. Wie schon gesagt, Indianer waren nicht egofrei. Die hatten auch noch sowas wie Ehre und Stammeskriege und so ein Bullshit. Aber die haben halt erkannt, dass sie sich mit der Natur oder einem Gegenstand nicht aufwerten können. Wenn ein Naturvolk wenigstens halb spirituell ist, dann wird man das sehen. Und Chinesen sind es kurioserweise nicht, wenn die da ihre Reishütte verkaufen, um da in Tokio das große Geld zu machen. Und dann werden sie nur noch deprimiert mit der Zeit, weil es ist sehr anstrengend, an Geld zu kommen, weil das ganze Geldsystem ja auf Angst- und Mangeldenken basiert. Und deswegen ist es ein Kampf. Es ist Kampf. Also man arbeitet nicht für Geld, man kämpft um Geld. Weil das ganze System darauf getrimmt ist, dir so wenig Geld wie möglich zu geben. Und du darauf getrimmt bist, so viel Geld wie möglich für dich zu haben. Und deswegen ist Geld kriegen immer ein Kampf. Das ist nicht Arbeit, das ist Kämpfen. Das habe ich schon bei der Shopsuche gemerkt. Das habe ich auch in dem Video mit erwähnt. Es ist um Geld kämpfen. Und das tun die und das merken die leider erst. Und dann sind die ein Jahr in der Stadt deprimiert und dann sehen sie sich nach ihrem Bauernhof. Ach, früher war alles wenig anstrengend, so schön. Oh, jetzt komme ich nicht mehr zurück. Das Leben ist scheiße, ich will sterben. Ja. Und dann nehmen sich tatsächlich in Großstädten natürlich auch Leute das Leben. Das ist eine natürliche Konsequenz, Ursache, Wirkung, die aus gewissen Handlungen dann entsteht. Da erfahren sie dann vielleicht das erste Mal in ihrem Leben, was Stress ist. Ja. Und Stress geht gar nicht. Du musst 90% deines Lebens ruhig vor dich hin. Die Matrix würde sagen, gammeln. Ich würde sagen, sein. Und das hat der Ufo-Mann mal einem Affen beschrieben. Was machen denn die Affen den ganzen Tag? Der Orang-Utan, wenn er nicht gerade frisst, dann sitzt er den ganzen Tag nur und döst vor sich hin. Und deswegen sollten wir das auch tun. Deswegen habe ich mal bei meinem Stream solche sogenannte Affenregeln eingeführt, bevor ich andere Regeln eingeführt hatte, nachdem ich einen Troll sehr stark getriezt hatte. Ich hatte früher die Affenregeln. Ich habe gesagt, ihr seid dazu verpflichtet, euch auf einen Ast zu setzen und in Ruhe meinen Stream zu gucken und sonst nichts zu tun. Da habe ich die Affenregeln eingeführt, weil die Affen werden den ganzen Tag nur rumdösen. Und das ist unsere Natur. Wir brauchen, wenn wir wissen, was uns gut tut, dann müssen wir uns wie Affen benehmen. Das heißt, überwiegend nichts tun, den Rest ist da ausfressen. Und manche Menschen tun es ja auf dem Sofa. Das Problem ist, dass sie dabei dann ein bisschen zu wenig Bewegung kriegen. Aber im Grunde genommen ist die Ruhe und die Stress halt, wir sind große Tiere mit langsamem Herzschlag und langsamem Kreislauf und langsamem Metabolismus. Wir werden dadurch natürlich deutlich älter als Tiere mit dreifachem Herzschlag. Und vermehren uns dadurch langsamer. Und diese ganze Langsamkeit, diese Trägheit, die gehört auch zu unserem Alltag. Wir müssen uns langsamer bewegen. Wir gehören zur Spezies Faultier. Und deswegen geht Stress nicht. Wir können uns nicht auf einen Gehbarten hochtrimmen. Wir sind kein Gehbart. Die Gesellschaft, und das habe ich auch in meinen 99 Berufe-Video gesagt, die macht das jetzt ja über. Die will ja über Physik. Die lassen sich an der Post oder als Lagerarbeiter hin und her rennen, wie bekloppt. In einer Geschwindigkeit, die keiner mehr schaffen kann. Naja, oder wenn du mit Maschinen zusammenarbeitest, ich war ja auch mal Bäcker, da musst du auch zack, 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 weil die Maschine hört dich auch, weißt du? Ja, das ist es. Du musst dich quasi der Maschine anpassen, der Geschwindigkeit. Genau. Wenn der Meister die auf ganz schnell dreht, dann musst du auch schnell mitmachen, ja, sonst wenn du das nicht kannst, dann bist du draußen, ja. Ja, dann bin ich halt draußen. Wenn jeder seiner Tour folgt, dann hat der Meister sehr schnell keine Schüler mehr. Genau. Ja, das geht nicht. Schön langsam. Ich habe nicht Angst, pleite zu gehen. Ich würde sogar noch, naja, Geld in den Laden reinstecken, würde ich nicht sagen, aber man kann es auch übertreiben. Also man kann das mal definitiv eine ruhigere Kugel schieben, auch in der heutigen Zeit, ohne dass man beide geht. Und da ist dann auch wieder die Gier des Meisters mit drin. Mhm. Da will sich dann auch sein Auto abbezahlen, diesen ganzen Bullshit, den er nicht braucht. Wenn jeder nur das Geld verdienen wollen würde, was man so braucht, so wie du das machst, dann könnte man auch als Bäckermeister gemächlicher vorgehen. Ja. Und die Post... Was? Das gleiche Problem, dass sie sich Sachen in ihr Leben und Abhängigkeiten erzeugen, von denen sie glauben, dass sie nicht mehr davon loskommen, wie rauchen, trinken, spielen und was nicht alles. Ja, also da gibt es ja tausend Sachen. Du kannst ja auch, Bierdeckel habe ich früher mal gesammelt, als ich noch ein kleiner Junge war. Du kannst dich ja von jedem Scheiß abhängig machen und glaubst, du musst jetzt arbeiten, um das in dein Leben zu ziehen oder das zu erhalten, so wie es ist. Gerade
im Sammelwahn, da gibt es ja gar nichts, was du nicht sammeln kannst, ja. Also total irre. Oder halt spielen dann, ja. Gibt es hier irgendwelche Spiele, da Geld auskaufst, Bitcoins und was nicht alles, ja. Da gibt es da so viele Sachen in dieser virtuellen Welt, was du sammeln kannst, wo du mitmachen kannst, wo du Mitgliedschaften, Gold, Premium, Silber. Im Stream auch reisen. Im Grunde genommen, wenn ich auf Twitch streame, das sind ja alles meine Patienten, was das angeht. Weil die kaufen mehr Spiele, als sie Zeit haben, je zu spielen in ihrem Leben. Das ist richtig krank, ja. Und dann liegen die einfach nur so ungenutzt rum und jedes Spiel kann nur mal einen Tag angetestet werden und so. Und das ist auch noch eine Sucht, ja. Und selbst wenn Leute schon die Lehre da drin gemerkt haben und sich nicht mehr damit aufwerten, sich ganz bewusst sind, dass man sich durch Spiele nicht aufwerten kann, selbst die tun es noch aus Gewohnheit, sich jedes neueste Spiel draufpacken. Ich kann das auch nicht nachvollziehen, weil ich habe in den letzten 20 Jahren jedes Spielprinzip schon einmal gespielt. Es gibt keine neuen Spielprinzipien. Das heißt, es gibt auch keine neuen Erfahrungen, die ich in Spielen machen kann. Ich habe jedes Genre und jede Mechanik und jedes Spielprinzip schon einmal gespielt. Und diese ganzen neuen Spiele sind nur optisch abgewandelte Versionen der alten Spielprinzipien. Und deswegen kann ich überhaupt nicht mehr nachvollziehen, warum Leute neuen Spielen hinterherhalten. Null. Weil die Prinzipien bleiben gleich. Nach 20 Jahren Videospiele hast du dann alles durch. Da kommt nichts Neues mehr. Du Naja, musst und immer das Ding springen, ist laufen wieder. oder mit einer Waffe schlagen, ist immer dasselbe. Immer dasselbe. Oder immer knobeln und die Rätsel sind dann immer dasselben irgendwann. Neue, was jetzt ist, hat Nikolai sich auch gleich gekauft. Ich glaube, 300 oder 5, nee, 500 € hat er bezahlt für diese VR-Brille. Ja, mit der PlayStation 4. Also ganz wunderbar. Da tauchst du neue Welten ein mit dieser neuen VR-Brille für 500 €. Ja, gigantisch. Kann er nur empfehlen. Meistens so Kopfschmerzen davon kriechen, das höre ich aus meinem privaten Streamerkreis. Ich klinke mich mal an der Stelle aus. Ihr merkt ja, ich bin auch sehr gesprächig heute, ne? Ich Okay, hatte war wenig schon Schlaf unheimlich. und ich merke schon, wie das oft doch auf mein Gemüt geht. Okay. Was? Ich hatte wenig Schlaf. Ach so. Ja, dann penn doch jetzt endlich mal. Ja, da habe ich jetzt auch gemerkt, das kommt nicht in Gang da oben. Das geht auf mein Gemüt, ja. Okay. Okay. Dann mach's gut, schlaf schön, wa? Ja, danke. Bis zum nächsten Mal. Ja. Bye bye. Ciao. Jo, ist mir gar nicht aufgefallen, dass er so wenig gesprochen hat. Na gut, Ja. wo waren wir stehen geblieben? Also, dann geht es weiter. Laut einer Studie habe ich heute auch das Video gesehen, da besteht ein Drittel des Internets aus Pornomaterial. Und jetzt meine Frage an dich, wie ist denn deine Meinung über diese Sachen mit den Pornos? Also meiner Meinung nach trägt es dazu bei, dass sich immer mehr Frauen nicht schön finden, weil sie sich ständig mit diesen Pornostars vergleichen und deshalb auch sich öfter operieren lassen, Botox spritzen lassen. Und Beziehungen leiden auch sehr darunter. Oh, da leidet sogar mein falsches Selbst drunter. Wegen dem Pornodarsteller will auch ich besser aussehen. Okay. Da ist was dran, kann man sagen. Ja, ich habe das im eigenen Leib erfahren. Okay. Was ich jetzt auch nicht machen würde, ist die Schiene, das jetzt verbieten zu wollen. Wenn man weiß, dass das nicht die Realität ist und dass die meisten Menschen nicht so aussehen können und es auch keinen Nutzen hat, so auszusehen, zumindest nicht dieses Extrem. Also man kann schon ein bisschen was, wenn man das möchte, aber nicht diese Auswüchse da, dann sollte man sich davon distanzieren. So, das nächste ist jetzt, kommt ja auch, weil du in deinem Video auch erwähnt hast, wie findest du den Wahrnehmungsraum des anderen heraus mit gezielten Fragen? Den Wahrnehmungsraum. Ja. So hast Den du den finde fast genannt. ich nicht durch gezielte Fragen raus. Das funktioniert ein bisschen anders. Okay. Oder habe ich das mal im Video gesagt, dass ich das so mache? Ja, ich glaube, so hast du das gemacht, auf eine spezielle Art und Weise findest du den Wahrnehmungsraum des anderen heraus, damit du halt Ja. weißt, wie du mit ihm umgehen kannst. Richtig. Das tue ich auch nicht durch gezielte Fragen, sondern im Grunde genommen, ich rate meinen Standardsenf runter. Und meine Art, wie ich die Dinge verstehe, so rate ich sie als erstes runter. Und wie der Mensch dann auf meine Wahrnehmung reagiert, dann merke ich, oh. Und wenn ich dann wenn ein Mensch zum Beispiel eine Sache nicht versteht oder eine Sache nicht machen will aus Angst, die ich ihm empfehle, dann merke ich dann, dass das in mir Widerstand ist. Also dann merke ich, dass ich den Menschen überzeugen will, dass es so und so ist.
Und dann werde ich erstmal ruhiger und versuche den Menschen gar nichts mehr zu überzeugen und höre dann einfach nur noch zu. Und irgendwann habe ich den ratzfatz raus, wie der Mensch drauf ist. Also wenn er mich quasi triggert, dann gehe ich sehr sachte vor und dann taste ich mich dann ran, indem ich einfach nur stark zuhöre. Dann merke ich, ja, das falsche Selbst hat bei der und der Person noch die Wahrnehmung oder das falsche Selbst hängt bei der und der Sache an da dran. Und dann muss man auch immer verstehen, dass man bei relativ unbewussten Menschen sich nicht mit dem Menschen unterhält, sondern mit dem falschen Selbst. Das heißt, ich muss auch wissen, wie man sich mit dem falschen Selbst unterhält, damit sich das nicht verletzt fühlt. Da hilft nur die Taktik, mit einem kleinen, traurigen Kind umzugehen. Das funktioniert dann wieder super. Und wie würdest du das jetzt einem kleinen Kind erklären? Also ich taste mich da so ran. Nicht unbedingt durch gezielte Fragen, sondern indem ich meine, wenn ich merke, aha, derjenige fühlt sich durch mein Muster getriggert und der andere sagt mir dann sein Muster und ich fühle mich dann dadurch getriggert, da habe ich dann meistens schon raus, wo der Schuh drückt. Ja, okay. Das ist so, ja, ist die Antwort so ausreichend? Ja, wunderbar, sehr schön. Gut. Ich hatte das Gefühl, ich habe es schlecht erklärt. Nee, ist okay, reicht vollkommen aus. Okay. Ja, glaubst du an die große, wahre Liebe zu einer Frau? Oder ist es nur Matrix? Also in meinen Augen ist es nur Matrix. Sowohl als auch. Okay. Die wahre Liebe gibt's, aber nicht menschenspezifisch. Also die lebst du, wenn Menschen in dir was auslösen. Dann lebst du diese eine universelle Liebe. Die ist dann ganz, ganz heftig. Und natürlich fühlt man dann sich auch durch Hormonen, durch eine Person hingezogen. Aber das ist eben nicht personenspezifisch. Genauso gut kannst du dieselbe Emotion für zwei Menschen gleichzeitig fühlen oder sogar für 1000 Menschen gleichzeitig fühlen. Von daher, es gibt die eine wahre Liebe, aber nicht, die ist nicht personenspezifisch. Sondern die Personen im Außen lösen das in dir aus, was diese pure Liebe ist, die du auch ohne Person schon führen könntest. Also ja, die eine wahre Liebe gibt es, aber sie ist personenunabhängig. Ja, also das ist ja quasi das, was ich lebe. Ich lebe ja diese wahre Liebe aus, diese wahrhaftige, so nenne ich die jedenfalls, weil ich halt alle Menschen so annehme, wie sie sind. Ja, also und in meiner Form ist halt die Liebe. Ja, wir gehen ja mit jedem Menschen mit Liebe, also niemals mit, oh, wie siehst denn du aus, oh, du bist aber doof und so, sondern ich begegne wirklich allen Menschen mit Respekt und Liebe und Hingabe. Ja. Wenn du jetzt das Problem ist, dass Liebe nicht in Worte fassbar ist und die mehrere Stufen hat. Wenn ein Mensch irgendwas in dir auslöst, einen Seinszustand oder irgendwelche Widerstände von dir auflöst, dann öffnet sich was in dir. Das ist dann das komplette Gegenteil von der Schmerzkörper, der auf die Brust drückt, wie Sau, und wo der Speichel übel wird, wenn du dich in eine spezifische Person, ich sage jetzt mal, verliebst, ich nehme jetzt mal den klassischen Begriff, dann öffnet sich was in dir, ganz stark. Und dann fühlst du dich ganz intensiv zu dieser einen Person hingezogen und willst mit dieser einen Person zusammen sein. Das ist etwas stärker als das, was du jetzt da gerade beschrieben hast. Es ist aber dieselbe Ursache. Das heißt, du kannst genauso intensiv einen Baum lieben. Das ist aber selten, dass es passiert. Das ist schwer zu erklären, weil wenn du dich zu einem Menschen hingezogen fühlst, dann kommt dann zu dieser Seinsemotion aus der Brust, kommt dann noch Hormone dazu und dann wird es dann richtig kompliziert. Das heißt, ich müsste eigentlich drei Arten von Liebe unterscheiden. Und das ist schwer, weil wenn man sich ganz speziell zu einem Menschen hinbezogen fühlt, dann vermischen sich diese drei Ebenen schon wieder. Dann kommen Hormone, dann kommen die Seinsfreude und noch 1000 andere Emotionen von Glückshormonen, die ich nicht, also nicht nur Sexualhormone, dann gibt es dann noch Glückshormone und das vermischt sich dann mit der Seinsfreude und dann, oh, das ist ganz heftig. Also es gibt schon die wahre Liebe, aber sie muss nicht sich auf einen Menschen projizieren. Du kannst es auf einen Menschen projizieren, du kannst einen Menschen die wahre Liebe sehen, aber der Mensch ist dafür eigentlich nicht nötig, weil die wahre Liebe, das bist du. Das Außen ist nie nötig dafür. Ja. Schon wieder habe ich das Gefühl, ich habe die Frage schlecht beantwortet, weil Liebe ist echt schwer zu erklären. Gerade der letzte Satz war sehr gut. Die Liebe in sich selber erstmal entdecken. So sieht es nämlich aus, die Selbstliebe, ja. Und manche schaffen das allein aus sich heraus und manche brauchen halt einen Partner als Katalysator. Vor allem dann, wenn man im Leben wenig Liebe erfahren hat. Und dann, wenn man im Außen anhaftet, wenn man im Ego ist, denk mal natürlich, der andere Partner hat das, ist zwingend nötig zum Überleben und dass du diese Liebe führen kannst. Aber theoretisch, als theoretisches Konstrukt, kannst du dir auch vollständig ohne Partner leben. Ich schaffe das allerdings nicht.
Weil das ist ja deswegen, sage ich immer gerne, wenn sich Leute verlieben, dann sind sie besessen von dem anderen und nehmen gar nichts anderes mehr wahr, außer diesen einen Partner. Das ist schlimm, wenn sie es mit Ego vermischt, das ist das Problem. Diese Hingezogenheit zu einem, die kommt aus dem Sein. Und das Ego hält dann wieder dran fest, dann wird es dann wieder zum Zwang. Ja, genau. Es ist ein sehr schweres Thema, auch für mich persönlich noch. Ja, weil du gibst auch eine Verantwortung ab. Gerade wenn du dann eine Frau in deinem Haus hast, in deinem Haushalt, sage ich mal, dann fängt die auf einmal an, für dich zu kochen, die Toilette zu putzen, einzukaufen, obwohl du es eigentlich gar nicht willst. Und schon ist eine Verantwortung von dir abgenommen worden, die dann zur Normalität wird. Und wenn diese Frau dann abhaut auf einmal, dann stehst du auf einmal wieder da und guckst in ein Loch, was ist denn jetzt los? Das darf nie passieren. Wenn ein Partner für dich freiwillig was tut, dann musst du dabei, bei jeder einzelnen Mal, wenn der Partner das tut, was weiß ich, dir was zu essen bringen oder so, jedes einzelne Mal tiefe Dankbarkeit empfinden und es nicht als Selbstverständlichkeit sehen. Wenn du so ein Gedankenmuster von buddhistischen Mönch in dir hast, dann klappt das ganz gut. Du kannst das jedes einzelne Mal, wenn derjenige was für dich tut, es als Liebe und als unglaublich intensive Dankbarkeit dabei empfinden und dann wird es nicht zur Abhängigkeit, weil du hast ja vorher auch gelebt. Da musst du dir mit dem Verstand, der hilft dir dann ein bisschen dabei, der kann dir dann sagen, du hast auch schon vorher das allein gemacht und auch schon vorher gelebt, wenn der Partner dich wieder verlässt, kommst du auch klar. Du musst dir dann quasi auch wie ein kleines Kind dann gut zureden. Während du es genießt, musst du dir schon klar machen, dass es keine Selbstverständlichkeit ist und dann wird man davon nicht abhängig. Es darf nicht zur Ego absetzen. Also es kann auch dann noch zur Gewohnheit werden, vor allem wenn du Jahrzehnte mit dem Partner zusammen bist. Aber ich versuche da ziemlich intensiv mir das Gedankengebäude von Jack Frucht aufzubauen. Das ist dabei sehr hilfreich. Okay. Weil er sagt, jede Beziehung ist nur zeitweilig und relativ. Genau. Das heißt, jede Beziehung kann früher oder später enden. Selbst nach Leben, wenn der Partner dann stirbt. Mhm. Es fehlt ja auch die Ironie. Was meinst du, wie viele Hollywood-Schauspieler, die ich schon gesehen habe, in Wikipedia gegoogelt, die sind im selben Jahr gestorben wie der Partner. Die waren so abhängig, dass der Partner gestorben ist, waren so frustriert und sind selber gestorben. Die sterben alle im selben Jahr wie der Partner. Das ist natürlich dann eine Ego-Abhängigkeit. Man muss auch immer klar werden, dass das nicht der Partner das ist, was dich zu einem wertvollen Menschen macht oder was dir Kraft gibt. Das ist immer das Sein in dir. Die Verbundenheit mit einem Menschen, die gibt dir natürlich auch Kraft. Du bist dann wieder verbunden mit dem größeren Bewusstsein um eine Ecke mehr. Dann hast du weniger Trennung. Aber es darf keine Ego-Abhängigkeit entstehen und keine Gewohnheit. Es ist machbar. Vor allem, wenn man sich mit tiefen spirituellen Lehren befasst und sehr viel meditiert. Weil das ist, was du jetzt sagst, das ist halt ein großer Markt, der von Hollywood andauernd durch die Filme bedient wird. Wenn Frauen dann wirklich da sagen, nein, du darfst mich nicht verlassen, du vervollständigst mich, ohne dich kann ich nicht leben, was soll ich denn ohne dich tun? Ich fühle mich so wertvoll, wenn du in meiner Nähe bist. Und dann kommen noch diese ganzen Schmalzi-Songs dazu, weißt du, wo dann die Frauen und Männer davon singen, ach nein, er hat mein Herz zerbrochen und nie wieder kann ich lächeln. Das ist ja ein ganz großer Markt hier, ja, der erstmal zerbrochen werden muss. Das ist das Lieblingsthema von Peter Frahm. Ja, genau. Ich kenne diese Emotion. Ich weiß, wie es ist, verliebt in eine Person zu sein und diese Person emotional nicht loslassen zu können. Ich weiß, wie das ist. Und in dem Moment darf man aber nicht mit dem Ego rangehen und sagen, ich brauche den Menschen, um zu leben, weil das Gefühl suggeriert dir, dass du die Person brauchst zum Leben. Das Gefühl sagt dir, du brauchst die Person zum Leben. Das ist einmal die Anziehung in der Metaphysik, andererseits das rein Biologische, dass man sich vermehrt und so, dass man wirklich eine extreme Hingezogenheit zum Menschen führt. Und die Emotion ist dann da und du denkst, du stirbst, wenn du den Menschen dann verlässt. Vor allen Dingen, wenn du gerade Sex hattest, dann ist das ganz extrem. Du denkst, du stirbst, wenn der Mensch dann nur mal 5 Minuten Raum verlässt oder so. Das ist ganz, ganz heftig in uns verankert. Und in dem Moment nicht mit dem Ego rangehen und sagen, ich sterbe wirklich, wenn der Mensch mich verlässt, sondern sagen, aha, ich fühle jetzt die Emotion, ich sterbe, der Mensch verlässt mich. Und sich dann aber auch nicht dafür verurteilen und sagen, ja, ich darf das fühlen, dass ich jetzt sterbe, dass mich der Mensch verlässt. Und sich dann aber auch gedanklich klar machen, ich sterbe nicht, wenn der Mensch mich verlässt. So geht man damit um. Man akzeptiert die Emotion voll und ganz. Das darf sein, das hat die Natur sich so ausgedacht, du darfst dich jetzt scheiße fühlen, wenn der Mensch weg ist. Aber um Himmels Willen nicht sagen, ich sterbe auf jeden Fall, wenn der Mensch weg ist, sondern sich sagen, es ist nur die Emotion, die mir das suggeriert. So geht man mit dieser Situation dann um. Ja, auf jeden Fall. Das ist eine coole Weiß. Ich kenne diese Gefühle alle und ich werde sie eines Tages auch wieder haben und ich werde die Gefühle erlauben lassen,
aber ich werde keine gedankliche Abhängigkeit, weil das ist ja vom Ego eine gedankliche Abhängigkeit. Die Emotion suggeriert dir eine Abhängigkeit, aber du kannst mit dem Verstand entscheiden, was du aus der Emotion dann machst. Ich werde jetzt ganz intensiv aus dem Nähkästchen plaudern, natürlich ohne persönliche Details. Ich werde dir jetzt von meiner ersten Beziehung erzählen. Okay. Das war auch eine Beziehung mit einer Frau und die war ganz schön egolastig, mein lieber Scholli. Wir hatten ja beide extreme Widerstände in uns und wollten beide den Partner zu irgendetwas zwingen. Wir hatten beide extreme Anhaftungen und wollten uns beide wie bekloppt verbiegen. Diese Beziehung war auch saukurz, muss ich dazu sagen. Und irgendwann war das Ego von ihr aber so stark, dass sie gehen wollte, obwohl sie vielleicht noch Gefühle für mich hatte, sage ich mal. Aber der Verstand hat dann schnell eine Geschichte drum gebaut, damit die Gefühle da abklingen, damit sie dann einen Grund haben kann, mich zu verlassen. Und als ich dann gegangen ist, bin ich vor Liebeskummer natürlich gestorben. Ich bin wirklich gestorben. Das war das schlimmste Gefühl überhaupt. Aber ich hatte eine Wahrnehmung. Eine hohe spirituelle Wahrnehmung in dem Moment. Weil Liebeskummer ist im Grunde genommen nichts anderes als Liebe, an der du anhaftest. Und ich konnte den Liebeskummer auch als Liebe wahrnehmen. Und ich konnte, obwohl ich gelitten habe, weil sie weg war, diese Emotion, Liebe, die hat sich trotz der Tatsache, dass es sich schlecht angefühlt hat, so gut angefühlt, dass ich mir dann gesagt habe, ich gehe lieber 1000 scheiternde und schlechte Beziehungen ein, als dieses Gefühl nicht mehr zu haben. Und von daher hatte ich da nie Angst. Ich gehe lieber Liebeskummer ein, als diese Liebe, die ich mit einem Partner erfahren durfte, nicht mehr zu haben. Okay. Und also Liebeskummer ist eigentlich was Schönes. Seitdem kann ich Liebeskummer genießen. Auch wenn ich mich in Menschen jetzt verliebe und sage, du, ich würde gerne mit dir zusammen sein, dann sofort auf Ablehnung stoße. Das ist natürlich auch schon eine leichte Form von Liebeskummer vorhanden, aber ich weiß das richtig zu genießen. Weil das ist die pure Liebe in mir, die ich sein will. Das ist der Kummer ist nur, weil du es dann nicht mit dem Partner ausleben kannst, die Liebe. Ja. Aber an sich, Liebeskummer ist eigentlich Liebe. Dann hast du das entdeckt, was dich ausmacht. Das ist das, was du bist im Kern, pure Liebe. Das fühlt man bei Liebeskummern. Und man sollte da nicht im Außen anhaften, sondern wissen, wenn man es mit einem Partner ausleben möchte, da draußen gibt es noch 7 Milliarden andere Menschen, du wirst einfinden, wenn du darum kämpfst. Und das ist es, genau das will ich nicht und das brauche ich auch nicht. Ich brauche nicht suchen, ich will nicht suchen und ich brauche auch nicht kämpfen, weißt du? Und ich will auch keine Kompromisse eingehen und ich möchte mich nicht verändern in irgendeiner Hinsicht, dass ich irgendeinem gefallen muss, weißt du? Und ich muss dann irgendwelche Sachen abfüllen. Das will ich alle nicht. Nee, nein, gar nicht. Es ist nicht leicht, das gebe ich zu. Haben alle auch ein Ego und Gewohnheiten. Aber man muss eine Beziehung bedingungslos eingehen. Jeder Atemzug, jedes Wort, jede Tätigkeit mit dem Partner muss immer spontan entschieden und im Einverständnis von beiden immer frisch entschieden werden. Das heißt, da darf überhaupt nichts zu muss werden. Wie bei meinem Job, wie ich es auch schon in allen anderen Videos sage, das kannst du auch auf eine alles, was ich in meinen Videos gesagt habe, kannst du so auch auf eine Partnerschaft übertragen. Okay. Dein Partner muss einen Scheiß. Der muss gar nichts für dich erfüllen. Und das kann funktionieren, davon bin ich fest überzeugt. Okay. Man muss wirklich bedingungslos in eine Beziehung gehen und da gibt es nichts. Und wenn der Partner zum Beispiel eine Neurose hat, irgendeine Sache, die sich immer wiederholt und wiederholt und die auf den Sack geht, die dein Ego und deine Konzentration regelrecht reizt, dann musst du dem Partner sagen, dass es das tut. Und da muss der Partner nicht unbedingt diese Art und Weise, die er an sich hat, ablegen. Nein. Sondern da kann man an sich arbeiten, mit seinem eigenen Emotionalfeld, das zum Beispiel zu verkraften. Gleichmäßige Geräusche machen mich zum Beispiel ganz hüppelig oder wahnsinnig. Oder wenn die ganze Zeit jemand schnauft und atmet, sehr laut atmet, ein, aus. Das speichert in meinem Unterbewusstsein und mein Atemrhythmus versucht sich da anzupassen, das strengt an. Und deswegen machen mich solche Kleinigkeiten schon wahnsinnig. Aber ich muss dann immer sehen, ob ich einen Weg finde, damit umzugehen. Ja. Und natürlich, das ist meistens diese Unstimmigkeiten, wenn ein Partner was stört, sind es eigene innere Widerstände. Und es funktioniert, wenn man dann dem Partner das sagt, du, dieses Verhalten triggert mich. Kannst du es zum Beispiel versuchen zu minimieren? Das heißt nicht, dass der andere das per se ablegen muss, sondern kannst du es auch mal versuchen zu minimieren und kannst du dann mit mir dabei arbeiten, dass ich mit mir zusammenarbeiten, dass ich damit besser klarkomme. So geht man mit den Partnerneurosen um und nicht einfach sagen, du darfst es nicht mehr machen. Nee, nee, nee.
Man kann das ein Leben lang machen. Man muss gemeinsam mit einem Partner einen Weg finden, emotional klarzukommen. Da muss man reden, reden, reden. Also könntest du auch mit einer Partnerin zusammen sein, die quasi im Schlachthaus arbeitet und jeden Tag Tiere ermordet und vielleicht noch Fleisch frisst? Du bist ein Arschloch. Nee, recht mal. Nein, könnte ich nicht. Nee, okay. Ich sage, man geht mit, wenn man sagt, man geht bedingungslos in eine Beziehung, dann ist der Mensch vorher natürlich schon ein Raster durchlaufen. Ah, das heißt, man hat schon seine Muster, auf welche Menschen man sich einlässt. Das ist ganz klar. Mhm. Ich sage ja, im Grunde genommen muss jeder Partner mindestens einmal Eckhart Tolle gelesen haben. Und das ist fast, wird fast der Standardklausel bei mir. Oder zumindest versuchen, meine Ratschläge umzusetzen. Generell, auch um mit dem eigenen Leben besser klarzukommen. Das sind ja Menschen, die Eckhart Tolle nicht kennen, die leiden ja selber ohne Ende. Das ist ja jetzt nicht nur was, weswegen man sich vor mir ändern müsste, sondern vor sich selber, um nicht mehr weiter zu leiden. Aber natürlich kein Falschasser, hallo? Okay. Nee, aber hätte ja sein können, dass du da aussagst, ja, das wäre kein Problem, kein Thema. Ja, aber ich ziehe auch nur das an, was ich selber bin. Ich ziehe meistens nur Menschen an in mein Leben, die so sind wie sich. Die sind mindestens schon vegetarisch, am mindesten schon ein bisschen Selbstliebe praktiziert, das ziehe ich nur solche Menschen an. Haben schon ein bisschen Bohrmechanismen ihres Verstandes und der Matrix machen schon nicht mehr mit. Das ist die Grundvoraussetzung, die Partner braucht, also wo er sich dann nicht mehr ändern muss, weil die bringt er ja schon mit. Solche Personen ziehe ich schon mein Leben. Ich brauche ja nicht einen Fleischesser zum Veganer zu umtrainieren. Nee, das ist nicht nötig. Wenn ich zum Beispiel einen Mensch brauche, der nicht laut brüllt, sondern der ruhig spricht, dann ziehe ich auch solche Menschen automatisch schon mein Leben. Und von solchen Menschen fühle ich mich dann auch angezogen und möchte dann auch gerne in eine Partnerschaft eingehen. Also die Grundvoraussetzungen sind am meisten schon da. In meinem Fall, es müssen spirituelle Menschen sein, Punkt. Wer gar nichts mit außergewöhnlichen Übernatürlichen anfangen kann, das funktioniert nicht. Mhm. Der Trichter wird schon extrem eng, wa? Also eine reine Sexbeziehung wäre da vielleicht noch möglich mit unbewussten Menschen, aber keine emotionale Liebesbeziehung. Da machst du dann wieder eine Ausnahme, ja? So könnte man das unterscheiden, ja. Ja, oh Mann. Junge, Junge. Aber eine richtige Partnerschaft und Familie und Kindererziehung, wenn der Mensch nicht spirituell ist, funktioniert es nicht, Punkt. Hm. Aber ich hole keinen Matrix-Roboter und versuche die dann zu spirituellen Menschen zu machen. Nee, das tue ich nicht. Also die Grundvoraussetzungen sind schon erfüllt und die kleinen Alltagsmaroden, da versucht man für sich einen Weg zu finden, damit klarzukommen. Ja, ja. Aber das Ego, das will man den Menschen sofort verändern. Nur schon allein, wenn die Zahnbürste schief irgendwo liegt. Hm, ja. Die drehen ja manche Frauen durch. Das Handtuch da darf da nicht hängen und die Zahnbürste muss gerade liegen und das muss dann sauber gemacht werden. Und der Müll muss zu einer spezifischen Uhrzeit, das geht gar nicht. Das ist eine Diktatur, das ist Armee. Ja. Aber solche Menschen ziehe ich in mein Leben nicht an. Also von daher kannst du da auch nicht sagen, dass ich irgendwas falsch mache. Weil ich ziehe halt keine Frauen in mein Leben an. Weil zu mir kam noch nie eine Frau. Weil du dich auch entschieden hast, keine zu wollen. Wie? Du hast dich auch entschieden, keine zu wollen. Genau. Dann ziehst du das auch nicht an, ist klar. Nee, aber viele sagen mir immer, ach, du triffst schon noch die Richtige. Und da sage ich mir, nein, keine Chance. Nein. Du triffst nur die Richtige, wenn du eine willst. Genau. Das ist natürlich dann immer noch schwer, Partner zu bekommen. Das Universum ist ganz fies. Ich habe das sehr, sehr stark beobachtet in den letzten 2 Jahren. Das Universum wirft dir immer Optionen hin. Das heißt noch lange nicht, dass du die Menschen dann für dich gewinnen kannst. Es wirft dir immer Menschen zu, die zumindest in gewissen Anteilen zu dir passen. Aber auch selbst wenn du die willst, diese Menschen, ist es immer noch schwer, sie in dein Leben zu ziehen. Viele Menschen, die du in dein Leben ziehst, wollen meistens nur Freunde sein. Also es ist immer noch schwer, einen Partner zu ziehen. Und wenn du noch nicht mal jemanden willst, dann kommt der auch nicht auf dich zu und du wirst auch niemals von jemandem gefragt werden. Das ist eine Universumskonstante. Und deswegen sage ich, da muss ich irgendwo den Mangel in mir entdecken, den ich dann wieder versuche aufzufüllen. Genau, und dann ziehst du auch Menschen mit Mangel an, die das wieder in sich auffüllen wollen, also was. Jetzt ist es so, dass es trotzdem passieren kann, wenn jetzt tatsächlich ein Mensch in dein Leben kommt und sagt, ich liebe dich über alles, ich tue alles für dich, ich will mit dir zusammen sein, mit aller Macht. Dann muss das nicht unbedingt an deinem Mangel gelegen haben, dann hat das Universum bestimmt irgendwas mit dir vor, was ganz Höheres, was noch weiter in Liebesbeziehungen, das wird dann irgendwas damit sagen. Okay. Da musst du erkennen, was will mir das Universum jetzt mit dieser Situation sagen. Das ist dann meistens sehr, sehr, sehr viel höher, als dass es nur um eine Liebesbeziehung und Partnerschaft geht. Vielleicht würde ich das Universum dann zwingen, ein Kind zu zeugen, weil nur du die Gene hast, um einen erleuchteten Messias zu produzieren, der dann die Welt rettet oder irgend sowas. Das kann ganz hohe Dinge sein. Das Universum, das
das denkt sich manchmal Dinge aus, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Ja, sehr strange. Also selbst wenn du keinen Mangel in dir hast und keine Beziehung willst, es kann ja auch sein, dass es, wie soll ich sagen, dass du vielleicht doch eine Beziehung willst und dass es ein Mangel ist, der dich davon abhält, eine Beziehung zu wollen. Das heißt, dass das schon wieder so eine verdrehte Welt ist. Und dann kann es auch sein, dass das Universum dir sagen will, du hast da und da eine Mangel und dass es dir dann einen Menschen zuschickt, der mit dir was zu tun haben will, oder. Ja, es ist kompliziert. Also es kann auch ein Mangel sein, der dich abhält, sowas machen zu wollen, ja. Aber machen wir jetzt nicht, was das ist, da muss ich noch eine Weile an dir forschen. Falls es denn ein Mangel ist. Dass ich glücklich bin mit mir, weißt du, also das ist das Essentielle. Und wenn ich in der Natur bin, dann ist es noch viel, viel, viel schöner als jetzt, ja, aber ja. Deswegen könnte ich nicht sagen, ach, ich brauche jetzt jemanden, mit dem ich mal zusammen in die Natur gehe, weil da würde ich wieder eine Macke kriegen, wenn der dann wieder so auf seine Uhr guckt und sagt, du komm, wir wollten doch noch irgendwo hin und ich will aber den Enten noch ein paar Stunden zugucken, weißt du? Noch was, ganz wichtig. Du bist jetzt, fühlst dich jetzt absolut glücklich, wenn du das jetzt hast. Und das ist super. Mhm. Und vergiss eine Sache nie. Du bist stetiger Wandel. Sollte es jetzt zum Beispiel passieren, dass du in 20 Jahren anders empfindest, dann verurteile dich nicht dafür und sag, ich war jetzt 20 Jahre glücklich, Mist, jetzt habe ich doch eine leichte Unzufriedenheit in mir, jetzt will ich doch was anderes. Dann verurteile dich nicht und mach dich wieder ein Ego-Gebäude draus und zwing dich dann so weiterzuleben wie jetzt. Wenn du in 20 Jahren anders empfindest, dann mach es in 20 Jahren auch anders. Genau. Das ist nur das Wichtige, was ich dir mit auf den Weg geben möchte. Das habe ich aber schon kapiert durch deine Videos, dass wirklich das Einzige, was feststeht, ist die ewige Veränderung. Ja, also. Genau. Ewig Kreislauf aus Entstehen und Vergehen, Entstehen und Vergehen, Entstehen und Vergehen. Genau. Und deswegen, auch ich wandle mich manchmal in meinen Geschmäckern und Neigungen. Und mein Ego mag das gar nicht, weil ich fand das gut, so wie es bisher war. Und auch ich versuche mich dafür nicht mehr zu stark zu verurteilen. Ja, krass. Das ist schon heftig alles. Und was mir noch kam mit den Kollegen, das sagen auch ganz viele, das kann ich überhaupt nicht verstehen, wenn ich ihnen nämlich Dankbarkeit entgegenbringe, dass sie dann sagen, ach, dafür doch nicht. Dafür brauchst du mir doch nicht danken. Das ist doch selbstverständlich, ja. Also, dass sie einen Danke nicht annehmen können, das ist für mich unvorstellbar, warum sie das immer nicht können, ja. Weil sie dann das Geld, das ist eine Dribbelgeschichte, das ist dreifach verschachtelt. Sie würden dann das Weltbild ihrer Eltern zerstören. Das heißt, die Eltern haben ihnen gesagt, du bist wertlos und man muss dir für sowas nicht dankbar sein. Und die versuchen, den Wertloszustand aufrecht zu erhalten, damit sie vor ihren Eltern jemand sind. Krass. Kannst du mir folgen? Das ist eine Verschachtelung. Das heißt, sie müssen sich selbst niedrigwertig halten, damit sie für ihren Eltern jemand sind. Wenn du ihnen jetzt sagst, sie könnten dafür Dankbarkeit verlangen, dann sind sie ja mehr wert, als sie ihnen ihre Eltern gesagt haben. Und dann sind sie aber anders, als wie ihre Eltern gesagt haben, sie sind dann falsch. Und dann sind dann auch in ihrer Eltern schlecht. So denken Menschen auch noch, wenn sie 40 Jahre schon alleine leben, nicht mehr mit ihren Eltern. Die denken immer an den Elternstrukturen. Ja. Die Eltern haben das Hirn schon gebrainfuckt und Gehirnwäsche gemacht, als das Hirn noch nicht entwickelt war. Deswegen hast du eine Affinität zu Eltern, das ist unglaublich. Die versuchen, obwohl sie mit ihren Eltern kaum noch physischen, sichtbaren Kontakt haben, immer noch das Weltbild ihrer Eltern aufrechtzuerhalten. Deswegen können die keine Dankbarkeit annehmen, weil die wären dann mehr wert und dann nicht mehr ins Bild ihrer Eltern passen und wären dann in Augen ihrer Eltern dann weniger wert. Das heißt, du senkst sie damit im Wert. Das ist eine dreifach verschachtelte Sache. Aber so funktioniert der Ego und der Schmerzkörper nur. Und das Eltern ist generell so ein Kernproblem. Da die Eltern, die deine Psyche schon kaputt machen, bevor dein Hirn entwickelt ist, kommt ein Muster in Gang, die du vielleicht niemals mehr loswirst. Deswegen schickt Eckhart Tolle jeden, der von sich behauptet, erleuchtet sein, zurück zu seinen Eltern. Mal sehen, wie er dann auch reagiert. Ob er da noch ruhig bleiben kann oder sich triggern lässt. Ja. Immer wieder zurück zu den Eltern. So wie einer behauptet, absolut mit sich im Reinen zu sein und dass ihm nichts mehr, kein Wasser nicht drüben kann, er sich nicht mehr triggern lässt, sofort zu den Eltern. Mal gucken, ob du es in einer Woche da aushältst. Du bist nur erleuchtet, genau. Wenn du diese ganzen strukturellen Muster, dazu musst du auch dein Gehirn umformen. Das muss ich verändern, neue Neuronenbahnen bilden, die Plastizität muss sich ändern, Dinge müssen absterben. Das ist unglaublich auch viel im Physischen geschehen, bis deine Eltern es nicht mehr schaffen, dich zu triggern. Ja. Das ist kein reiner metaphysischer Prozess. Du musst auch das Hirn umstrukturieren. Du musst dir selber eine völlig neue Gehirnwäsche verpassen, sozusagen. Damit du das von deinen Eltern jemals loswirst. Und ich weiß nicht, ob ich das jemals schaffe. Das ist heftig, ja. Emotionale Abhängigkeit von den Eltern ist die Hölle. Da versuchen wir quasi Menschen, mit ihren Eltern recht zu machen, obwohl die gar nicht mehr am Leben sind. Ja, also. Ich versuche hier in meiner Wohnung Dinge meinen Eltern zurecht machen,
die sie nie sehen werden. Ja. Das ist unglaublich. Und wenn ich anders handeln will, weil es für mich vernünftig wirkt, habe ich sofort wieder Ängste und Schmerzen in mir. Obwohl die anderen Dinge vernünftiger, richtiger und gesünder wären. Ich habe Ängste und Schmerzen in mir, nur weil es meinen Eltern nicht gefallen könnte. Obwohl sie es selber nie sehen werden. Das ist eine unglaubliche Qual, ist das, das abzubauen. Weil ich muss den Prozess tausendmal gegenteilig handeln, gegen den Willen meiner Eltern, bis es zur Gewohnheit geworden ist und ich keine Angst und keine Panik mehr kriege. Aber wenn dann ich meinen Eltern begegne und es kommt nur ein einziges Wort auf, ist alles wieder vorbei. Also wenn dann wieder etwas von mir verurteilt wird, dann ist alles, was ich in den letzten Jahren aufgebaut habe, wieder zunichte. Ich kann es tausendmal so gemacht haben, wie es meiner Mutter beispielsweise nie passen würde. Und ein falsches Wort dann, wo ich deswegen wieder verurteilt werde und die tausendmal, wo ich es anders gemacht habe, habe ich dann in Zukunft wieder Schmerzen, wenn ich es dann wieder so machen möchte, wie es meinen Eltern nicht passen würde. Das ist schon krass, ja. Oh Mann. Und fällt da fast in Ohnmacht. Das ist ein immenser Schmerz. Und als ich den Wahn und die Schuld erkannt habe, was die mir angetan haben, habe ich erstmal richtig Wut gekriegt. Ich distanziere mich noch und nöcher, so gut physisch irgendwie noch geht, damit ich diesen Irrsinn nicht mehr ausgesetzt bin und die ganzen negativen Emotionen hochholen kann durch gewisse Taktiken, das wieder reintegrieren kann und dann neue Situationen erschaffen, wo ich genau gegenteilig handle. Wenn diese Panikattacken und diese Ängste aufhören, ist ganz, ganz krass. Ja, das kann ich mir vorstellen, ja, aber sowas habe ich zum Glück gar nicht mehr. Ja, also. Wobei ich auch schicke Sachen erlebt habe. Also ich hatte, mein Stiefvater kam mit einem Stiefsohn. Naja, sowas hast du gar nicht mehr, würde ich nicht sagen, wenn du bei dem Film Rotz und Wasser heulst. Ja, genau, meine ich ja auch. Und ich auch wirklich übel durchlebt habe, ja, also mit einem Stiefvater, der dann gesoffen hat und so. Ja, aber wie gesagt, ich habe ihn da auch vergeben und verziehen alles und von daher gibt es da gar keine Widerstände mehr. Siehst du, das kann ich nicht. Ich kann ihn niemals verzeihen. Krass. So krass ist der physische Schaden und der emotionale Schmerz. Ja, aber das ist extrem wichtig, ja? Damit du wirklich wahrhaftig glücklich wirst, dass du jedem und allem vergeben und verzeihen kannst. Ich weiß. Ja. Ich weiß aber auch, dass ich mit dieser immensen Schmerzwelle nicht am Stück stellen kann. Die erschlägt einen. Ja, wenn all den Schmerz auf einmal sieht, oh je, dann willst du ihn schon wieder nur noch verdrängen. Und deswegen kann ich auch nicht verzeihen. Ach, das ist sehr kompliziert. Heftig. Teufelskreislauf. Was? Teufelskreislauf. Ja. Du willst verzeihen und wenn du verzeihen willst, musst du dich dem Schmerz stellen. Dann siehst du den Schmerz, er übermannt dich. Dann willst du wieder vom Schmerz davonrennen. Dann verdrängst du es wieder. Dann willst du ihn wieder verzeihen. Dann kommt wieder der Schmerz hoch. Dann siehst du ihn wieder. Dann ist er wieder zu stark auf einmal als Riesenwelle. Dann willst du ihn wieder doch nicht angucken, den Schmerz. Das ist ganz, ganz heftig. Sehr, sehr verrückt alles, ja. Ich habe schon gewisse Schmerz angesehen und auch aufgelöst, aber ein paar Mal hilft nicht. Das musst du mir haben mal machen. Nein, klar. Ja, du musst es wirklich machen, bis es bei dir imprägniert ist irgendwo, ja. Also. Und gleichzeitig immer wieder ähnliche Situationen schaffen, wo dich Menschen für die Sachen, die du früher getan hast, nicht verurteilen. Und dazu fehlen mir halt Menschen. Auch dafür könnte ich ein paar tausend Freunde brauchen, die mir in einer Tour für mich für gewisse Dinge, für die mich meine Eltern verurteilt haben, dann nicht verurteilen. Genau, dann lernst du wirklich anzunehmen, wahrhaftig, ja, und genau. Zu akzeptieren. Und deswegen bin ich ein Fan von Freunden. Ich kann sehr, sehr stark dabei helfen. Dann kann ich jetzt verstehen. Dann wenn du nur alleine lebst, musst du es dir immer selber bestätigen und die Energie ist schwach im Vergleich zu den Traumata-Triggern, die dir deine Eltern angetan haben. Hm. Sich selber das immer zu erlauben, das ist eine ganz schwache Energie nur dagegen. Ja. Obwohl das in spirituellen Lehren rauf und runter gefordert wird. Du musst dich selbst annehmen, du musst es dir selbst erlauben und. Auch die Energie, mit der du das tust, ist unglaublich milliardenfach schwächer als diese Energie, mit der du das kannst. Ja. Obwohl es der richtige Weg ist, die Energiestärke ist ganz, ganz schwach dagegen. Auch wenn der Vorgang der richtigere wäre, aber die Energie ist nicht da, als dass du das dagegen ankämpfen kannst, diese Traumata hast. Ich finde es auch immer witzig, wenn in der westlichen Gesellschaft gewisse Leute als psychologisch krank und mit Traumata behandelt werden und als krank bezeichnet, obwohl das ja eigentlich jeder hat. Ja, definitiv, ja. Kein Mensch ohne Traumata in der westlichen Gesellschaft. Und von daher wundert es mich, dass das eine Krankheit ist. Das ist eigentlich normal. Das ein Wahnsinniger, der den anderen Wahnsinnigen behandeln will, ja. Richtig. Genau, die haben selber noch Widerstände und Ängste in sich, diese Psychologen. Das ist, ja, ohne Worte.
Die erhöhen sogar euren Selbstwert, je nachdem, wenn sie Erfolg mit Patienten hatten, dann bin ich jetzt mehr wert. Oder wenn sie viel Geld vom Patienten erhalten, ist das wunderschön. Wenn das totaler Schwachsinn. Ich hasse westliche Psychologie. Ja, genau. Das ist genau das Gegengeteilte, ja, was dann da passiert. Ey, das kriegen die aber nicht mit, ja. Ja, man muss den Wahn in sich erkennen, bevor man anderen helfen kann. Definitiv. Ich habe den Wahn in mir gesehen. Das war wunderschön. Den ganzen Wahn der Menschheit in mir selber gesehen. Ich habe die Mechanismen, die mich wahrnehmen können, die dafür sorgen, dass ich einen Atombomb bauen würde, weil ich in gewissen Kreisen wäre und alles möglich. Ich habe dieses ganze Verlangen, das ganze innere Verlangen in mir wahrgenommen. Hammer, hammer. So, jetzt kommen wir zu was Lustigem, was ich jedenfalls sehr lustig fand. Du hast ja gesagt, du könntest dich niemals in einem Unternehmen unterordnen, aber du kannst dir schon vorstellen, eine Führungsrolle einzunehmen. Was ist daran lustig? Naja, weil du kannst doch nicht den Führer spielen, aber andere sollen sich dir unterordnen. Das finde ich absolut paradox. Das geht doch nicht. Die sind doch alle gleichwertig. Dann kannst du dich doch nicht da oben auf den Podest stellen und sagen, jetzt hört mal alle auf mich, weil ich kann mich euch nicht unterordnen. Deswegen stehe ich immer über euch. Nee, ich stehe nicht im Wert über ihn, sondern nur in der Kommandokette. Das heißt, da geht es dabei um die geordnete Struktur, wie ein Arbeitstag ablaufen soll. Im Grunde genommen bin ich der Verwalter, der Manager, der die Struktur festlegt, in dem andere effizient zusammenarbeiten. Wenn man in einer Firma zum Beispiel etwas festlegt, wie man ein Produkt herstellt, und dann muss der das machen und der die Aufgabe und der die Aufgabe, da bin ich der Festleger der Aufgaben, weil irgendjemand in dieser Hierarchieform des Arbeitens muss ja die Aufgaben festlegen und da sehe ich mich, weil ich nicht nach den Strukturen anderer leben kann, null. Und das ist dann meine Führerrolle, dass ich die Aufgabenverteilung mache sozusagen. Das heißt auch nicht, dass ich mehr Mensch bin. Bist noch da? Verdammt. Ist mein Internet weg? Hallo? Ja, jetzt bin ich wieder da. Ich bin wieder gerade rausgefunden, warum weiß ich nicht. Was hast du? Aber heute schon mal passiert. Wo war ich denn stehen geblieben? Ich habe ja noch weitergeredet. Genau, also du hast ja gerade eben erzählt, dass du Aufgaben verteilst und was planen musst und so weiter, aber das kann man doch auch zusammen machen. Das muss doch nicht sein, dass einer sagt, wo es lang geht, sondern alle setzen sich an einen Tisch und sagen, wie wir das jetzt machen. Natürlich, so würde ich es auch in der Lebensgemeinschaft machen. Aber ich meinte, wenn ich jetzt in der Matrix-Hierarchie arbeiten würde, wo die das System so wollen, dass einer bestimmt, also wo Leute arbeiten, die noch unter dem Drang leiden, eine Verantwortung abgeben zu wollen, da könnte ich nur die Führungsposition einnehmen. Okay. Das ist bei Leuten, die so arbeiten wollen. Es gibt wirklich Leute, und für die ist das auch gut, die fühlen sich dabei richtig wohl. Wenn die, die werden da richtig glücklich mit, wenn die einfach nur gesagt bekommen, was sie machen sollen. Und ich muss sagen, dass bei mir auch so war. Bei einfachen Jobs, da habe sogar ich das genossen, dass man mir einfach nur Kleinigkeiten gibt, wo man sagt, was ich machen soll, einfache Sachen, was ich Hofgern, weißt du gar nicht. Da wollte ich auch nicht diesen ganzen Verwaltungsdreck. Aber was richtig komplexen Dingen, wo es um den Wert für mich geht, da kann ich nicht in diesen Strukturen arbeiten. Da müsste ich der Aufgabenverteiler dann sein, wenn man in dieser hierarchischen Struktur arbeiten möchte. Ja, dann sehe ich, weil ich komme gar nicht klar. Ich gehe kaputt, wenn ich nach den Regeln anderen befolge. Deswegen wäre es für mich sinnvoll, dann die Führungsrolle zu übernehmen. Ja. Alles klar. Nicht mit Machtausübung zu tun, sondern es ist einfach nur die hierarchische Struktur, die da bedient wird. Gut. Es geht aber auch nicht um den Wert der Menschen. Alles klar. Nee, dann ist in Ordnung. Dann sitzt jetzt nur noch zwei Fragen. Weil du eine hast du ja schon gerade erzählt mit dem Verzeihen und Menschen, da ist jetzt die generelle Frage an dich, kannst du Menschen leicht vergeben und verzeihen, wenn sie dich verletzen, gewollt oder ungewollt? Nein. Nein, das ist eines meiner größten Probleme, das kann ich leider nicht. Okay. Weil siehst du, damit habe ich so überhaupt nicht das Problem, also das ist, weil ich halt mit dieser Allliebe an jeden rangehe und auch mit diesem Verständnis, dass gewisse Sachen dazu geführt haben, dass er sich so verhalten hat und dass extreme Programmierungen in diesem Menschen sind und anhaften, die er nicht loslassen kann, dass er sich so verhält mir gegenüber. Deswegen fällt mir sehr leicht, die Menschen wirklich zu verstehen, gerade wenn man auch mit ihnen darüber redet, dass sie viel erlitten haben, dass Zwangsheirat da war und was nicht alles, sie wurden geschlagen und was nicht alles, dass ich den Menschen gar nicht böse sein kann. Ja. Naja,
Je größer der Schmerz, je geringer kann ich verzeihen. Ja. Wenn jetzt zum Beispiel meine Freunde nach irgendwelchen Ego-Mechanismen folgen und mich dann unabsichtlich verletzen durch etwas Gesagtes, dann nehme ich denen das nicht so krass übel. Aber es ihnen sofort zu 100% zu verzeihen, wäre auch zu viel verlangt. Hm. Weil ich wurde getriggert und der Schmerz ist da. Und wie schon gesagt, ich habe so viel Schmerz in mir, dass ich die Flutwelle auf einen Schlag nicht angucken kann. Und in dem Moment kann ich dann nicht sofort 100% verzeihen. Aber wenn meine Freunde mich heutzutage unabsichtlich verletzen, dann mache ich kein Gedankengebäude dran. Das heißt, es wird mich nicht noch in der Zukunft weiter verletzen. Und dann ist dann quasi schon verziehen. Sehr schön. Alle neuen Menschen, die in mein Leben kommen, können nie mehr das machen, was meine Eltern mir in meiner Kindheit angetan haben. Das ist physikalisch nicht mehr möglich, weil ich jetzt weiß, wie die Dinge sind und wie ich mit meinem Emotionalfeld umzugehen habe und was Gedankengebäude sind und all sowas. Das wird ja nicht mehr, also in Zukunft, also neue Menschen, die schlimme Dinge tun, da wird sich kein immenser Hass mehr entwickeln. Genau, das dachte ich mir nämlich, ja. Weil du halt weißt, was für Sachen dahinter stehen, dass es zu dem kommt, dass dieser Mensch das tut, ja. Aber Menschen aus der Vergangenheit, die mir 30 Jahre Höllenqualen angetan haben, ist das nicht mehr möglich. Ja. Verzeihen ist in der Zukunft gar nicht mehr möglich, da ich Menschen gar nichts mehr übernehme. So könnte man es auch sagen. Ja, okay. Es baut sich ja auch nicht erst etwas auf, wo ich verzeihen müsste, auch wenn ich getriggert werde. Genau. Da müsste ich gar nicht verzeihen, weil ich sofort weiß, dass der Trigger durch mein Emotionalfeld aus der Vergangenheit rührt. Ja. Also neue Menschen können mir nicht mehr viel Leid antun. Die müssten ja unglaublich mir Leid antun, dass neue Menschen es erschaffen würden, mich irgendwie zu verletzen. Hm. Also nimmst du mir das auch nicht übel, dass ich gerne Parodie-Videos nicht so interessant fand, ja? Null. Sehr schön. Ich kann halt nur die ansprechen, die auf diesen Humor abfahren, der ist ziemlich flach stellenweise, aber ich feiere das. Also ich liebe mich für dafür. Also für mich ist es richtig. Und würde ich jetzt wieder was anderes machen wollen, müsste ich mich wieder für andere verbiegen, damit es ein anderer Humor wird. Aber das sollte ich. Genau, du sollst dein Ding machen. Genau. Und für manche ist der Humor halt viel zu einfach, aber ich liebe das. Ja. Perfekt, so soll es sein. So, jetzt kommen wir zur letzten Frage. Woher kommen für dich die meisten Krankheiten? Oder gibt es überhaupt welche? Ja, es gibt ja einige, die sagen, die kommen von der Psyche oder die kommen von der Ernährung oder durch Stress. Ja, also oder viele andere tausend Sachen, dass wir halt Chemtrails und was nicht alle, die Böden sind vergiftet. Wie ist deine Meinung zu Krankheiten generell? Ich hasse dieses Thema. Der Verstand in einer Tour. Dinge als negativ, als Feindbild bewertet und als von dir getrennt und alles als gefährlich ansieht, sind 90% der Krankheiten eingebildet, vollständig. Also man hat ein kleines Wehwehchen und macht sofort ein Gedankengebäude drumherum, was das alles verursacht haben könnte und wie schlimm das doch ist. Ich mache um Schmerz überhaupt kein Gedankengebäude und der Schmerz, der bleibt dann entweder oder geht wieder. Aber in beiden Fällen sterbe ich nicht. Das finde ich ganz witzig. Und die anderen 10%, das macht auch noch viele tausende Krankheiten. Also natürlich, dann hat jemand, der hat diese Allergie dann hat derjenige, oder da gibt es tatsächlich noch den einen oder anderen Virus. Aber ich muss dazu sagen, 99,999% aller Viren sind sowieso überlebbar, auch wenn die Krankheit erstmal schlimme Symptome hat und erstmal richtig dich 2 Wochen scheiße fühlst oder so. Und die ganze Zeit nur im Bett liegst und so. Das ist dann, das könnte man dann als real physische Krankheit ansehen. Aber meistens die anderen 10% der Krankheiten, die immer noch tausende Krankheiten sind, die kann man auflösen, wenn man die Ursache weglässt, von heute auf jetzt. Also sind es keine Krankheiten in dem Sinne, sondern einfach nur Hinweisschilder auf Ursachen, dass du dich wieder der Natur verhältst. Mhm. Also es gibt keine Krankheiten. Ich habe es jetzt auch wieder im Stream gesagt, das ist für die Leute, die an die Illusion von Krankheiten glauben. Es gibt immer nur Ursachenhinweise. Es gibt immer nur Auswirkungen, Ursache und Wirkung. Und es gibt nicht den bösen Virus. Und seitdem ich hatte früher auch extreme Angst, dass mich Menschen mit Schnupfen anstecken und sie haben mich damit Schnupfen angesteckt und dann war ich krank. Und seitdem ich nicht mehr diese Angst habe, können mich Menschen mit Schnupfen ins Gesicht husten und ich werde nicht mehr krank. Also kannst du tatsächlich auf Energieebene beeinflussen, dass du nicht krank wirst, selbst wenn du einen Virus hast. Ja. Und von daher gibt es auch nicht den bösen Virus. Ich wäre nicht so dumm, mir das bewusst auszusetzen. Aber ich fände es sehr reizvoll, also mein Ego, mein total wahnsinniges Ego, fände es sehr reizvoll, mich mal mit Malaria oder AIDS auszusetzen und zu gucken, wie mein Körper darauf reagiert, wenn man keine Angst mehr hat. Oh Mann, ey. Krass. Also der Virus mag tatsächlich physikalisch, falls überhaupt nachweisbar, vorhanden sein.
Und selbst den kannst du nur unter Elektronenrastermikroskop sehen. Ansonsten gibt es viele Viren, die nur ganz, die indirekt nachgewiesen werden, indem zum Beispiel Antikörper überprüft werden. Aber diese, von dieser indirekten Nachprüfmethode halte ich mal gar nichts. Also wenn, dann muss man den Virus direkt nachweisen, indem man den Virus an sich sieht. Und dann müsste man dich halt mit Radioaktivität bestrahlen, damit die Teilchen von den Atomen zurückprallen. Weil ein Virus so arschklein ist, dass du den wirklich nur sehen kannst, wenn du mit Teilchen bestrahlst. Weil Virus ist noch nicht mal Molekül. Doch wenige, ich bin mir nicht ganz sicher. Virus ist, glaube ich, nur wenige Atome groß, sagen wir es mal so. Das ist noch nicht mal eine Zelle. Und also du kannst tatsächlich physikalisch, du kannst mit dem Geist das komplett beeinflussen. Das mag Menschen, die der Wissenschaft verfallen sind und dem Falschen selbst, die erklären mich gerade für wahnsinnig, weil die Realität für festphysisch halten. Du kannst 99% der anderen 10% wahrscheinlich mit deiner Gedankenkraft vollständig Herr werden. Und dann gibt es immer noch die paar Dinge, die dich treffen, die sind dann richtig hart. Ne? Wenn du dich dann richtig ungesund ernährt hast und dann ist der Krebs schon so weit fortgeschritten, dann hilft dann auch keine gesunde Ernährung, keine Entgiftung und keine geistige Projizierung mehr, dann ist es dann zu spät. Aber an sich ist es ein Pech. Da würde ich da auch keine Leitgeschichte draus machen, sonst einfach akzeptieren, wenn ich so doof war, mich ein Leben lang so falsch zu verhalten, dass mir das so krass passiert. Aber unter dem Prinzip kann ich sagen, es gibt keine Krankheiten. Ja, krasse Meinung, ja. Auch diese Beulenpest oder so, oder was Ratten damals verbreitet haben im Mittelalter, das war einfach nur ein geballter Virus. Ein paar haben den überlebt. Wenn du das Richtige zu dir nimmst, es gibt ja natürliche Dinge, natürliche Schäden, zum Beispiel, wenn die damals zum MMS gekannt hätten, hätte das vielleicht das völlig weggeballert. Oder wenn die richtige Art Pflanze gegessen hätten, mit dem richtigen Stoff. Also zum einen gibt es immer was in der Natur, also selbst wenn sowas richtig Krasses ist, wo du kaum noch Einfluss dran hast, gibt es auf jeden Fall Stoff in der Natur, der dagegen helfen kann. Ja. Insofern die Krankheit nicht zu weit fortgeschritten ist. Also ist auch die Pest in meinen Augen nichts Tödliches. Weder die Pest noch Malaria noch AIDS sehe ich als tödlich an. Bei manchen Viren bin ich mir der Existenz noch nicht mal sicher. Ja. Du kannst das alles mit dem richtigen Stoff und dem Geist beeinflussen. Wer es nicht glaubt, leidet halt weiter. Da wird dann ein Verstandengebäude aus Angst machen, will sich dann schützen, ballert sich dann 1000 Giftimpfungen rein und wird dann noch 1000 allergische Reaktionen bekommen und gar nicht mehr essen können. Und dann wird das Angstgebäude noch größer und dann ist die böse. Was meinst du, was ich mit meiner Jugend und Kindheit gemacht habe? Was Ärzte in einer Tour und meine Eltern immer schön mitgemacht waren, was Ärzte mir in einer Tour eingeredet sollten, was an mir alles krank ist, was an mir rumgeschnibbelt wurde, was an mir reingesteckt wurde. Das waren alles Dinge, die keine Krankheiten waren. Und ich dachte, das Leben ist grausam und schrecklich, weil der Körper dieser grausamen Umwelt ausgesetzt ist, nur irgendwelche Krankheiten kriegt. Dabei war das deren Fantasiegebäude. Ich hatte keine Krankheit bis zum heutigen Tag. Ja, das ist schon das Letzte, was mir angedichtet hat, das war 2010. Da wollte man in meinen Knochen bohren, weil wir da etwas auf einem Röntgenbild erkannt haben, was denen dort nicht gefallen hat. Ja. Dabei lebe ich seit 20 Jahren damit und kann mich perfekt bewegen. Ja. Da sind wir dann wieder bei den Wahnsinnigen angekommen, wa? Ja. Und 2010 war ich auch schon so reflektiert, dass ich gesagt habe, nee, ich werde davon nicht sterben. Ich lebe damit seit fast 25 Jahren. Und diesen Effekt, den die gesehen haben im Knochen, der hat meine ganze Familie. Das ist genetisch vererbt. Und die leben damit seit insgesamt 180 Jahren. Aber für die war es das pure Böse, man musste es wieder rausbohren und rausschnibbeln und rausschneiden und alles Mögliche. Und die erfinden Krankheiten. Ja, das Ego erfindet aus Angst Krankheiten. Es gibt keine Krankheiten auf diesem Planeten. Da durfte ich auch nicht mal leben, bei dem, was sich das Ego alles ausdenkt und was da Angst hat. Es ist ja ein Wunder, dass ich noch lebe. Obwohl ich gar nicht zum Arzt gehe, komisch. Und wenn es dann doch mal passiert, dass ein Kind einen Gendefekt hatte oder sich schlecht ernährt hat und dass ein Kind dann frühzeitig stirbt, dann gibt es das auch nur zu akzeptieren. Da mache ich auch kein Drama draus. Dann ist es halt so. Da muss man auch das Kind nicht schützen mit einer 20-Fach-Impfung, damit das Jahr überlebt. Naja, klar. Genau. Das ist der krankeste Scheiß, den man überhaupt mit dem Kind abziehen kann, ja. Und das tut mir, das sehe ich bei meinem Kumpel, den ich seit 20 Jahren kenne, und seiner Familie, den sein Kind muss andauernd inhalieren, damit es Luft kriegt. Und
das Kind hat schon regelrecht Angst davor und kriegt schon Panikattacken, wenn die Eltern sagen, du musst das machen, du kriegst sonst keine Luft mehr. In dem Moment kriegt das Kind schon Angst und Panik und kriegt dann keine Luft mehr. Das ist auch nur im Kopf des Kindes. Und selbst, und weil es ein Arzt gesagt hat, der müsse dieses täglich inhalieren. Und selbst dann könnte was mit dem Kind sein, dass es das eventuell muss, weil es vielleicht eine Impfung zu viel abgekriegt hat oder und sich darauf giftet, dass es ein Leben lang keine Luft mehr kriegt. Also ein Schwachsinn. Das Kind stirbt jetzt schon Todesängste und ist nicht mal 5. Krass. Wenn die Natur entscheidet, das Kind soll sterben, ist es so, Punkt. Es gibt keinen Grund, da was dagegen zu machen, weil jede Maßnahme von Ego das Kind nur noch mehr quält und noch kränker macht und noch mehr leiden lässt. Wenn dann der Effekt bekommt, dass es dann halt stirbt, ist es halt so, oder? Warum wird dann Drama draus gemacht? Ich kann auch ein Kind lieben, ohne also das wirkt natürlich fürs Ego der anderen, die in der Matrix-Gedanken Gebäude sind sehr kaltherzig. Ja. Ich kann das Kind auch lieben, ohne dass ich Panikattacken um es drum herum baue, und ich kann auch akzeptieren, wenn es stirbt. Das bedeutet nicht, dass ich das Kind nicht über alles geliebt habe, ich bin nur an die Akzeptanz gegangen und habe die Realität genommen, so wie sie eben ist. Ein ständiger Wandel aus Entstehen und Vergehen. Und davor bin ich nicht gefeilt, davor ist mein Kind nicht gefeilt, davor ist mein PC-Monitor nicht gefeilt. Das trifft auf alles zu. Wenn man den Wandel akzeptiert und das ständige Stehen und Vergehen, dann liebt man den Menschen, solange man ihn hat. Und dabei ist es egal, ob man ihn 3 Jahre oder 30 Jahre hat oder 300 Jahre. Man liebt den Menschen und baut kein Angstgebäude drauf, weil Liebe klammert nicht, hält fest, baut Angstgebäude fest, sondern Liebe lässt ziehen, lässt los. Zitat, Gespräche mit Gott. Ja. Alles andere ist Angst. Genau. Wir wollen doch mein Kind nur aus Liebe schützen, wir lieben es doch, wir müssen da jetzt alles Mögliche machen, das geht so. Könnte ich mich stundenlang aufregen. Das Thema triggert mich ohne Ende, weil ich nur gelitten habe unter dieser Panik. Das ist nicht Liebe. Liebe heißt, auch das Kind loslassen zu können. Und selber auch die Erfahrung machen zu lassen, ja. Ja, klar. Ja. Man muss das Kind nicht vor allem schützen, man muss das Kind vor wenigsten Dingen schützen. Und dieser Matrixstraße davon halten, dass es nicht vom Bus überfahren wird, ist eine Sache, aber ansonsten muss man Kind vor gar nicht schützen. Es gibt da auch eine YouTuberin, ich weiß nicht, wie die heißt, die hat auch gesagt, sie macht ihr gesamte Wohnung kindersicher, klebt alle spitzen Ecken ab und was nicht alles, ja, damit dem Kind ja nichts passiert. Ja, da würde sich das Kind ja nicht verletzen, das war schlecht. Du kannst diesen Erfahrungswert nicht haben, das ist Dualität geschaffen, weil Schmerz dazu gehört. Ich habe als Kind in der DDR auf eine offene Ofenplatte gefasst, die so tausende Grade hatte. Ich auch. Ja. Das hat Zentimeter hohe Blasen gebildet auf meiner Hand. Das war ein Schmerz. Also ich habe es trotzdem immer und immer wieder gemacht, ja. Lol, na ich nicht. Jetzt hat meine Mutter so schräg, weil ich das immer wieder gemacht habe. Ich habe nicht daraus gelernt, ja. Geil. Ja, also das war schon heftig. Ja. Und meine Mutter hat es dann wieder schlimmer gemacht, als die ganze Situation war. Dann war ich wieder schuld, dass mir sowas passiert und ich sei doch der Böse. Wie kann man nur so dumm sein, um sowas zu machen und. Da fing diese ganze Jammer- und Opferhaltung schon wieder an. Und das hat mich dann auch psychisch belastet. Aber im Grunde genommen war das Erlebnis selber nicht das Schlimme. Das Schlimme war wieder das Angstgebäude meiner Mutter. Und das Erlebnis selber hat mir einfach nur gesagt, ja, festhalten nicht mehr hin, ist sinnvoll. Ich habe gelernt und das war nicht so schlimm. Es war gehalten, das war gut. Das Schlimme war, dass ich mit dieser Wunde und dieser Binde, die ich dann um die Hand hatte, nachdem man diese abgebrannte Haut abgeschnitten wurde, hatte ich ja offene, fleischrohe Wunden. Und dann wurde das mit einer Binde drum gemacht und dann musste ich damit in den Kindergarten. Das war natürlich nicht sehr angenehm. A, ich hatte Angst vor Menschen. B, die Wunde hat sich, der Verband hat sich dann auch gelöst. Und ich hatte panische Angst, dass ich dadurch sterben könnte, etc., etc., etc. Ganz schrecklich alles. Man schickt ein Kind nicht in die Matrix. Das Kind braucht dich. Das Kind ist emotional abhängig und es braucht dich. Du kannst ein Kind nicht weggehen. Das braucht dich 24 Stunden. Bis es 99 ist, sage ich immer. Es ist dann meistens so, dass sich das Kind dann freiwillig löst und man lässt das Kind nur los, wenn es sich freiwillig lösen will. Das passiert dann meistens zur Pubertät. Und dann lässt man Kind ziehen und gut ist. Auch bis dahin braucht es dich voll und ganz. Das hat bei anderen Menschen nichts verloren. Also denke ich mal, bist du auch der Meinung, dass man als Familie immer zusammenbleiben sollte, ja? Nein, gar nicht. Okay. Dass ich nicht wegen dem Kind zu einem Partner zwingen, nein. Aber bei welchem Partner das Kind auch immer bleibt, beziehungsweise wohnt. Weil man kann ja auch mit dem Kind trotzdem noch sehr viel Zeit verbringen, auch wenn man getrennt lebt. Man kann das Kind bei erleuchteten Menschen, die einfach nur aus das sind meistens ganz banale Gründe, warum die nicht mehr zusammen sein sollen, die akzeptieren das da voll und ganz. Du kannst dein Kind ja dann trotzdem jeden Tag sehen. Wichtig ist jedoch, dass es bei einem Elternteil unterbrochen bleibt, 24, dass es wenigstens eine Bezugsperson hat, wo das Kind sich wohl und geborgen fühlt. Und dass es nicht in eine Matrix-Einrichtung kommt, wo es getrennt ist von beiden Elternteilen. Das geht natürlich nicht. Ja.
Aber ich sehe da auch keinen Unterschied. Ich sage jetzt auch nicht, der männliche Teil oder der weibliche Teil wäre sicher, wäre sinnvoller, das Kind, wichtig ist es, dass es überhaupt der Elternteil Bezugspunkt hat. Das ist egal, ob das dann beim Vater bleibt oder bei der Mutter. Oder besser gesagt, man spricht ja da mehr von Wohnen. Man muss ja nicht getrennt sein. Nur in der Matrix, da kloppen sich die Paare und jeden Streit auseinander. In meiner Welt geht man mit Liebe auseinander. Und da ist für das Kind dann trotzdem noch da, auch wenn man nicht mal zusammen lebt. Aber man sollte sich nicht zwingen, welchen Kind zusammen sein. Aber als ein Elternteil sollte sich schon dazu bereit erklären, ja, ich kümmere mich um das Kind, das hat bei mir zu sein, bis es sich selber lösen möchte. Also sollte man die Verantwortung definitiv übernehmen dann. Ein Elternteil auf jeden Fall. Oder bei nicht, wie schon gesagt, in meiner Welt geht man nicht mit Streit auseinander. Da kennt das Kind genauso gut eine Woche bei dem leben, eine Woche bei dem, eine Woche bei dem, eine Woche bei dem. Ne? Das ist im Grunde genommen nur ein nicht mehr Zusammenleben der Eltern. Und wenn man jetzt ein großes Haus hätte, könnte man sogar noch als Eltern zusammenleben, nur halt nicht mehr eine Beziehung führen. Dann wäre man noch öfter für das Kind da. Und das Kind wohnt ein Jahr dort und ein Jahr dort. Das ist ohne weiteres möglich. Wenn du aus Liebe handelst, kannst du auch, weil alles andere würde dich ja schon wieder zwingen, Jahrzehnte einen Partner anzuhaften, mit dem du vielleicht gar nicht zusammen sein würdest. Das würde dir schaden. Und wenn es dir schlecht geht, Dem Kind auch. Wenn es dir schlecht geht, jetzt allen anderen auch schlecht, und dann kannst du für dein Kind kein schönes Elternteil sein. So sieht's aus. Und in der Matrix kennen die immer nur diese aus dem Streit auseinandergegangenen Beziehungen. Und dass das schlecht sei fürs Kind, wenn es dann nie mehr den anderen Elternteil sehen wird. Und dann gibt es noch Sorgerecht, Klagen und all so ein Schwachsinn. Nein. Wenn man jetzt das mal im Besitz-Ego ausdrückt, dann gehört das Kind nach wie vor beiden Eltern. Und das sollte auch vollen Zugriff auf beide Eltern jederzeit haben. Also für mein Kind wäre ich immer da. Wenn sich das entscheidet, dass nur ich mich alleine darum kümmern wollen sollte, dann würde ich das auch ohne mit der Mutter zusammen tun. Ich mag Kinder, ich liebe Kinder, ich freue mich schon auf die Herausforderung. Das kenne ich nichts. Naja. Das ist ein Thema, Junge, da könnte ich mich noch Stunden drüber aufregen. Ja, ich merke das schon, ja, auf Was jeden die da für Fall. ein Gedankengebäude draus machen aus einer Trennung. Wir sind stetiger Wandel und die Gefahr besteht, dass man Partner verliert. Das ist natürlich auch kein Muss. Es kann natürlich auch sein, dass man 40 Jahre mit einem Partner zusammen ist. Auch dennoch kann es jeden Tag passieren, dass es irgendwelche Unstimmigkeiten gibt, wo man sich mehr schadet als nützt. Und dann ist die Beziehung eben vorbei. Und das Problem ist, dass ja dann etliche Traumata in den Kindern geschaffen und erschaffen werden, ja. So ein Blödsinn. Du triggerst mich gerne, oder? Ja, natürlich. Bei einer Trennung aus Liebe existiert kein Trauma da beim Kind. Da ja beide rund um die Uhr für das Kind da sein. Bei einer offenen Liebe, wie soll ich das erklären? Da machen nicht nur die Partner, wenn sie zusammen sind, noch Dinge bedingungslos füreinander, sondern es gilt auch für das Kind. Die Kindererziehung wird nicht an Bedingungen geknüpft. Das heißt, das Kind kann genauso über seine Erziehung entscheiden, wie es will. Und wenn das Kind jetzt in dem emotionalen Gefühl ist, ich möchte jetzt die nächsten Stunden oder Tage bei meiner Mutter sein, dann entscheidet das Kind. Und wenn das Kind dann eine Emotion hat, ich möchte bei meinem Vater sein, dann entscheidet das Kind und geht zum Vater. Das Kind hat zu entscheiden, nicht die Eltern. Das Emotionalfeld des Kindes wird berücksichtigt und das hat ja kein Traumata, weil das Kind kann nur Traumata haben, wenn es sich von irgendetwas getrennt fühlt. Eine Trennung in einer vernünftigen, getrennten Beziehung gibt es aber keine Trennung. Man kann sich sogar trennen und keine Beziehung mehr haben und trotzdem noch lieben. Das erklärt Christian Pörzel in seinen Videos immer rauf und runter. Nur weil alle Beziehungsaspekte nicht mehr funktionieren und man aus gewissen Gründen keine Beziehung mehr haben möchte, heißt das noch lange nicht, dass man den Menschen dann hasst. Und dann ist das bedingungslos und das Kind kann frei entscheiden. Sofern es die Qualitäten hat, es entscheidend zu. Man sollte halt auf die Emotionen des Kindes hören und nicht auf die logischen Entscheidungen eines Kindes, weil das geht noch nicht so in dem Alter. Man zieht einfach die Emotionen des Kindes mit ein und macht das, was das Kind möchte. Punkt. Merke mir schon, du bist da sehr tief in der Thematik drin, auf jeden Fall. Natürlich, mein Verstand arbeitet 24 Stunden am Tag in einer perfekten Beziehung. Ja. Krass, ey. Oh Mann. Hast du dir was vorgenommen? Ja. Weil je bewusster du wirst, desto schwieriger wird es, den perfekten oder passenden Partner zu finden. Stimmt. Ja. Aber je bewusster ich werde, je unbewusster kann der Partner auch sein. Also, je bewusster ich werde, ich muss den nicht mit Zwang und Ego-Konzepten ändern, sondern das geschieht dann automatisch. Der Partner
kann sein Ego-Konzept in meiner Gegenwart dann nicht ausleben und die vergehen dann von ganz allein. Genau. Je bewusster ich werde, je auf je unbewussterer Partner kann ich mich einlassen. Genau, weil du kannst in keiner Weise mehr getriggert werden. Ja, und dann lösen sich die ganzen Widerstände auch beim Partner auf und dann wird er ein ganz anderer Mensch. Genau. Ja. Ein Erleuchteter kann nur Erleuchtete schaffen, es geht gar nicht anders. Ja, liebevoll vorleben ist das Wichtigste überhaupt, ja. Ja. In jeder Situation. Ja, also von daher sehe ich das nicht das Problem. Bei 7 Milliarden Menschen keinen Partner zu finden. Oh, wunderbar, sehr schön. Na siehst du, dann haben waren wir das schon, waren das jetzt schon alle Fragen? Jetzt waren es alle Fragen, genau. Ich bin gerade in Stimmung. Echt? Du musst gleich noch ein einstündiges Video hinterher drehen. Jetzt hast du mich getriggert. Immer wenn du so ein emotionales Thema bei mir triggerst, da könnte ich auch was vom Stapel lassen. Alter Schwede. Na ja, dann mach das einfach. Erzähl mal wirklich, was du ja so vom Herzen sagen willst, ja. Ich brauche mal einen Anker. Ich brauche schon ein Thema, was man vorgibt. Also gerade, was du gerade hattest, Kindeserziehung. Ja? Also wie viele Mütter glauben, sie müssten dem Kind in jeder Situation alles erklären, alles beibringen, schützen und was nicht alle Vorschriften machen, regeln, was man alle beachten muss, weil sich sonst andere Menschen beleidigt fühlen oder was auch immer. Dass man das mal auflöst, das Ganze. Dass man das eben nicht machen sollte. Das ist eben wieder die Wahrnehmung einer festphysischen Welt und die Angst vor dem Tod. Wenn man die nicht hat, dann lässt man das Kind einfach ziehen aus Liebe. Entweder stirbt oder so überlebt. Punkt. Ja, genau. Es muss seine eigenen Erfahrungen machen. So genau. Sieht's aus. Das gilt auch für mein Leben. Ich gehe raus und ich kann jederzeit vom Bus überfahren werden. Entweder ich überlebe oder ich sterbe. Punkt. Das ist Leben. So sieht's aus. Und wenn man keine Angst um sein Kind hat, wenn man den Tod des Kindes schon akzeptiert, noch bevor es geboren worden ist, hat man keine Angst um das Kind. Und dann und nur daraus kann eine harmonische, liebevolle Erziehung bestehen. Weil dann handelt man nämlich aus Liebe und nicht mehr aus Angst. Ja. Das kommt nämlich hinzu, dass so viele Eltern ihre Kinder anbrüllen oder verdreschen oder auch nur eine Schelle geben oder auf den Po. Das kann alles nicht angehen. Ja? Also, dass darüber auch mal redest. Weil viele Eltern glauben nicht, dass man. Pass auf, letztens, ist ein paar Jahre her in der Videothek, da war ich auch mit jemandem kumpelmäßig ein bisschen zusammen. Der hat mir erzählt, weil ich ihm gesagt habe, Kinder schlägt man. Ich würde niemals mein eigenes Kind schlagen. Da sagt er, doch, es gibt Situationen, da musst du dein Kind schlagen, sonst versteht es dich nicht. Das denkt das Ego. Ja, das ist so krank gewesen. Das denkt das Ego. Das ist nicht anders. Weil es gibt Dinge, das versteht das Kind nicht, aber das Ego regt sich darüber auf, dass das Kind es nicht versteht und das ist dann anstrengend. Das kostet Energie. Kinder kosten unmenschliche Energie. Ja. Genau. Da kommt selbst der Erleuchtete an seine Grenzen. Ich sehe es an meiner spirituellen Lehre, die Erschöpfung. Kinder kosten unendlich Energie. Und weil das Ego es nicht, und dieses Gefühl nicht mag, wird dann natürlich gehauen, damit die Situation schnell geklärt wird. Aber das geht so nicht. Nee, so sieht es nämlich aus. Das ist das Allerletzte. Man muss da immer bei sich bleiben und in seiner Liebe. Dann strengt die Kind auch nicht an. Genau. Was ich ja zum Beispiel an Kindern sehr anstrengend empfinde, ist, wenn sie gleichmäßige Geräusche von sich geben. Baby, die haben was in der Hand und machen dann die ganze Zeit. Das will sie dann nur töten. Das Ego will das Kind dann nur noch töten. Ich sehe das heute anders. Ich würde erstmal den Lärmpegel von meinen Ohren geringer und erstmal Ohrstöpsel reinmachen. Damit ich erstmal physikalisch nicht geschadet werde. Und dann kann ich mich um die Situation kümmern und das Kind beobachten und sagen, braucht es etwas? Also entweder macht es das Geräusch nur, um eine Erfahrung zu machen, um was zu erleben, um sich auszutesten, oder macht es das Geräusch, was jetzt irgendein Bedürfnis hat. Und das kann ich dann in Ruhe beobachten, wenn doch mal dieser Lärmpegel gestört wird. Also solange das Kind klein ist, also Baustellen, Kopfhörer auf, und dann kann das erstmal nicht so reizen. Weil das wird dann nicht mehr überflutet. Das tut ja auch weh im Ohr und das tut dann weh in der Psyche und das damit, du musst dich erstmal vor den Reizen schützen, die ein Kind von sich gibt. Und dann kannst du mit den Augen neutral beobachten und dir Zeit für das Kind nehmen. Auch bei dir bleiben, deine Emotionen bearbeiten, was macht das mit mir? Und dann kann man emotional auf das Kind eingehen, man kann das schon wahrnehmen, was das Kind braucht. Aber wenn der Verstand jetzt überlegt, das Kind weint den ganzen Tag, nur ich weiß nicht, was los ist, was kann es denn brauchen, ich habe schon alles ausprobiert, schon dreimal die Windel gewechselt und Milch gegeben und das Kind weint immer noch. Es weint nur aus einem Grund, du hast Widerstände in dir. Wenn er leuchtet, der Kind erzieht, weint das nie. Guck dir diesen Marco Hümer an, denn sein Kind schläft den ganzen Tag nur. Wenn du keine Widerstände hast, wenn du keine Widerstände in dir hast, dann ist das Kind ruhig. Das ist nur dein Spiegel. Hashtag Spiegelgesetz. Ja, die innere Unruhe. Wenn dein Kind innere Unruhe hat, dann spiegelt der dir dich. Wenn du in dir gelassen bist, das funktioniert bei Hunden genauso, das funktioniert mit Kindererziehung. Wenn du ruhig bist, bleibt das Kind auch. Und ich habe ja das Beispiel in meinem Video schon genannt mit dieser
Mutter da im Einkaufsladen, die ganz ruhig geblieben ist, als das Kind das Brötchen weggeschmissen hat. Genau. Der hat das aufgehoben mit einer Gelassenheit, das war ja unglaublich. Ja. Das Kind war die ganze Zeit glücklich. Hat sich schön angehört, auf jeden Fall. Ja. Wenn dann ein Kind weint im Einkaufsladen und es Ruhe geben, das hatte ich in dem Tag auch wieder, schon etwas länger her, da wird das Kind voll gemeckert, dass es nicht nerven soll. Das sei so anstrengend. Und im Grunde genommen ist das nur das Ego, dass ich mich konzentrieren kann. Durch die gleichmäßigen Geräusche kann sich das Ego nicht konzentrieren. Das hasst der Verstand ohne Ende. Du wirst durch ein Kind aus der Konzentration gerissen. Und es kostet natürlich zusätzlich Energie, weil es immer irgendetwas will. Ja. Ich bin mir dieser ganzen Mechanismen bewusst. Und ohne Eckhart Tolle hätte ich sogar Todesängste vor diesem Zustand, wenn ich mir meines eigenen Egos nicht bewusst bin. Aber so sehe ich das Ganze gelassen. Ein Kind ist nicht anstrengend, wenn du ein Buddha bist. So einfach ist das. So kann man es runterbrechen. Wenn ein Kind das im Laden nicht darf, und dann sieht das Kind hat natürlich auch ein Ego. Das ist nicht immer konditioniert. Der Verstand ist ja auch so da. Wenn man da nicht aufpasst, dann sucht das Kind natürlich im Laden und will alles haben. Das ist natürlich deutlich weniger der Drang, wenn das Kind vorher nicht mit Fernsehwerbung doktriniert wurde, dann ist das natürlich unendlich, dieses haben wollen im Laden. Aber auch dann wird ein Kind im Laden alles Mögliche haben wollen, was es nicht haben darf. Und dann hast du vielleicht im Laden nicht die Lust, die Zeit und die Geduld, das dem dort zu erklären. Dann musst du dem das entweder vorher erklären, und wenn es dann dauerhaft nicht versteht, ich muss dazu sagen, dass das natürlich ein Laden so aufgebaut ist, dass es verführerisch wirkt. Dass die Produkte so gepriesen werden, dass du die haben möchtest. Und das ist die nächste Matrix-Einrichtung. Ein Kind hat in einem Einkaufsladen nichts verloren. Punkt. Es kommt da nicht hin. Da kannst du auch nicht Dinge sehen, die es haben will. Das sind so viele Einflüsse. Das ist eine Flutwelle an Eindrücken. Und da ein Kind neugierig ist und lernen will, das will nicht unbedingt das Produkt haben. Das will einfach nur damit rumspielen und es erforschen. Ne? Das sind so viele krasse Einflüsse. Davon musst du das Kind auch schützen. Das Kind nimmt man nicht mit einkaufen. Das hat mir auch mein Cousin damals schon vor 10 Jahren gesagt. Kinder nerven nur beim Einkaufen. Meine Eltern haben mich nie mit zum Einkaufen genommen. Ich fand das gut. Die haben das genau richtig gemacht, hat er gesagt. Da habe ich schon erkannt, ja klar, was hat das Kind in dieser Matrix-Einrichtung zu suchen? Nichts. Ja. Der Wald und eine Höhle. Da hat ein Kind sich rumzutreiben. Wie ist es in der Natur, wenn wir noch in der Natur wären? Da kann es Eindrücke und da kann es forschen, weil da kostet es nichts. Da kann es jeden Ast anfassen und jeden Baum langkratzen. Da kannst du Dinge kaputt machen, da kannst du erforschen. Das ist unser natürlicher Trieb. Das passt natürlich in die Ego-Matrix nicht. Überall lädt, alles schnieke sind, hübsch gepackt und hübsch bunt und alles teuer und das gehört jemandem und das kann man dem Kind nicht begreiflich machen, dass es dem Kind nicht gehört. Dann kann man das Kind nicht dafür vollmeckern, dass es das haben möchte. Oder man sollte dem Kind eine Umgebung bieten, wo es einfach alles darf. Wo es einfach alles anfassen kann, wo es seinen natürlichen Trieb des Erforschens preisen kann, ausleben kann. Ja. Genau. Deswegen ist es wirklich das Beste, was man machen kann, mit Kindern mit raus in die Natur zu nehmen, in den Wald, ja, in die Felder und die Berge und was nicht alles. Ja, das ist das Beste, Matrix alles redet, aber ich habe doch nie Zeit, ich muss doch immer arbeiten, 6 Tage die Woche, 8 Stunden am Tag, wann soll ich Zeit für mein Kind haben? Das ist dann nur in der Schule, dann kompensiert es vom Laptop, da ist nichts mit Natur. Und dann muss ich mit zum Einkaufen nehmen, weil ich so wenig Zeit habe oder weil ich nicht, kann das Kind allein nicht zu Hause lassen, das könnte ja sterben. Oder irgendwas kaputt machen. Nee, wird es definitiv nicht. Und natürlich bei ganz kleinen Baby, da kann natürlich zum Beispiel ein Elternteil mit dem Kind zu Hause bleiben, das andere Elternteil geht einkaufen, zum Beispiel oder so. Es gibt schon immer Wege, dem Kind diesen Eindrücken nicht auszusetzen. Und genau, raus in die Natur, Punkt. Genau. Arbeiten tut man sowieso nicht. Das tun nur Menschen, die die Welt nicht verstanden haben. Und also hat man auch 24 Stunden Zeit für sein Kind und dann geht man mit dem raus in die Natur und das ist gut so und dann kann es im Dreck krabbeln und sich mal ein paar Keime holen, damit es Abwehrstoffe bricht. Definitiv, ja. Bisschen Erde essen und so. Sehr gesund. Ja, mache ich auch. Zeolit, Bentonit und Urgesteinsmehl esse ich auch, ja. Habe ich auch kiloweise. Da traue ich mich noch nicht seit meiner letzten mineralen Vergiftung. Seitdem halte ich mich gerade da ganz doll fern. Ja, ist logisch. Und wenn ich sowas jemals wieder teste, so eine Prise Salz, so eine Prise Bentonit würde ich dann mal testen. Mal gucken, wie mein Körper reagiert, so eine ganz kleine Prise. Naja, klar. Taste ich mich sehr langsam ran. Generell, seitdem einer Vergiftung taste ich mich unglaublich langsam ran. Deswegen traue ich mich bis heute MMS nicht zu nehmen. Aber ich werde mal so eine Kapsel OPC öffnen und nur mal so einen kleinen Punkt aus einer Kapsel, so ein kleines Granulatding essen. Gucken, ob ich das überlebe, weil das Blut soll ja verdünnen, der Herzschlag soll dadurch höher werden. Es kann einem warm davon werden und deswegen gehe ich da sehr, sehr sachte mit um. Ich habe mal Yohimbe probiert, da habe ich 7 Stunden lang gezittert, das war ein Zeug, ey. Ah ja, scheiße. Kennst du Yohimbe? Das ist so Extrakt aus Baumrinde und soll die Fettverbrennung anregen. Habe ich auch mal experimentiert. Und ich habe das auch so stark dosiert genommen, dass Schweißschübe,
flauer Magen, kriegst nicht mehr rein, kriegst keinen Hunger, kannst nicht mehr essen, du schwitzt und zitterst die ganze Zeit. Aber dafür habe ich auch 2 Kilo in 6 Stunden abgenommen. Also es funktioniert tatsächlich. Hammer, wow. Das ist ein Fettverbrenner ohne Ende. Ich komme dann wieder mit auf Toilette. Das ist natürlich auch Fettverbrenner, aber wie schon gesagt, nicht in der Dosis. Ja, wie gesagt, gleich wieder da, gehen auf Toilette. Naja. Da bin ich wieder. Ja, genau. Also Juhinde waren natürlicher Fettverbrenner. Das nehmt da irgendwelche Urvölker im Amazonas, um sich in Rauschzustände zu bringen. Und das, auch das sollte man echt nicht überdosiert nehmen. Auch ein sehr guter Fettverbrenner. Für alle, die auf Diät wollen, probiert mal Johimbe. Also ein Zehntel von der empfohlenen Dosis, bitte. Sonst kommt ihr aus dem Zittern und Schweißschüben nicht mehr raus. Heftig. Und da, seitdem bin ich auch vorsichtig. Also einmal habe ich mir rein vergiftet und ich hatte 2 Wochen Lava am Kopf und durch das Johimbe habe ich dann 8 Stunden gezittert und geschwitzt. Ich dachte auch, ich sterbe, aber ich habe mit aller Macht gesagt, scheißegal, du gehst jetzt trotzdem nicht zum Arzt. Ich habe das zu Hause durchgestanden. Ja. Ein anderer haben es ja auch vor der Kamera präsentiert und gezittert und ich wusste, dass man das überlebt. Ja, es bringt den Körper zum Zittern und es ist unglaublich viel Fettverbrennung, was da entsteht. Im Grunde genommen vertausendfachst du deinen Stoffwechsel innerhalb von Sekunden. Wahnsinn, wow. Wenn du Schweißschübe, dann frierst du. Wenn du Schweißschübe, dann frierst du. Wenn du Schweißschübe, dann frierst du. Auf. Und essen kannst du gar nichts. So wie du was im Magen hast, denkst du, hast Bleigumpen im Magen. Also deswegen wird es auch als Appetitzügler verwendet. Ich habe nicht mal ein paar Nudeln hintergekriegt. Das ist ganz ätzend. Heftig. Hau Hunger, ja, kannst du nicht nach nicht essen. Ja, all die es nicht wissen, kauft Johimbe. Euer Körper wird katastrophal leiden, aber ihr nehmt davon ab. Könnte eine Möglichkeit sein für einige da draußen. Ne? Ja. Alles mal getestet. Willst du Himbe? Ich hab's noch hier rumstehen. Ich brauch's ja nicht mehr, seitdem ich das einmal gemacht habe. Oh, schön. Du bist der letzte Mensch, der das braucht. Ja. Ja. Okay, sind wir dann jetzt durch? Genau. Ich hätte ja gerne 24 Stunden am Tag. Vor allen Dingen, wenn ich im Einkaufsladen sehe, wie Leute ihre Kinder voll meckern, dann. Weißt du, in der Matrix wird alles verboten. Das Ego schützt sich ja vor sich selbst, indem es die ganzen Gesetze erlässt. Im Grunde genommen schützt sich das Ego nur vor sich selbst. Das Ego macht Dinge, die keinen Sinn machen und muss sich dann wieder schützen vor Dingen, die keinen Sinn machen und haut dann Gesetze raus. Und das Einzige, was man wirklich verbieten müsste, wird dann kurioserweise nicht verboten. Mich wundert es, dass das noch nicht verboten ist. Dass man Eltern die Kindererziehung erlaubt, ohne dass sie Ahnung von Psychologie haben. Das ist mein absolutes Rätsel. Ja. Das ist das Einzige, wo ein Verbot sinnvoll wäre. Natürlich nicht, natürlich nicht im absoluten Sinne, weil es auch schon wieder was mit Widerstand zu tun hat und Kampf und Bedingungen geknüpft ist und muss auch schon wieder Leid verursachen. Aber wenn schon Regeln, dann die sinnvolle, dass die Eltern keine Kinder erziehen, ohne diese Ahnung von sich selbst haben. So sieht es nämlich aus, ja. Das ist der Grundkonsens überhaupt. Da sollte man ansetzen. Wenn man das aufbricht, dann kann nichts mehr passieren nach oben hin. Genau. Selbsterkenntnis und du hast es. Ja. Wie funktioniere ich? Was ist mein Verlangen in mir? Was sind die Widerstände? Was sind die ganzen Mechanismen, die Automatismen, die Energiesprache? Was ist das alles in mir? Das angucken, beobachten, Schlüsse ziehen, da braucht man auch nicht unbedingt mal den spirituellen Lehrer. Man muss nur in sich sehen. Ja. Und schon hätte man alle Probleme der Welt gelöst. Genau. Also der Verstand projiziert immer aufs Außen. Immer ist das Außen schuld an etwas. Immer muss das Außen verändert werden, damit es dir gut geht. Nein. Du musst das Innere verändern, damit es dem Außen gut geht. Und das ist auch die Angst, die ich dem Sascha hier nicht nehmen kann. Das ärgert mich immer ein bisschen. Er hat noch Angst. Er denkt, er projiziert auch noch ein bisschen aufs Außen. Da komme ich noch nicht durch. Das finde ich ein bisschen schade. Er denkt immer, weil für sein Ego gibt es immer noch ein Aber, nämlich, dass es doch Situationen gibt, wo das Außen das Böse ist und wo man das Außen ändern muss. Ich sage, nein, es gibt gar keine Situation im Außen, wo man das Außen ändern muss. Es muss immer nur du und ändern tun. Punkt. Da beginnt es immer. Ja. Und das kriege ich bei Sascha leider noch nicht hin. Ja. Sei ein Buddha. Der guckt ja halt noch viele so eine Sachen, weißt du, Verschwörungskanäle, sage ich mal, und von daher kommt er da auch schwer los, ja. Das war ja auch mein Anfang. Ich habe das ja auch 2 Jahre lang mitgemacht. Im Grunde genommen erinnert er mich an mein früheres Ich. Ja, also die habe ich auch alle durch diese ganzen Kanäle, aber ich habe die auch alle deabonniert wieder, ja. Also weil ich gesehen habe, das reicht jetzt, was ich an Wissen da habe über diese ganze Welt, alles ist irgendwo schlimm und böse, aber irgendwann habe ich damit aufgehört und bei mir dann angefangen, das alles zu lösen. Genau. Ja. Irgendwann zieht es ja nur noch Energie. Hm. Und genug Wissen hat man und man muss die Details nicht mal wissen, welches falsche selbst oder mal gelogen hat. Und ich war genauso vor 2 bis 5 Jahren wie er. Ich musste diese ganzen Prozesse durchlaufen. Zuerst kommt die Erkenntnis, oh, da läuft was falsch. Dann kommt die Wut, weil die Menschen böse Dinge tun. Und dann kommt der dritte Schritt, da muss man in sich schauen, um das zu lösen.
Und diese Brücke schaffen viele nicht. Die bleiben dann in diesem Verschwörungsding dann hängen und projizieren es aufs Außen. Das Außen schuld, das unschlecht. Die vergiften die Felder, die ballern Gift in die Luft, die sind schuld, dass es unschlecht geht. Du kannst auch nicht die bekämpfen, das funktioniert nicht. Du musst in dir anfangen und dein Umfeld was anderes vorleben und dann hast du es. Genau. Dann gibt sich die Kausalkette weiter und die ganze Menschheit kann erwachen, aber ob es das rechtzeitig tut, wer weiß. Ja. Alleine schon, wenn manchmal so eine Demonstrationen sind, wo dann Leute da hinkommen mit Zigarette, mit Bierflasche in der Hand, teilweise ein Joint und weißt du, da denke ich mir auch, so kannst du doch nicht gehen, Leute. Ja. Aber das ist schon heftig, ja. Dann immer gegen irgendjemanden wettern, ja, auf jeden Fall. Bloß nicht für irgendetwas sein, sondern immer gegen etwas, ja. Also. Das ist das Unverstand, Feindbilderschaffung. Das ist immer das böse Außen. Und in dem Moment, wo du gegen etwas kämpfst, für das Gute, gegen etwas kämpfst, lebst du genau denselben Mechanismus, der dafür gesorgt hat, was in denen gewaltet hat, was die machen, dass du bekämpfen willst. Also die, die das Böse da erschaffen haben, die sind ihren Mechanismus des Kämpfens, der Feindbilderschaffung gegangen und wenn du die bekämpfst, gehst du selber den Weg der Feindbilderschaffung des Bekämpfens. Und genau das habe ich in mir ganz intensiv gesehen. Das war eine wunderschöne Erleuchtungserfahrung. Und solange man das noch nicht in sich gesehen hat, wird man noch kämpfen wollen. Genau. Man spielt nach deren Spielregeln. Und da kann man auch verlieren. Geht nach den Spielregeln des Verstandes. Hm. Ja, oder man versucht das Problem damit zu bekämpfen, wie es angefangen hat. Und das funktioniert nicht. Ja. Man kann nicht Ego mit Ego bekämpfen. Keine Chance. Aber mit Feuer funktioniert in dem Fall nicht. Ja, unendliches Spiel. Ja. Feuer mit Wasser funktioniert auch nicht. Das war auch noch ein Kampf. Hm. Und einfach Feuer mit nichts. Dann hast du es. Kämpfe Feuer mit nichts. Sonst wird es ganz alleine ausgehen. Wenn du es mit Feuer, mit Wasser, mit Öl bekippst, dann wird es immer stärker, stärker, stärker. Und wenn du Feuer mit nichts bekämpfst, wird es irgendwann von ganz alleine aufhören. Die Matrix wäre weg. Die Matrix ist ja nur durch die Ego-Konzepte des Verstandes entstanden. Ja. Und sie werden aber immer nur Teilaspekte von der Matrix gesehen. Immer ist das Außen das Böse und es werden immer nur Teilaspekte der Matrix bekämpft. Und das ist ganz schrecklich bei den Verschwörungskanälen. Die sind einfach nur die andere Seite der Metall, die andere Seite der Matrix. Ja. Ist ja wie mit dem Wolf, so eine Indianergeschichte. Da fragt halt so ein kleiner Junge, oder der erzählt ihm eine Geschichte, es gibt so einen Wolf in deinem Inneren, einen Weißen und einen Schwarzen und die kämpfen miteinander und dann fragt er, welcher Wolf wird denn gewinnen und dann sagt der Indianer halt na, den du nährst. Genau, kenne ich. Schön. Wunderschön. Ja. Ich mag solche Indianersprüche. Ja, überhaupt genau, viele so weisen, coolen Sachen, ja. Ganze Bücher voll, ja. Zen-Buddhismus und was es nicht alles gibt, habe ich auch alles da, ja. Also. Hätte dich anfangs auch nicht so eingeschätzt. Ja, cool. Vor einem Jahr, bei unserem ersten Gespräch, habe ich dich eher für einen reinen Verschwörungsheini gehalten. Ja, du warst ja damals auch zu dem Zeitpunkt. Ich lerne jeden Tag von meinen Schülern. Ja, das merke ich sowieso, dass sie ja andauernd immer voneinander lernen, ja, also das ist schon sehr schön. Oder lernen kann, sagen wir mal so, ja. Ja. Wenn man bereit ist zu sehen, zu erkennen, zu verstehen, zu vergeben, zu verzeihen, dann geht das alles reibungslos. Verstand kann nie verzeihen, das habe ich auch in einem Video gesagt. Das geht nur, wenn du über deinen Verstand blickst. Das verstehen die meisten nicht, weil sie glauben, sie wären ihr Verstand. Ich bin doch das, was denkt. Ja, da identifiziere ich mich noch zu sehr damit, ja. Aber ich kriege auch noch hin. Was, du identifizierst dich auch noch damit? Ein kleines bisschen auf gewissen Ebenen, klar. Okay. Deswegen will ich auch keine Kinder und keine Frau, weil ich glaube, ich würde dann wieder zu tief in die Matrix reinfallen, weißt du? Ja, mach dich nicht zu klein. Also, das ist einfach so ein Angstgedanke. Ich könnte ja zurückfallen, ich könnte ja schwächer werden, ich könnte ja weniger wert sein, ich könnte ja auch ganze... Das sind alles diese Ängste, an denen würde ich arbeiten. In dem Moment, wo das Vertrauen in dich da ist, ist nichts mehr da, was du im Leben nicht machen könntest oder falsch machen könntest. Also baue jetzt dein Vertrauen auf. Ja, ja, genau. Es ist leichter gesagt als getan, aber mit spirituellen Lehren kriegt man es hin. Ja. Einfach nur die Floskel, sei weniger schüchtern, baue Vertrauen auf, das funktioniert natürlich nicht. Ja. Mhm. Ja, jetzt noch die eine Geschichte, welchen die Videospielzerfall.
die Leute, ich kann die ja nicht bewusst prüfen, die bei mir in den Chat kommen. Ich würde gerne jeden Menschen aufklären darüber, wie die Dinge sind, aber die in meinen Chat kommen, in meinem Videospiel-Chat, die sind nicht wirklich offen. Du kannst eigentlich das Beste, was du tun kannst, ist nur das Falsche selbst von denen ein bisschen beruhigen und besänftigen und ein bisschen was anderes vorleben. Und dann habe ich einfach mal meine Meinung gesagt, wie ich mit Videospielen umgehe. Weil für die haben ja alle kein Geld, außer ein paar reiche Jugendliche, die von den Eltern noch einen Arsch gesteckt bekommen. Die haben alle kein Geld und wollen auch immer das neueste Videospiel, um sich damit im Wert zu erhöhen. Da muss immer das neueste Videospiel, und wenn das nicht 70 Euro kostet, ist das Videospiel entsperrt. Das heißt, es muss immer Source sein. Und dann habe ich gesagt, nee, ich habe das Geld nicht, ich mache das ganz anders. Ich hasse das Geldsystem wie die Pest. Und jemand, der nur leise zugehört hat, der nur wenige Sätze geschrieben hat, hat danach was ganz Gutes gesagt, nachdem ich meine Geschichte gesagt habe. Ich habe denen erklärt, ich gehe so damit um. Ich lebe immer fünf Jahre in der Zeit. Das heißt, ich kaufe immer Spiele, wenn sie 5 Jahre alt sind. Dann sind die für mich in dem Moment neu und ich kann das genauso erleben wie ihr, wenn ihr es jetzt kaufen würdet. Und das Videospiel wird dadurch nicht mehr oder weniger wert. Ne? Das heißt, es hat genau denselben Wert, wie wenn man es heute 70 bezahlt. In 5 Jahren kostet es nur noch 5 Euro oder gar nichts mehr. Hatte das Videospiel dann denselben Wert und es führt mich dann neu und ich erlebe das. Man muss halt nur 5 Jahre hinterherhängen und gut ist. Und das mache ich mit allen. Da kaufe ich 5 Jahre altes iPod, iPhone hier und 5 Jahre alten Computer, 5 Jahre alten Prozessor, 5 Jahre altes RAM, 5 Jahre alte Kameras, 5 Jahre alte Soundanlagen, 5 Jahre alte Controller, 5 Jahre alte Videospiele und ich habe alles für Centpreise. Ja. Und es wirkt natürlich fürs Ego auch schon so, als müsste man warten, viele Jahre. Und 5 Jahre nicht tun. Doch ich habe so viele andere Dinge noch zu tun, die 5 Jahre das vergehen zu lassen, bis du da hinterher bist. Das ist bei mir schon von allein entstanden. Irgendwann gab es so viele Spiele, dass ich nicht mehr mit den Spielen hinterherkam. Und da sind die mir davon gerannt. Und deswegen kam ich, und als ich dann angekommen war bei dem nächsten Spiel, was ich spielen wollte, war das dann schon 5 Jahre alt. Ja, krass. Weil ich so viele Videospiele auf den Markt hauen, kam ich nicht mehr hinterher und jetzt spiele ich schon Spiele, die ich für brandneu halte, weil ich habe ja auch vor ein paar Jahren was in der Zeitschrift gelesen. Dann denke ich, ach, das ist ein neues Spiel, das kannst du mal austesten. Und dann gucke ich, google ich nach und denke und sehe, ach du Scheiße, das Spiel ist schon 9 Jahre alt. Ups. Ist für mich auch dann brandneu in dem Moment und ich genieße ja. Das. Auch für ja. Die anderen hat es immer einen illusorischen Nichtmehrwert. Das Spiel sei schlecht, das wäre alte Technik, das wäre nicht funktioniert. Ich sage, mein Gott, wenn du in den 18 Jahren ordentlich programmieren hast, wäre das Spiel in den 18 toll. Antworte ich dann immer, auch für die ist das Spiel weniger wert und hat weniger Technik und weniger schöne Dinge, nur allein durch die Illusion, dass Zeit vergangen sei. Und da habe ich ihm gesagt, ich hänge immer 5 Jahre hinterher, da kommst du gut billig weg. Und da hat der eine so ganz spontan gesagt, oh, das ist ein interessanter Gedankenansatz. Und in dem Moment war ich dir klar, wenn einer nicht mehr schreibt und dann sowas raushaut, den hast du jetzt erreicht, der hat es begriffen. In dem bewegt sich was. Der wird jetzt bestimmt wenigstens eine Sache in seinem Leben mal auf diese Sichtweise, er wird wenigstens in dieser einen Sache mal eine neue Sichtweise auf die Dinge werfen und vielleicht Dinge kaufen, die älter sind. Genau. Und da wusste ich, da hast du wieder einen erreicht. Das war schön. Ja, und erzähle die Leute meine Meinung, lebe denen was vor und erreiche tatsächlich Leute, ohne sie bewusst zu beruhigen zu haben. Ja, sehr schön, genau. Das war die Geschichte, die ich jetzt aufnehmen durfte. Das war schön. Und ich habe natürlich, meistens reizt das Ego, wenn ich sage, wie die Dinge sind, dann fühlen sie sich reizt, weil sich der Weltbild zerstört. Und dann hatte ich mal einen, den hat es gar nicht gestört. Der ist die ganze Zeit ruhig und nett zu mir geblieben und weitergesprochen. Und ich dachte mir, jeden anderen, vor allen Dingen den sein Alter, müsste das jetzt triggern ohne Ende. Normalerweise wäre ich deswegen schon beschimpft. Und der bleibt ganz ruhig. Und ich sage, du bist so jemand, der es erkannt hat. Du bist schon bereit dafür. Das, was ich ja von mir gebe, sind tiefen buddhistische Lehren und du fühlst dich dadurch gar nicht triggert. Ich sage, wie kann das sein? Weißt du, was er dann geantwortet hat? Mein Vater ist Buddhist. Dann dachte ich, oh, dann wundert mich das jetzt nicht. Ja, dann ist es klar. Dann war es vorhergesehen. Seine Mutter ist nicht Buddhist, er ist nicht Buddhist, auch sein Vater war Buddhist und er hat schon dadurch Zusammenhänge begriffen, wie die Dinge sind. Und dann hat das null getriggert, das war sehr angenehm. Mal auch für Buddhisten zu treffen, ach, war das schön. Ja, mit Logik, ne? Einfach nur schön. So. So, jetzt sollte ich auch wirklich mal langsam was essen. Ja, genau. Und ich gehe schlafen. Gut. Sag mir dann Bescheid, wenn du wieder was auf dem Herzen hast. Ja, danke dir auf jeden Fall, dass du das mitgemacht hast, die Dreier-Serie, sehr schön, wunderbar. Und mach gern. Meine Fanboys wollen das sehen. Ja, ja, ich mach. Ich dachte, dass das am schnellsten geht. Ja. Und wir sehen, hören, riechen uns und schreiben uns. Okidoki, alles klar. Ja, dann hier mal schön essen und so, wa? Und ich komme seit Tagen nicht zum Video drehen wegen dir. Echt, ja?
habe nur ein Video im Vorlauf. Und wenn ich das gedreht habe, muss ich wieder. Dann habe ich auch schon mal kein Videomaterial mehr für meinen Kanal. Oh, dann werde ich mal extra in die Kirche gehen, nur für dich. Ja, und Buße tun. Ja, genau. Und dann Stockschläge. Und was nicht alles. Und dann gibt es ja auch noch einen Ablasshandel und so. Und mit Gott auch. Klingelbeutel. Ja. Ja. Ein Video von mir gehe ich auch mal mit einem Klingelbeutel rum. Da gebe ich den Leuten die Möglichkeit zu spenden. Wenn sie das wollen. Ja, klar. Ich wünschte sogar, man könnte spenden, nur sein Videos finanzieren und sich finanzieren, dass man keine Werbung mehr braucht. Und die Werbung da erscheinen kann. Das wäre auch noch so ein Wunschraum von mir. Ja. Habe ich noch weiter. Da haben aber schon viele versucht. Das klappt leider nicht, ja. Große YouTuber, dann ist es der Reiz von Werbung. Ja. Große von Spenden leben könnten, das wäre bei mir auch der Fall. Aber im Moment wäre es super. Dass der Reiz der Werbung nicht so groß. Wenn ich jetzt noch Spenden hätte, würde ich sagen, ach scheiß auf die Werbung, scheiß die Werbung aus. Ja, klar. Ach ja, und ich brauche Hilfe. Ich brauche Hilfe. Die haben ja nämlich jetzt das Werbegeld genommen. YouTube gibt kein Werbegeld mehr für unter 10.000 Gesamtklicks. Krass. Das haben die jetzt im April so festgelegt. Weil das soll Müllhochlader verhindern, Müll hochzuladen. Die sollen dadurch demotiviert werden. Ach so. Ich bringe hier immer Content ohne Ende und habe und kriege ja kein Geld mehr, weil ich unter 10.000 Klicks bin. Das ist dann traurig, ja. Das Gute ist, ich motiviere die Leute dazu, die sollen mir mal helfen. Also wenn ihr irgendwann meine Videos nochmal anguckt, ist ja ganz schön. Aber nicht Spam klicken. Spam klicken klappt nicht von derselben IP. Das löscht YouTube dann wieder. Ach so, okay. Also man kann mir nur helfen, indem man einfach meine Videos nochmal guckt. Oder anklickt. Aber nicht jetzt 100 Mal ein Video. Das funktioniert nicht. Okay. 10.000 Klicks schneller voll kriege ich, um wieder Werbeeinnahmen zu generieren. Aber im Moment schwanke ich so bei 7.500 Klicks rum und kriege das ganze Monat kein Geld. Und deswegen verschiebt sich meine Auszahlungsgrenze. Ich hätte die jetzt nach 2 Jahren voll gehabt im nächsten Monat und jetzt muss ich noch 2 Monate warten, weil die mir ein Geldhahn zugedreht haben, weil ich unter 10.000 Klicks habe. Ah. Muss ich noch 2 Monate länger auf meine Auszahlungsgrenze bei YouTube warten. Ah, nee. Nach 2 Jahren harter Arbeit. Ja, toll. Mein Mann. Aber wie gesagt, vielleicht wirst du auch mal ja, so reich wie Nikolai Günther war. Da brauchst du dir keine Sorgen mehr darüber machen. Wobei du spielst ja nur mit den Gedanken, ist ja nicht wirklich eine Sorge bei dir. Womit spiele ich mit welchen Gedanken? Naja, dass du die Werbung mal ausschalten kannst, weil du dann von den Spenden leben kannst. Aber ich sag mal, wenn du so wie Nikolai Günther jetzt voranschreitest, dass du dann wirklich auch ein Coaching für 400 Euro anbieten kannst, dann ist das alles nicht mehr notwendig, weißt du? Da wäre Werbung nicht notwendig, ja. Hm. Aber bin ich so weit entfernt, weil, meine Reichweite, ich werde nicht gesehen. Das geht mir so auf den Fips. Da muss man denken, 86 Menschen, 86 Abonnenten habe ich jetzt, das wirkt doch schon mal viel, wenn du dir in einen Raum vorstellst. Aber 86 Menschen guckt nur ein kleiner prozentualer Anteil alle Videos, noch kleinerer prozentualer Anteil gibt Daumen nach oben, noch kleinerer Anteil kommentiert und ein noch kleinerer Anteil davon will Coachings. Und dann gibt es noch den Anteil, der dich gar nicht versteht. Was? Da gibt es noch einen Anteil, der dich gar nicht versteht und andere, die verstehen dich halb und andere verstehen dich richtig. Richtig. Ja. Das stimmt. Aber mir hängt es jetzt darum, dass es immer der Anteil kleiner wird. Das heißt, um richtig davon leben zu können, von Coaching, brauchst du 10.000 Abonnenten. Dann hast du vielleicht 4, 5 Mann im Monat, die auch dabei sind, dafür Geld zu zahlen. So viele Leute brauchst du, damit du davon Geld verdienen kannst. Und das kotzt, weil ich nicht gesehen werde auf YouTube. Und ich falle aus dem Algorithmus raus. Da ist nur irgendwelcher Scheiß da in dem YouTube. In den Highlights drin von YouTube, da ist nur Müll. Ja, da kann man wohl sagen, ja. Oder die Trends, ja. Mhm. Genau, Trends, das Wort war mir gerade nicht eingefallen. Nur Blödsinn. Pure Unterhaltung, ja. Geistig und moralisch unten hält und einen gefangen hält. Und Schmerzkörper triggert. Ja. Und Schmerzkörper verstärken teilweise. Mit auch, ja, definitiv, ja. Naja. Aber du darfst die Hoffnung nie aufgeben. Ja, auch für dich kommen noch bessere Zeiten. wenn du wüsstest, wie oft ich schon hinwerfen wollte. Echt? Ja. Krass, hätte ich nicht gedacht. Weil du wirkst wirklich sehr motiviert in deinen Videos. Ja, dass dir das wirklich Spaß macht, du das mit Begeisterung machst. Ja, also. Ja, das ist immer das Up nach dem Down. Die Downs, die filme ich auch nicht. Ach so. Aus Herbstfundare. Hätte ich nicht gedacht, ja. Diese Phasen kommen aber immer wieder. Ich weiß, dass es ja diese Up-and-Down-Phasen gibt. Und solange ich noch Energie habe, also wenn ich noch eins heute bin, habe ich immer wieder Bock mit Videos. Das heißt, selbst wenn ich schlecht wäre, selbst wenn es mir schlecht geht, wenn ich mal ein paar Wochen und Monate keinen Bock auf Videos habe,
Und dann wäre es total blöd, mich hinzusetzen vor der Kamera und zu sagen, Leute, ich höre jetzt auf für immer, ich habe keine Lust mehr. Das ist totaler Schwachsinn, es nützt mir nichts. Ich erreiche nicht nur Leute, es hilft niemandem, also lasse ich den Scheiß. Ich weiß aber, dass mir das an sich Spaß macht, mich vor der Kamera zu präsentieren. Okay. Oder zu unterrichten. Und ich weiß, dass es mich wieder reizen wird und dass ich es immer weiter tun werde. Also von daher könnte man fast sagen, ich habe die Hoffnung schon aufgegeben, aber ich mache trotzdem weiter. Ich mache nicht weiter, weil ich Hoffnung habe, sondern ich mache ohne Hoffnung weiter, weil es so oder so Spaß macht. Das ist ja schön. Aber nach 2,5 Jahren so wenig gesehen zu werden, das, oh, das kotzt einen nur noch an. Das ist traurig, definitiv, ja. 86 Abonnenten bei hunderten Stunden Videomaterial. Andere haben 15 Videos hochgeladen und 15.000 Abonnenten. Ja, ja. Unverdient bis zum Geht nicht mehr. Ja. Und ich muss nur sagen, du machst auch gute Arbeit bei deinen Thumbnails. Die gefallen mir auch sehr gut, ja. Das ist aber diese Rot und Blau, finde ich auch sehr, sehr schön, kannst du beibehalten. Ich könnte auch als Grafiker arbeiten. Ich liebe diesen Beruf. Ich hänge stundenlang am Tag nur im GIMP rum, um Bilder zu bearbeiten. Das macht mir ohne Ende Spaß. Ja, also auch ich bin aber genauso, ne? Auch für diese Bilder habe ich jetzt schon vorgefertigte Grundmasken. Das heißt, ich muss das nicht jedes Mal neu bauen. Deswegen brauche ich nicht mal eine halbe Stunde für so ein Bild. Aber ich mache sowas gerne. Stundenlang könnte ich es machen. Mit GIMP arbeiten, Dinge ausschneiden. Bei Spencer und Terrazin, bei Menschen und so, musst du ja jedes Haar einzeln ausschneiden, damit das auf dem Pixel genau. Das ist richtig. So, ja. Aber es ist krass. Macht unglaublich viel Spaß. Ja, aber deswegen schneide ich auch, wenn ich manchmal so Filme angucke, die auch teilweise 2 Stunden sind, gucke ich mir die noch ein zweites und ein drittes Mal an, um das dann komprimiert in 5 Minuten zusammenzuschneiden und das Wichtigste rauszunehmen. Und dadurch entstehen ja dann diese Ausschnitte, die ich dann immer hochlade. Ja, das macht mir auch total viel Laune. Ja, das mit den, ich verstehe bis heute nicht, wieso du das Video von dieser unterirdischen Anlage da rausgenommen hast. Das hat ja mit dir ja nichts zu tun. Also das hätte man ja als Botschaft trotzdem stehen lassen. Das glaube ich, im Videotitel geschrieben. Copyright-Probleme kriege ich öfter mal, weißt du? Ach so. Und dann kriege ich eine Sperre von YouTube und dann darf ich keine Livestreams mehr machen, muss wieder 3 Monate warten. Ach, das kenne ich ja nur schon zweimal. Ja, so eine Verwarnung. Ich Livestreams auf meinem zweiten Kanal machen kann, muss ich mal dazu sagen. Ja, der zweite Kanal ist abgespeckter. Das heißt, du hast da deutlich weniger Optionen. Du kannst kein Startvideo machen, kannst nicht einen Banner einfügen. Deswegen unglaublich viele Aktionen auf einem Zweitkanal, wenn es über selbe Konto hast, laufen. Und wenn ich streame, dann kann es auch sein, dass ich es über meinen Hauptkanal machen muss ich dazu sagen. Ja. Aber ich würde es dann trotzdem auf meinen Zweitkanal hochladen. Das Problem ist, ich bin gebannt. Also ich darf gar nicht streamen, obwohl jetzt im April müsste es langsam rund sein. Ich hatte auch einen Strike, weil ich ein verpixeltes Pornobild eingefügt habe als Handler. Du bist aber böse. Für ein verpixeltes Pornobild einen Strike zu kriegen, ja. Und ich habe auch Copyright-Probleme, wenn ich ein Bud Spencer hier Video gekriegt, wenn ich in diesen 90 Sekunden Film, die ich da eingeblendet habe. Ja. Da darf ich schon nicht mehr monetarisieren. Ich brauche es nicht löschen. Das ärgert mich, weil das ein beliebtes Video ist mit vielen Klicks, aber das darf niemals Money kriegen, da darf ich kein Geld mehr verdienen. Deswegen habe ich bei meinem Bud Spencer und Terence Hill Video, bei den eigenen Video habe ich es komplett, also das war bei der Berge schön, wo ich den Filmclip hatte. Und bei dem Bud Spencer und Terence Hill habe ich es mir dann gespart, wo ich gerne eventuell eine coole Melodie von denen hätte eingeblendet zwischendurch oder so. Ja. Da auch mal eine coole Filmszene mit einem coolen Spruch, aber das habe ich mir dann erspart, weil dann verdiene ich kein Geld mehr in dem Video. Ja, ja. Das ist immer kotzt. Diese Scheiß-Copyright, so sieht es nämlich aus, ja, genau. Was? Diese Scheiß-Copyright, die kotzt mich auch so an, ja. Ja, die Matrix, die kann mich am Arsch lecken. Ja. Es gibt geistiges Eigentum genauso wenig, wie es Eigentum gibt. Es gibt keinen Besitz. Dazu unbedingt nochmal mein Besitzvideo gucken. Ja. Das heile ich. Also da habe ich es wirklich auf den Punkt gebracht. Auch mit ihrer tolles Hilfe und seiner Geschichte. Also das ist, wie es eine reine Illusion ist, dass du ein Stück, dass du der Teil vom Universum bist, ein Stück vom Universum besitzen kannst, ist unmöglich physikalisch. Und ich liebe dieses Besitzvideo. Leute, schaut alle mein Besitzvideo. Jetzt. Meine Frau, meine Kinder, mein Haus, mein Hund. Ja, also da denke ich, Alter, die gehören sich alle selber. Diese Rap-Mucke, diese jugendlichen Rebellen mit ihrer Rap-Mucke finde ich ganz schlimm, ja. Ja. Dafür ein Blödsinn, wo das Ego sich pauschen will und um Hilfe schreit, ist ganz schlecht. Aber richtig böse, ja, genau. Und die feiern das aber auch noch, die Jugendlichen, weißt du? Dieser coole Rapper mit seiner Kette und wenn die Mama ins Zimmer kommt, dann macht er ihm sie platt und weiß ich nicht, was die für einen Scheiß singen. Total fernab jeglicher Realität, ja, also, aber die feiern den Scheiß. Das ist grausam. Das ist ja auch von den Eltern so gequert worden, der Minderwert ist dann stark. Wurde man ganz, ganz klein von da. Ja.
Genau, so mit dieser Materie in Berührung kommen oder abgeschnitten davon fühlen. Genau, man hat nie Liebe erfahren. Hm. Und das kann man eben den Planeten zerstören. Ja. Das ist eine Kausalursache aller Egos da draußen. Definitiv. Ach ja. Ach, so, ja, gut. Ich komme zu nichts wegen dir. Ist ja unglaublich, ey. Du weißt doch, du musst nichts, ja. Deswegen, also du hättest mich auch nicht gekränkt oder sonst wie, wenn du von Anfang an geschrieben hättest, nee, ich habe keine Zeit oder so, weißt du, hätte ich auch gesagt, nee, kein Thema. Nö. Deswegen gehört ja zu nichts, weißt du. Begeistert, wenn sich die Leute so für mich begeistern. Das ist selten, dass man so eine Einladung bekommt. Das hat mir sehr gefallen. Naja, jeder wie er braucht, ja. Genau. Nichts kann, alles muss. Ja. Jetzt kommt wieder dieser Abschiedsschmerz. Ja. Schmerzhafter als ein Abschied. Werde ich dich je wiedersehen. Drama da. Das oh wirkt, ja, das sollte man wirklich nicht vorleben. Nee, definitiv nicht. Ja, dann mache ich es jetzt kurz und schmerzlos, wa? Ja. Ja. Wir sehen uns wieder irgendwann und so. Alles Liebe an dich, mach's gut, wa? Alles Liebe.